Und damit ein wunderschönes herzlich willkommen zu einem neuen Real Life Online Livestream mit Marc Rumpel. Ich sehe gerade, ich habe noch den falschen Job vom letzten Admin-Stream. Ich habe extra vorhin alles weggeschmissen, das habe ich wieder nicht gedacht, ne? Also 7 Job fehlt. So, jetzt sind wir aber wieder richtig da. Am Stissel, habe ich noch irgendwas vergessen? No Admin und Streamer Mode, ganz wichtig. Der vorbereitete Hund, ja, ich habe noch gegessen, sorry, ich bin ein bisschen zu spät. War stressig, ich bin gerade erst heimgekommen und ich habe auch schon was gegessen. Auf ganz schnell angelehnt, weil ich habe nichts gegessen gehabt. Aber jetzt sind wir hier. Ganz schön unpünktlich, wie sonst auch immer. Es ist eh kein Unterschied, Leute. Es ist ja eh kein Unterschied, ob wir mal unpünktlich sind. Wir sind immer unpünktlich. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern, BZW, schöne Feiertage. Habt euch gut gehen lassen. Boah, ich muss den Teller wegstellen. Und hattet auf jeden Fall viel Spaß. Wir haben ja gestreamt zu Ostern, ne? Wir haben tatsächlich den Supermarkt-Simulator gezockt. Ich muss aber sagen, ich hab dauerhaft Bock, den weiter zu zocken, ne? Werden wir auf jeden Fall machen, Leute. Auf jeden Fall weiter zocken, das Ding. Dankeschön auch an Pizzaesser fürs Resubben. Claudia Blumhaut, 5 Euro raus und Soma Tomate, was geht? Alles ist Beinhardt. Vielen Dank für 1 Euro mit Überweisungsgebühren. So, wann wieder Karl-Heinz? Nächste Woche am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Genau, so ist es. Gut, dann werde ich mir ganz schnell aber mal mein Geld wiederholen. Ich habe es ja extra aufgeschrieben, im letzten Stream, wie viel Geld wir hatten. Weiß das noch jemand, was ich ins Bankkonto eingezahlt habe, dass ich mir das wiederholen kann? Wer weiß das noch? Letzter Stream, wo wir als Homeland unterwegs waren. Da habe ich ja Geld eingezahlt. Weiß das noch jemand, wie viel das war? Weil ich habe jetzt gerade gar nichts. Ach stimmt, wir können ja jetzt von hier aus wegfahren. Ich habe ja mein Auto da eingepackt. Ah, oh, geil. Warte, hole ich gleich mal raus. Das ist halt schön. Wir können hier aufwachen, nach hinten gehen und haben direkt unser Auto da. So, da hinten ist Parkplatz oder steht sogar schon jemand. Mr. X? Mr. X? Hallo? Bist du dieser Mr. X, der mal so dumm rumsteht? Nee. Nicht, okay. Warum sind jetzt auf einmal alle maskiert? Ich weiß nicht mal, wer ist. Nein, ich bin gerade erst aufgewacht mit Maske. Ah. Na, ich dachte schon, du bist Mr. X, weil wir haben da so einen Mr. X, der mal im Büro blöd rumsteht. Hallo? Ey, ich habe dich auch gar nicht mit dem Anzug jetzt erkannt. Ey, guck, wie viel, guck mal. Schick, oder? Doch, schick, 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 Alter, die Hose. War was anderes, oder? Ja, die Hose sieht ein bisschen aus wie so, wenn so ein kleines Baby Dünnpfiff hat, aber sonst. Ja, aber na, guck mal, das fittet mit dem Anzug oben, guck mal, mit dem. Oh, in der stimmt, Tasche. Da hier, guck. Ja. Beige, ne? Beige-gelb. Beige-gelb, ja, gefällt mir. Das ist der Sound. Warte, ich muss so ganz kurz mein Auto hier rausholen. Ja, ich wollte auch gerade mein Auto. Firmenauto! Ich hab keinen, wo ist meiner? Wir haben, pass mal auf, ich kann dir Folgendes sagen. Also Folgendes, wir wollten ja, also ich war mit Dario zusammen Firmenauto kaufen. Ich wollte ja eigentlich mehrere Firmenauto kaufen, das Problem war, Dario hätte auch gern Firmenauto gehabt. Hab ich gesagt, okay, ja. Und dann wurde aber anscheinend von Ryan ein bisschen rumgestänkert und er war ein bisschen matt. Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du was, dann kriegt Tyler ein Firmenauto, außer der Boss de la Boss. Und du bist ja auch ein Boss de la Boss, das heißt, du bekommst auch noch ein Firmenauto. Ja, die anderen bekommen doch auch einen, oder? Irgendwann. Safe. Ja, natürlich irgendwann, aber ich hab dann gesagt, ja, weißt du was, bevor jetzt einer matt ist, sage ich einfach, dass ich mir jetzt einen hole und dann ist gut. Dann kann keiner matt sein auf irgendjemanden. Ja, ich bin auch nicht matt deswegen. Ja, nö, wie gesagt, Ryan war in dem Fall Matt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es wurde mir nur so gesagt von Dario. Okay, nee, ich habe bis jetzt Ryan. Habe ich Ryan überhaupt nochmal gesehen? Ich war ja auch. Ich kann immer noch. Also heute nicht so viel reden, wir machen mehr. Du hast nicht viel reden? Hast du Probleme mit deinem. Ich war auch in Ostern bei meinem Zahnarzt des Vertrauens. Da hat mir meine 4 Weisheitszähne rausnehmen lassen. Ah, stimmt. Ja, ja. Na gut. Aber es geht schon langsam. Aber ich glaube, die haben was verkackt. Meine Unterlippe ist immer noch taub. Du hast Hamsterbäckchen. Ja, ja. Mhm. Süß. Ja, meine Unterlippe ist immer noch taub, gell? Oh, das ist nicht gut. Ja, ja. Und der Kiefer da drunter, die Stelle und die Zähne an der Stelle. Glaub, ja, Zahnärzte, deine Freunde und Helfer, ne? Mhm. Mhm. Das ist echt nicht gut. Boah, warst du schon angucken? Musst du mal nach Russland zurück oder was? Naja, hey, ich gehe nur, weißt du, es ist wie Tätowierer, nur Tätowierer des Vertrauens. Ey, aber. Nur Tätowierer des Vertrauens. Wie viel hast du bezahlt? Ein bisschen was. Ach stimmt, ich muss Herr Konda fragen, ich krieg ja noch Abzüge für den Wagen. Ja, perfekt. Ja, das waren ein paar Prozent. Ob du das willst oder nicht? Ja, was will ich?
Ich weiß nicht, wo du jetzt hinfährst. Ich komm einfach mit. Wunschkennzeichen mal anmontieren. Ich habe nämlich kein Kennzeichen drauf. Ah, perfekt. Was soll ich denn drauf? Wir waren uns uneinig, was wir drauf tun sollen. Also ich selber würde, glaube ich, keine offensichtliches 1:7 mehr drauf machen. Sollen wir vielleicht GmbH 1 machen oder so? Oder irgendwie... Das vielleicht auch nicht. Waffel 1? Nee, Also weißt du was, ich wollte glaube ich nicht schreiben. Weil weißt du was? Wie heißt das? Mit Vor- und Nachname. Mit dem Vor- und Nachname. Weißt du, zu dolle darauf hin, weißt du, dass dann die Leute sofort schalten. Na klar. Sonst hätte ich die Idee vielleicht Vor- und Nachname wegzulassen und dann einfach irgendwas zu nehmen, was vielleicht irgendein Codewort bei uns sein könnte und dann halt hinten die Zahl dran, so weißt du? Vielleicht sowas in der Art. Das ist halt bei Zahlen, müssen wir halt schauen. Ich würde glaube ich auch keine Zahlen mehr nehmen, weil wenn Leute nachrutschen oder irgendwas passiert, also 5000 für einmal nachrutschen, finde ich halt ganz schön krass. Und was machen wir dann? Also kennzeichentechnisch einfach dann freien Lauf lassen oder was? Oder wie? Ich würde schon, also weißt du, was ich meine? Vielleicht erst sagen wir, Zahlen ist egal, außer vielleicht die obersten. Also ich würde schon gerne die 2 haben, so. Weißt du, wie ich meine, sage ich jetzt mal. Aber dass wir danach freien Lauf lassen, weil irgendwann, weil du musst jetzt über jedes Kennzeichen kostet einfach $5000, so. Ich glaube, das wäre ganz schön krass. Ich überlege sonst mir was, vielleicht dann den Nachnamen, wobei es auch kacke, dann kannst du es auch wieder identifizieren daran, ne? Weil, ich sag so, wir können auch die Kürze nehmen mit Vor- und Nachname und HB oder so, aber ich meine, es schießt halt sofort auf uns, so, weißt du? Ich muss meine Rechnung bezahlen. Wobei, mach ich später. Ja, müssen wir halt gucken. Deshalb, ich habe jetzt noch kein Kennzeichen dran gemacht, weil ich mir unsicher war, was wir jetzt nehmen sollen. Ja. Ja. Ich war mir sehr unsicher. Eine Frage. Wie kommen Sie dazu, so rum zu parken? Nein. Sehe ich. Nein. 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 Oder Sie fahren die ganze Zeit rum? Nein. Natürlich. Was denken Sie denn? Ey, guck mal, sein Auto sagt's doch schon. Komm mal her. Nein. Oh. Okay, das ist ein starkes Kennzeichen. Nein. Es ist. Ist das auch. Nein. Also wie viele E's sind das? 1, 2, 3, 4, 5 E's. Schön. Das ist der Sound of the Spinning. Was ist? Das habe ich mir nicht gefragt. Ich? Einmal die Polizei rufen. Oh, ja, also die Polizei rufen. Hey, auf jeden Fall. Der Bild machen und Polizei Bescheid, wenn das nicht angemeldet ist. Oh, ja, mal gar nicht an dieses Parken, ne? Gegen die Fahrbahnrichtung, der Herr. Das ist ja wirklich unter aller Kanone. So, einmal lächeln, ne? Danke. Eieiei. Gut, in seiner Presse ist jetzt $10.000 oder oh. Ich schicke das an die Polizei. Geht auch einer? Ich habe nicht so viel Geld. Ja, $1 geht auch. Ah, perfekt. Ja, super. So erpresst man Leute. Geht $1? Ja, natürlich. Gut, ich gehe mal kurz rein, meine Sachen holen. Also, wie viel Geld hatte ich letztes Mal? Weiß das noch jemand im Stream? Oh, schau mal, die Geldtasche habe ich da letztes Mal liegen lassen. Huch. Ne, wie viel hatte ich? Irgendwas mit 60.000 war, ne? Ich glaube, das kommt hin. Kommt hin, oder? 69.000? 68.000 hatte ich. Ja gut, dadurch, dass ich ja den Ding bekommen habe, die Aussagen, dann passt das schon. Da war das ja, das passt dann. Gut. Wie gesagt, ich habe ja auch nichts eingezahlt, ausgezahlt. Da wird das mein Payout gewesen sein, der da gelaufen ist. Dann ist das okay. Zahle ich mir aus. 50.000 oder 40.000, zahle ich mir mal aus. Rest bleibt auf der Bank und da muss ich eh mal gucken. Ich muss jetzt meine Rechnung bezahlen. $62 durch eine Radarfalle gefahren. Unter aller Sau. Ja. Mhm. Hast du jetzt wirklich $1 von dem bekommen? Ja, ja. Easy. Ah, Auto ist schon schön. Endlich wieder was Gepanzertes fahren. Und was Teures. Ich glaube, wir haben. Warte, was habe ich bezahlt? Ich glaub, über 1 Million war das. 1,2 Millionen. Okay. Glaube ich. Warte, ich schau mal, per Connor da ist. Ich rufe den sonst mal an. Auch da wird mich hier mal angerufen. Wow. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Oh ja, Voicemail. 1-3-3-0-2-3-4 is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Guten Tag, Herr Konda. Ich rufe Sie an wegen dem geldretour.de. Ich bekomme noch Geld von Ihnen.
Ich habe Ihnen ein Auto gekauft für sehr viel Geld und hätte gerne deshalb ein bisschen Geld wieder zurück von Ihnen. Ja, rufen Sie mich an, wenn Sie wieder Zeit haben und Sie wieder da sind, ne? Auf Wiederhörzen. Jetzt fahre ich mal hin und frage, ob der schon mittlerweile mitgeteilt hat, dass das so ist, weil die haben mir das nicht geglaubt, als ich dort war. Ich das Auto gekauft habe. Also, Herr Conner war bei uns, wir haben einen neuen Deal ausgemacht. Da setze ich mich dorthin und sage Auto kaufen und die wissen davon nichts. Von dem Deal. Das ist richtig stark, Herr Conner wieder. Ei, aber, das hatte ich auch schon mal gesagt, ey, ihr müsst was klären, es kann nicht sein, dass immer nur zwei Leute irgendwie uns Prozente geben können, ist auch Plunder. Also, soweit ich, also, letztes Mal habe ich auch von einem Mitarbeiter Prozente gekriegt. Warum? Ich sag, also vielleicht hat er das mittlerweile schon mitgeteilt, aber ich war bei Herr Conner, hab das gesagt und am selben Tag wollte ich ja hinfahren und haben sie gesagt, nö, wissen sie von nix. Wurde nicht mitgeteilt. Dass ich mir aus, ich bitte rufe, ich bin auch dabei, ich ziehe mir nur ganz schön. Könnten wir gerne bitte dann auf dem Weg irgendwas zu essen und zu trinken für den Tag? Oh ja, ich brauche auch was, ganz dringend. Also ich gehe erstmal kurz umziehen. Okay. Ich komme mit dem Anzug nicht klar. Er steht ja aber, weißt du doch. Ja, aber ich brauche mal was, was Neues. Was ist denn das? Saugstaub-Outfit. Mit Crocs. Ja, warum nicht? Wo ist das Problem? Sehr sicher. So. Also mal was Geschmeidiges mal anziehen, Leute. Die letzten Tage immer in den Anzug rumgerannt. Wir müssen auch sprechen heute einmal. Ey, wir sprechen eh schon. Ja. Ja, ja. Sie haben mir erzählt, dass du und so mit der Pizzeria geredet hattest, ne? Ja, so positiv. Ich würde langsam mal was fix machen irgendwann, weil die warten auch schon ewig, weil die wollten ja was eingehen mit uns wegen. Das hatte ich auch reingeschrieben, ob du es gelesen hattest, bezüglich Waffenaufsätze. Haben die Interesse dran. Ah, okay, das wusste ich jetzt. Und wir kriegen dann günstiger Pizza. Und ich glaube, also für fünf Pizzen, also für die fünfmal die spezielle Pizza, $150 ist stark. Statt eine spezielle $150. Das läuft ja, gut, aber. Ja, müssen wir mal gucken, was für die wir dann aussenden können. Ja, ja, deswegen, das habe ich nicht allein. Ich habe erstmal nur mit denen gesprochen, aber ich habe gesagt, ich muss den Rest mit den anderen besprechen. Sollen wir sonst zur Pizzeria fahren wegen Essen trinken? Ja, ja. Wenn wer da ist? Gut, fahren wir dorthin, weil ich habe übelsten Hunger. Können wir vielleicht mal fragen, ob der da ist, beziehungsweise ob er sich da melden kann. Das wird vielleicht auch mal endlich mal fix machen, you know? Ja, ja, klar. Sonst ruf an. Sag mal das. Hast du die Nummer? Ja. Also ruf da mal an. Mach mal Modus, schau die Preise, damit du die Sachen verkaufen kannst. Ja, oh, jetzt bin ich ja vorbei, aber muss ich ein anderes Mal machen. René, auf dem Mars wurde Wasser entdeckt. 1:0. Oh mein Gott, das ist assi. Das kann ich nicht überlesen. Danke, René. Der Döner Ali Wenzel ist auch wieder dabei. Danke für 42 Marken. Krankentransport für Bub seine Mannhardt, danke für das Essen. Ohne Pizza. Ist eh wer da, ne? Krankenwagen? Naja, ich sag Lebensmittelvergiftung, ne? Lebensmittelvergiftung oder Krankentransport für Bub seine Mutter. Pfff. Dann muss Mutter erstmal schön am Pizza bestellen, gleich mal eine Sonderlieferung mitnehmen. Ja. Wie sagt ihr, wie es ist? Lebensmittelvergiftung. Hundertprozentig. Oh. Hallo? Och nee. Ich, dachte, ist festgenommen. Ich muss wieder raus. Auch. Ich muss wieder raus. Ihr müsst ja drin immer Musik spielen. Sekunde rein wieder. Dankeschön, danke. Ich hab da. Ah, das ist ein Fernseher tatsächlich. Ja, wir haben Musik gemacht. Weißt du, ich hab da immer so Probleme mit meinen Ohren, wenn ich da reingehe. Ey, vom Weiten denke ich immer, du hast keine Hose an. Hab grad gedacht, du hast keine Hose an. Ja. Kann mich von hinten. Anders anziehen, wenn du möchtest. Alter, nee, von hinten sieht das so aus. Hallo. Da ist ja der Herr mit demselben Outfit wieder. Wir hätten zweimal ein Ding. Einmal gerne. Cool. Schau, dieselben Schuhe wieder und dieselbe Hose. Also, ich hätte gern einmal. Hab ich extra umgezogen. Vier Speziale. Ich. Bitteschön. Und viermal Powerade. Ey, bestellst du jetzt für uns zwei oder? Ja, möchtest du. Ja, ich würde dich auch mitbestellen. Ja, bitte. Ja, dasselbe. Speziale. Ich nehme das mit, okay, was du. Also, ich nehm das, also was 8 Speziale und 8 Powerade. Farbe ist egal, ne? Ja, Farbe ist egal. Okay, mach ich ihn fertig. Und die zweite bitte wäre. Können Sie bitte zeitnah versuchen, irgendwie Herrn McWazel was auszurichten, dass wir ihn heute, wenn es geht, sprechen würden, gerne? Ich glaube, der kommt. Sagen Sie einfach, Freddy ist, Freddy und Mark sind da, dann weißt du schon Bescheid, dass es wichtig ist. Okay. Meinte zwar gerade, er kommt zwar heute nicht, aber. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht Toni, weiß es nicht. Ja, irgendwer oder Toni, genau. Ja, irgendjemand halt da ist, der Zeit hat. Gestern Abend hat Wazel gesagt, er kommt heute, aber. Ja.
Okay. Gehen wir Pizzen machen. Ach, das wäre doch perfekt. Vielleicht können Sie das ja mal ausrichten, irgendwie per E-Mail oder so. Der Herr, einmal Ihre Bauwitz. Dankeschön. Eine Pizza ist noch gerade im Ofen, gell? Danke. Noch ein bisschen. Was zu trinken, Alter. Rocky, machst du schon die Speziale? Thomas meinte zu mir, er hat schon. So. Nehmen Sie auch abgelaufenes Powerade als Pfand? Pfand? Da vorne ist eine blaue Mülltonne, da können Sie es senfen. Es gäbe es hier Pfand, Alter. Unangenehm. Was machen Sie eigentlich hier? Ja. Muss ich mich hier mal hin. Deimos, Dankeschön fürs Tipp werden. Dankeschön an Christopher auf Megastream. War mal nice. Marc und Habub zusammen Bankraub. Ja, Habub ist heute leider nicht da. Wäre aber auch mal schön, wenn Habub mal wieder hier wäre, ne? Wäre wirklich mal geil. King geht ja 5. Hi, war bisher immer ein stiller Zuschauer. Ein stiller Zuschauer? Oh, bitte, wenn ihr das schreibt, das ist immer so lustig. Stell mir da so stilles Wasser vor, was im Raum sitzt. Bin seit 2018 dabei und ich freue mich auf den Stream. Ich wünsche dir viel Spaß und gönne dir von 10 an Döner. Vielen Dank an King geht ja 5. Jetzt wie geht der King geht ja 55. Oder geht ja King geht ja 55? Weil geht ja 5 halt, ne? Wann kommt eigentlich geht ja 6 raus? Weiß das jemand schon? Nächste Woche habe ich gehört. Nee, Spaß. 1. April ist ja gestern gewesen, ne? Ja, kann ich keine G6 mehr machen, wenn der Release ist. Ich wurde gestern, by the way, von meinem Dev verarscht. Der hat mir einen Link gesendet. Der hat mir einen Link gesendet mit, ja, 5M arbeitet schon an GTA 6 und die haben ein Statement released und so. Und da gibt es schon irgendwie ein Video. Ich klicke drauf. Gestern habe halt for real gedacht, dass es stimmt, ne? Hab überhaupt nicht gerallt, dass der 1. April ist. Klick drauf, ich habe einen Rickroll bekommen. Alter, das ist so asozial gewesen gestern. Das war richtig assi. Ich denke mir so, oh cool, neue GTA 6 Infos. Ich drück drauf, ja, Rickroll. Danke für nichts. LOL-Alarm. Hallo, schönen Abend und freu mich. Hast du schon was vor? Wir werden heute irgendwas angehen. Heute mal wieder Actions-Match schnell, die auf jeden Fall Bock. Obama, danke für 5 Euro. Ich bin auch dabei. Carsten Wunder, meine Frau, hat mir einen Coin-Simulator gekauft. Bin süchtig. Gut, dass du da bist. Vielen Dank. Der Coin-Simulator ist ganz schlimm. Ja, LOL-Alarm, danke nochmal für 6 Euro mit guten Abend. Mhm. Haben Sie eine Rechnung? Yalwanda, danke für 1,19. Kurt Poster, danke für 90 Cent. Team Xun, danke für 1 Euro. Maxi Killer, danke für 90 Cent. Ja, geht auch. Ich bin's Tim, was sagt der Bauer, wenn er seinen Traktor sucht? Wo ist mein Traktor? Kann das ein Witz sein? Ich glaube ja. Malone, 1,7, danke für 2 Euro. Fabian ist VIP geworden, vielen Dank. Und Florian Allen macht noch einen Euro, dankeschön. 1430. Kannst du mich grüßen? Viel Spaß beim Stream. Mach mal Mo, grüße ich nochmal, jawohl. So, bitteschön. Dankeschön. Moin Moin für das Erbe des Vertrauens von Christel Dorde. Danke für 2 Euro. Ja. Jesus. Jesus, Maria. Hey, die Trifte ist überfallen. Dankeschön. Du, Freddy, hast du den Pizza irgendwie in deine Bauchtasche gepackt, oder? Natürlich. Ach so. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Hast du es gar nicht bezahlt, oder hast du schon bezahlt? Ich habe schon bezahlt. Ach so, ich dachte, wir gehen damit raus. Tschüss. Tschüss. Wusste gar nicht, dass du eine Bauchtasche hast da drin. Nee, ich habe die Pizza mal zusammengerollt. Du hast einen Taco draus gemacht. Ja, genau. Eine Rouladenpizza. Fährt er sich gut? Ja, der fährt sich relativ okay. Es ist komplett okay, Rino, also. Huch. Hallo? Ach, ich dachte, der wird vom Supreme Court, Digga. Ja, wir sind vom Supreme Court, wie kann ich Ihnen helfen? Echt jetzt? Nein, nur Spaß. Kommen Sie mal kurz zur Seite. Ach komm, das ist da. Ich dachte, weil die fahren immer mit schwarzen Maybachs. Ja, wir fahren alle mit dem Bag-Kennzeichen für Tasche. Genau. Ah. Ich greife meinen Tasche, ne? Ja. Ich weiß, was das heißt. Können Sie mal bitte McWayse sagen, dass wir wegen Unverhandlungen führen würden wollen? Oh, der Arme. Kann ich ihm ausrichten, aber der hat heute schon einen sehr vollen... Die meinten eben, der ist... Und was hat er? Er hat einen vollen Terminkalender. Also er muss heute einige Gespräche führen. Wie schaut es denn zeitlich bei euch aus? Also, ich glaube, es ist heute ein sehr guter Tag, weil wir sind beide gleichzeitig da. Ja, das wäre ein sehr guter Tag. Das ist sehr selten, wissen Sie? Das trifft man nicht immer gleich an. Okay, dann schauen wir mal, dass er das vielleicht als erstes erledigen kann. Vielleicht können Sie ein bisschen mehr ausrichten, er soll sich bei mir melden. Ja, ihr seid von, wenn ich richtig sehe, am Hals von ihm. 1 zu 7, okay. Ich richte es ihm definitiv aus.
Namen noch ganz kurz? Freddy, dann weißt du schon Bescheid. Ah, der Gorbatschowski, okay, ja. Genau, das ist okay. Der mit dem Hut. Okay, habe ich schon viel von dir gehört. Solange es nur positiv ist. Ausschließlich positiv, Mann. Ich habe noch eine abgelaufene Speziale, kann ich die Ihnen zurückgeben? Achso, kann ich Ihnen auch noch ein abgelaufenes? Ah, natürlich, das ist ganz sehr nett von Ihnen, dass er von mir auch... Alles in Jackett, haut alles in Jackett. Schön. Einmal habe ich noch abgelaufene Power Rate. Ich weiß nicht, ob ich das hier bekommen habe, die abgelaufene Pizza. Ich bin mir sehr unsicher. Muss man fix essen. Also, die ist schon lang haltbar, aber leider nicht. Endlich. Ah, okay, ja, verstehe. Ja, die war schon ganz in meiner Tasche drin. Ja, die schmeckt dann nicht mehr so, wenn sie so zwei Wochen... Nee, vor allem, ich muss jetzt meine Hose mal waschen, weil die war voller Käse. Ich habe mich voll umgezogen nochmal. Verschimmelter Käse oder normaler Käse? Für normaler Käse, aber war halt so angeschmolzen schon an der Seite. Das Ding lag da hinten sicher schon seit 15 Minuten rum. Oha. Oh, war ja. Also, man sollte dann doch... Warte, Käse im Sinne von... Also, noch roher Käse? Nicht auf der Pizza? Ja, nee, der war angeschmolzen. Der war ja schon in der Hosentasche drin angeschmolzen. Das heißt, das Ding lag ja 15 Minuten da sicher schon hinten drin. Ich dachte jetzt schon, ihr sammelt Käse und wisst nicht, wohin damit sonst. Nein. Alles gut. Hätte ich euch jetzt ein Angebot gemacht. Nee, alles gut. Ich habe keinen Käse dabei. Okay, schade. Hätte das sein können. Ja. Gut. Okay, ich spreche mit Basil und er meldet sich dann. Jawohl. Perfekt. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Bis dann. Heide. Wiedersehen. Ciao, ciao. Ist er doch da. Ja. Sehr gut. Haben wir das schon mal auf den Weg gebracht. Der war ganz weird vom Gespräch her. Wieso? Ja, ich weiß nicht, also mit Käse und so. Okay. Die ganze Zeit über Käse gesprochen. Ich glaube, das war so ein Käseliebhaber. So ein Käsefetischist. Ja, der geht in den Laden und kauft den ganzen Kühlschrank voller Käse. Da habe ich mal so eine sehr lustige Sendung gesehen, da ging es auch um Käse. Das war irgendwie so eine richtige Hartz-IV-Sendung. Achso, meinst du diese Frau mit diesem Käse? Diese Frau, diese Käse, die sich mit auf diesen Markt stellt und dann da richtig gammeligen Ekelkäse verkauft. Ja, das kenne ich mit diesem Douglas. Dieses Kind heißt einfach Douglas, Alter. Weil er sich auf diese Käse-Klo-Brille da setzen muss. Das unbedingt nicht will. Ja, das ist ganz so Käse. Okay, ich probiere mal Kennzeichen anzumontieren. Hast du eine Idee, was wir drauf tun? Ich tue sonst einfach, was wäre? ISO 7 ist. Was ist denn, wenn wir das durchmachen? Wenn wir. Zum Beispiel jetzt bei mir, F107G, aber durchgeschrieben. Oder wäre es noch zu obvious? Oder noch mit Zahlen dazwischen oder so. Oder wir lassen uns einen Code einfallen. Was ist, wenn wir. Warte, 107. Also E. Also E für 1, N für 0 und S für 7. Wieso E für 1? Ja, weil E ja eine 1. 1, der Anfangsbuchstabe von 1 ist ja E. Ah, so meintest du jetzt, okay. Ich wollte sagen, bei mir fängt das Alphabet mit A an. ENS wär's dann, ENS. ENS und dann hast du halt 107, heißt das ja. ENS. Und dann machst du ENS, FG zum Beispiel. Freddy Gorbatschowski. Nee, weißt du, warum ich mir so denke? Ich denke eher um das Kennzeichenformat, weil wenn du ein Standard-Kennzeichen hast, guck mal ja. Ich denke jetzt so ins Kennzeichenformat. Das heißt, ich verstehe. Weißt du, was ich meine? So, da machen wir INS so, und dann hinten eine Zahl, die dreistellig ist. Das dachte ich mir gerade. Ja, dann mach das mal so. Das ist stark. Ja, das ist. Mach du dann 001 und ich mach 002. So, als Beispiel jetzt, ja. Wenn ich einen hab. Also, weiß ich, soll man das machen mit INS? Hört sich das gut an? Ich fühle das. ENS? Ja. Oh mein Gott, ENS! ENS geil. Nee. Ich bin ENS. Nee, warte, wenn man sich anspricht, ENS, was ist dieses Gendering? Der ENS. Oh Gott, du meinst... Kennst du das? Oh, nee, ENS, nee. ENS Tomate, ENS Orange, ENS Eis, aber wäre schon lustig irgendwie. ENS. Aber das ist gut. ENS nehmen wir, ne? ENS 001 mach ich mal drauf. Mach das mal, ja. Oder soll ich ENS 100? Nee, 001. Ja, mach 0-0, sonst kommen wir nicht mehr hin irgendwann. Aber das war eine geile Idee mit ENS gerade. 107 ENS. Das ist eine geile Abkürzung, vor allem ich glaube, das PD braucht... Oh, ich schrei gerade. Ich denke, da braucht das PD auch ein bisschen, bis sie das rallen. Genau, das ist eine geile Abkürzung. Ja. 107. Wir sind die von ENS. Wir machen ihre Leitung wieder richtig. Das ist halt aber stark, ne? Was? Ja, was ist... Man könnte vielleicht ENS... Die ENS GmbH, weißt du, das kann man safe irgendwie noch machen. Oh, stimmt.
INS-GmbH. Dann kannst du das abkürzen einmal für 1 zu 7 oder halt Einbau. Weißt du dann irgendwie, das kannst du safe richtig gut ausbauen, INS. S könnte für Saugstauber stehen. Sie brauchen Ns. Einen neuen Saugstauber. Einen neuen Saugstauber. Wir sind die ein neue Saugstauber GmbH. Das ist doch so super. Ja, das ist halt ganz witzig. Ns. Die Ns GmbH. Wir sind Ns geil. Oh, wie teuer, aber so viel Geld haben wir lange nicht auf dem Firmenkonto. Das fehlt noch ein bisschen viel. Ja, was denn? Was fehlt denn? Ja, dass ich mir einen Maybach holen könnte. Wir brauchen mehr Geld. Ist Firmenkonto gerade leer? Na. Ja. 3 Millionen. Ja, wir können aber fragen, wir fahren sie schon mal hin. Haben die offen? Nee, Quatsch. Warum nicht? Das ist zu teuer. Nee, kostet 1, irgendwas. So, ja, sieht ja schon aus. Ja, das was? Ist schon teuer. Wir kriegen ja Prozente zurück. So ist ja nicht. Ich weiß nicht. Da können wir gleich das Ns 002 können wir uns sonst gleich saven, weißt du? So denke ich mir halt. Ich frag nur ganz, ganz lieb und nett mal nach, ob die wenigstens von dem Ding schon wissen. Weil wenn nicht, dann machen wir das anderes Mal. Ich hätte gerne mein Geld zurück. Huch, ein bisschen langsamer fahren hier. Weil die schulden mir nochmal Geld. Das darfst du nicht vergessen, ne? Und auf die Menge lohnt sich das. Ja, wir haben jetzt die Prozente angepasst. Hast du es mitbekommen? Wie? Wir haben da vorher viel weniger Prozente bekommen. Weil, wie viel Prozent hast du denn jetzt bekommen? 2 oder nicht? Nee, mehr. Viel, viel mehr. Das ist der Sound auf die Spende. Ich glaube, wir haben beim Verkauf jetzt. Boah, was haben wir jetzt gemacht? Ich glaube, 4. Hier waren es jetzt. Jetzt 4% okay, oder was mehr? Lass mich kurz überlegen. Wir haben ja angesetzt, ziemlich hoch. Kann sogar sein, dass. Warte, ich muss jetzt mal nachfragen. Das ist schon wieder so lange her. Ich muss mal einen Funk. Ich auch, ist mir aufgefallen. Oh, warum wird der mir nicht vorgeschlagen, mein Funkkanal hier? Innerhalb von 5 Tagen. Check. Hat er 2. Back. Hallo. Frage. Unser Deal, meine Frage ganz schnell reingestellt. Unser Deal mit dem Auto, das waren eh die 4% jetzt, ne? Ich glaube ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass das 4% waren statt 2. Oh, ich weiß es auch nicht. Ich frage es nochmal nach. Also ich hatte im Schädel, er wollte ja damals 3%. Ich habe gesagt, wir machen 5%, dann haben wir uns auf 4%, glaube ich, geeinigt. So kann ich mich daran erinnern. Das ist der Sound auf die Spende. Ich schon wieder traurig, dass ich es wieder vergessen habe. Ich meine auch irgendwas von 4% mal gehört zu haben. Ja gut. Weil davor waren es auf jeden Fall 2, das weiß ich ja. 2% war es. Wir haben dann gesagt, ich glaube 4. Okay, stark. Ich frag mal nach. Guten Tag! Grüße! Moin. Ah, da sind sie wieder! Frage, hat sich der Chef bei Ihnen schon gemeldet? Nee, noch nicht. Weil Sie wollen seit wie lange ist das jetzt her? Schon über eine Woche? Das ist eine gute Frage, aber ich kann nachschauen sonst. Ja, es geht um die Prozente nämlich, weil ich die sonst abgeholt hätte, ja, ne? Ja doch, ich glaube, da gab es per Mailverteiler gab es da eine Nachricht. Ah, aber okay. Wir wissen, dass es, also, das besteht. Ja, weil ich würde gerne mein Geld wieder abholen, weil ich habe ja den für Vollpreis gekauft, den Wagen letztes Mal. Ja, das ist richtig. Genau. Okay, weil dann würde ich das gerne abholen, wenn möglich. Das ist schlecht bei uns. Das ist wirklich schlecht. Weil wir haben das Geld einbehalten jetzt? Nein. Also ich würde damit sagen, dass wir gar nicht berechtigt sind, vom Firmenkonto was runterzunehmen. Das ach so, das heißt, der Chef höchstpersönlich müsste dir sagen, dass das geht. Genau. Das heißt, jetzt mal, wenn wir einkaufen, aber sie stellen das dann sonst einfach so ein bei ihm, dass das aufgeschrieben wird, dass er weiß, dass das Geld zu ist. Ja, aber jetzt, haben wir, jetzt wissen wir aber sowieso von dem Vertrag, also jetzt könnten wir auch mit Rabatt verkaufen. Wie viel Prozent haben wir jetzt bei Ihnen? 4 waren das, glaube ich, ne? Genau, ja. Mitverteiler? Genau. Ja, genau. Mhm. Super. Gut, das wollte ich schon wissen. Alles klar. Ja. Dankeschön. Dann auf oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, wie viel waren das letzte Mal, weißt du das? Vielleicht können wir da mit einem Kennzeichen aushelfen. Wenn es Maybach. Das war Maybach, ja. Wenn es passt, ja. Wir bräuchten ja, noch ein Kennzeichen, ja. Aber ich rechne das mal kurz durch, ja. Das jawohl, rechnen Sie sich das mal durch, ne? Genau. Was sind 5% von, ich glaube 1,1 oder 1,2 waren das? Was sind da 5% von? Wer weiß das, Leute, im Chat?
Nee, es waren, wir wollten 5%, dann waren es doch 4, weil wir haben uns dann in der Mitte getroffen. Er wollte 3, ich habe gesagt 5 und dann haben wir gesagt, treffen uns in der Mitte 4. Also sind es 4%. Joa. Ich hatte auch immer im Kopf, dass es vielleicht doch 5% waren, ne? Dass ich dazu, aber ich glaube, es waren 4. Da schreibst du die Leute rein, wie viel sind es? Da reicht ja ein Kennzeichen lange nicht. 4%, das sind ja 44.000 bei 1,1. Was kostet ein Kennzeichen? 5.000 kostet das. Nun sind wir gleich ein paar Kennzeichen mit. Was halten Sie davon? Können wir machen. Ja, weil wir brauchen die sowieso, die Teile. Dann würde ich Folgendes machen. Sie zahlen uns einfach ein Kennzeichen aus. Ja. Und ja, ich denke, dann bleibt ein Taui übrig, ne, für ein Kennzeichen. Wenn Sie... Wenn Sie vier, wie viel haben Sie gesagt? 44.000? Also wenn Sie jetzt 1.000, wenn Sie noch 1.000 Dollar da hätten, dann hätten wir ja 45 und dann würde es ja ausgehen. Ja, genau, genau. Ne? Genau, genau. No? Ich würde 15, sagen, 15, so 20, 25, 30. Wie sollen uns die 1.000 Dollar noch schenken? Ja, kriegen wir auch hin. Ja gut, dann machen wir das so. Gut, dann laden wir das einfach ins Auto rein und dann passt das, ne? Das sind jetzt genau. 15, 15, 20, 25... 30, 35, 40, 45, das sind 9 Kennzeichen. Habe ich richtig gerechnet? Ja. Jawohl. Eine scheiß Zahl, jetzt machen wir 10 raus. Naja, komm. Wenn er schon den Taui drauflegt. Weißt du, das Kennzeichen brauchen wir eh immer. Dann können wir, weißt du, dann haben wir das auch gleich erledigt. Dann muss ich nicht dem Herrn Conda hinterherrennen. Hm, was? So. Da haben wir die 9 Kennzeichen. Wollen Sie die gleich reinführen ins Auto? Kann ich auch machen, ja. Ja, dann machen wir das nämlich gleich so, ist besser. Dann schmeißen Sie die einmal hinten rein. INS-001. So. So, perfekt. Da haben Sie dann Ihre Kennzeichen. Gleich mal. Perfetto. Super. Gut. Ja. Perfekt. Dann hat sich das, ne? Ja. Gut. Dann schönen auf Abend noch. Wiedersehen. Ihm ebenfalls. Tschüss. Ciao. Dann tun wir die gleich ins Lager rein, weißt? Dann können wir gleich für die neu gekauften Autos gleich die Kennzeichen reinballern. Schau, jetzt haben wir sogar 1.000 Dollar extra bekommen. Ist doch super. Haben uns 1.000 Dollar gerade gespart. Ich pack da 1.000 Dollar drauf, Alter, für die Wartezeit noch. Eigentlich schon, ja. Für das, was wir jetzt gewartet haben und immer keine Rückmeldung bekommen haben dafür. Boah. Ja, aber. Der hat schon was zurückgelegt. Der sagt, er kann aber jetzt verkaufen mit Rabatt. Ja, das ist schon mal gut, weil letztes Mal haben sie es mir nicht geglaubt. Da haben sie gesagt, sie müssen erstmal Rücksprache halten. Da habe ich gesagt, kein Problem. Aber der nächste Mal war das so Geld zurück. Mittlerweile, ne? Wie kann man da jetzt immer noch nicht alle von wissen? Halt. Ja. So, ich tue nur ganz schnell mein Auto auftankeln. Und ich kaufe ein Rubbellos, habe ich Bock drauf. So. Kauf dir ein Lambo, ja, Lamborghini wird sich erstmal hart gegönnt. Elias Klünder, Servus. Und wann kommt wieder Sons of the Forest? Weiß ich nicht. Wollte ich eigentlich mal spielen, ne? Aber ich glaube, jetzt bin ich so sehr in diesem Supermarket-Simulator drin, da wird es demnächst sehr viel Neues geben. Kennst du den Flachwitz schon? Warum sieht man Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie Insekten sind, den kannte ich leider auch schon. So häufig schon gesehen. Rubbellose gekauft. Oh, ehrenwert. Boah, jetzt habe ich den Tank, wissen wir dann riechen? Oh, jetzt mal 1.000 gewonnen, perfekt. Hast du mir auch eins mitgebracht? Ja, komm her. Weil ich denke, wenn du mir eins gibst, ich hatte letztes Mal so Lack, wie du mir eins gegeben hast, da war direkt was Geiles dabei. 2 sogar. 2,5. Verloren, geil. Danke für nichts. Boah, nochmal 2,5 gewonnen. Ist jetzt nur Plus. Also pass auf. 1,250. 10.000. Oh, verloren. Ja. Oh, nee. Doch nur schon. Warte, ich hol mal schnell von drin. Ja. Ist ja schön, dass die Züge jetzt wieder fahren, ne? Das macht richtig Spaß. Ich sehe schon das erste Gespräch im Zug. Also ich kaufe mal 3 Stück. Jetzt schauen wir mal, ob wir heute mal Luck haben. 1,250. Verloren. Oh ne, das ist nicht gut. Mein Freddys haben mir schon keine Glücksdinger gegeben, aber Alter, nee. Das heißt, wenn wir heute was starten, fahre ich ein. Ja. Also, sobald laut dem Rubbellos
bekomme ich heute auf die Fresse. Ah! Der muss sein Auto aber so kacke parken, ne? Fahren wir zum Anwesen, tun die Sachen einladen, dann gucken wir mal. Ey, ich habe heute leider Pech, ne? Das heißt, wenn wir heute was starten, werde ich zu 99,9% eingeknastet das erste Mal. Ich war noch nicht einmal im Knast, heute wird auch nicht das erste Mal sein. Du, ich habe eine komplett reine Weste, ich habe noch einen Waffenschein letztes Mal ausgestellt bekommen. Und da hat der Polizist mich gelobt, dass ich so eine reine Weste habe. Da dachte ich mir so, ey, wenn weißt der du, was wüsste, ich was ich da alles an Scheiße gebaut habe. Ich dachte auch, ich habe eine reine Weste. Echt? Warum? Mhm. Warte, Ion ruft gerade an. Hallo. Was ist los? Pass auf, wir haben jetzt hier gerade einen Kunden, der macht uns ein bisschen Bauchschmerzen. Dann der hat uns, vielleicht sehe ich das ja zu eng, deswegen wollte ich mal deine Meinung dazu hören. Der hat vom 20. bis heute so circa 8 Waffen verschlissen. Ah, was? Das ist doch Bullshit. Also, er sagt zwar, er hätte noch 2, Entschuldigung, 5 Waffen. 5 Waffen hat er, wir wollen heute nochmal 2 mitnehmen. Ja, wir sind gleich da, also wir sind gerade sogar auf dem Weg. Ja, okay, wir sind dann hinten in der Scheune drin. Ja, wir kommen gleich dazu. Alles klar, perfekt. Ich glaube, kein Wort. Also, weiß ich nicht, was der macht. Ich habe bis jetzt noch nicht eine einzige Waffe verloren. Ich auch nicht. Ich wollte sagen, also, ja. Ich habe jetzt eine Sache in meiner Weste. Und davon wusste ich nichts mehr. Von vor über 2 Monaten hier Autodiebstahl. Mhm. Ja, und weißt du, von wem das Auto war? Das war nämlich deins, was du beim allerersten Tag geklaut hast, wo wir dann Habub und ich noch rumgefahren sind mit. Was hast du da noch bei dir in den Taschen? Hä? Hast du eben gesagt, dass du das in den Taschen hast? Heavy. Verstehst du nicht? Also ich habe nur eine Sache. Ach so, nur eine Sache meinst du? Richtig, ach eine so. Sache. Und ja, das ist noch dein scheiß längst geklautes Auto. Ja, passiert, ne? Wo haben wir nicht mit weitergefahren, so wo es dir so schlecht ging? Ah, und das war aber meines, oder was? Ja, das hast du geklaut. Ach, so stimmt. Oh nee. Hallo. Hallo. Audi. Wir müssen aber nach hinten, die sind hinten in der Scheune. Ja, also klar. Auf geht's in die Scheune! Ich hab mir auch ein neues Auto gekauft, ne? Was denn für ein? Ach, nur simpel für 110.000 oder so ein BMW mit Autopilot, voll geil. Na schön. Also Scheune meint er da hinten, ne? Hinten, am Parkplatz. Ja, wir laufen gerade über den Umlässerrad, übel durch. Ja, ich weiß gar nicht, wo er steht. Ah, hier. Uiuiui. Parcours! Parkour! Guten Tag. Hallo. Grüß dich. Ich wollte es euch ganz kurz erklären. Ja. Es geht hier um Ken Blackwood. Ken Blackwood hat am 20. 3 Waffen gekauft. Eine Glock 17, Glock 18 und eine MP5 MK2 inklusive Schaltempfang und erweitertes Magazin und ähnlichen. 5 Tage später hat er 2 Glock 18 gekauft. Das ist doch schon obvious. Hey, die Drifty ist überfallen! Hat er jemanden, der irgendwie. Ja, genau, pass auf, ja? Ich komm gleich drauf. Er hat 2 Glock 18 gekauft. So, die wurden wiederverkauft auch an ihn. Heute, also sage und schreibe dann nochmal Pi mal Daumen 5 Tage, also eigentlich sind es ja 6 Tage. Später will er jetzt nochmal 2 großkalibrische haben. Auf die Frage hin, warum 2 von Geschäftspartner, den er uns aber nicht nennen möchte. Kriegt er keine 2, ganz einfache Kiste. So, genau, so denke ich das auch. Was jetzt komisch ist, er hat die 2 Glock 18 wohl angeblich bei sich noch im Lager, die hätte er ja nicht verschlissen. Jetzt ist die Frage, das sind jetzt insgesamt 13 Tage. In 13 Tagen hätte er jetzt 5 Waffen, wovon von den 5 2 Stück wohl noch in seinem Lager sind und heute will er nochmal 2 großkalibrische mitnehmen. Wir haben 7 Waffen innerhalb von 13 Tagen. Ich finde es ein bisschen weird, wenn ich sagen möchte, wer das gerne haben würde von ihm. Warum hat er, hat 2 Glock 18 bei sich drin? Ja, hätte er wohl angeblich noch in seinem Lager. Ich hatte damals die auch vor den Vorschlag gebracht, wo ich gesagt habe. Ich habe damals einen Vorschlag gebracht. Wir können auch fragen, steht da noch drin? Steht da noch drin in der Scheune? Ich würde erstmal gucken, ob irgendwo auf eBay irgendwas verkauft wurde. Habt ihr da mal reingeguckt? Auf eBay gucke ich häufig rein, da werden aber keine Waffen verkauft. Ja, aber vom 25. sind ja jetzt im Endeffekt 7 Tage, ne? 25. sind bis 31.06. sind 8 Tage.
Wäre dann vor 8 Tagen gewesen, wo wir hätten gucken müssen, ob da irgendwas verkauft wird. Mhm. Ja, wenn ihr uns in die Sammel kriegt, dann nur eine Waffe. Pro Person eine Waffe, würde ich einfach durchziehen, fertig. Wenn er größer kaufen möchte, muss halt mit dem Beweis kommen, dass er wirklich einen Kumpel hat, der das auch gerne mitnehmen würde. Er hat halt auch keinen grünen Status, ne? Er ist ab und zu hier und bringt auch seine Sachen hier vorbei, also alles, was so, ja, Kusch betrifft. Boah, Lost Eye. Er hat noch nicht gelaugt, geliked. Hau rein, Kumpel, dankeschön. Lost Eye mit allen Überweisungsgebühren. Ja, wollt ihr noch mit denen reden? Steht da Leute, jetzt? Lasst ein Like da. Noch mal ein bisschen bohren. Und alle also sie mit dem Chat. Danke, Lost Eye. Kuss. Das ist der Sound auf die Spende. Na los, Marc, dann fragen wir ihn mal, oder? Wir fragen ihn mal, ja. Quetscht man aus wie eine kleine Tomate. Wo ist er denn? Ah, hier. Ich hab auch noch seine Tomate. Seine Identification. Hallo. Hallo. So, folgendes. Wissen Sie schon, was es geht? Ja, ich wollte hier Waffen kaufen, ja. Genau, es ist nur ein bisschen so strange. Jetzt, wie viele Waffen waren das jetzt? 7 Waffen innerhalb von 13 Tagen? Genau, es wären jetzt 7 mit den 2. Wir würden halt gerne sehen, wo die Waffen auch hingehen, ne? Weil es schon sehr viel. Also, was ist da mit den ganzen Waffen passiert? Verstehe ich, genau, habe ich gerade auch den Kollegen schon erzählt, kann ich nachvollziehen. Also 3 von den Glocks zum Beispiel sind schon an die Polizei gegangen, muss ich ehrlich zugeben. Und was haben sie da gemacht? Ich habe keine Waffenlizenz. Einmal wurde ich dumm angehalten, dann war die weg. Und 2-mal ist es halt bei einer kriminellen Aktivität. Sie wurden angehalten, also ich wurde noch nicht durchsucht bei der Anhaltung. Jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Sie haben vorhin gesagt, 2 sind noch bei ihm im Speicher. Jetzt sind es 3 Glock 18. Beim ersten Mal haben sie eine Glock 18 geholt. Beim zweiten Mal 2 Glock 18 sind schon 3 Waffen. Welche sind denn da jetzt noch in ihrem Speicher? Die MP5 MK2 habe ich noch im Besitz. Ja. Und eine Glock 17 müsste es sein dann. Ja. Ja, aber dann haben sie doch eine gute Waffe mit der MP5 MK2. Na, ist doch absolut tolle Waffe. Ja, ich würde halt gerne ein bisschen was mit mehr Durchschlagskraft im Besitz haben. Weil das Problem ist halt, dass ich nicht weiß, also ihr Geschäftspartner da, den sie da haben, ne? Ja. Der möchte unerkannt bleiben, habe ich das richtig verstanden? Nur deshalb können sie das nicht sagen, wer das ist. Also der weiß nichts von ihnen, ne? Ich besorge im Prinzip immer die Sachen und er nutzt sie halt mit. Okay. Und ich würde jetzt ungern sagen, ja, ich habe die von hier, weil ich glaube, das ist auch nicht in ihrem Sinne. Also könnten Sie mir sagen, wer das vielleicht ist? Den Namen von dem Geschäftspartner? Ja, nur dass wir mal wissen, wer das ist, wo die Waffe hingeht. Der Herr Meier ist das. Weiß nicht, ob Ihnen der was sagt. Der Vorname wäre ganz hilfreich. Peter. Peter Meier? Ja. Kennt jemand von euch einen Peter Meier? Nein. Noch nie gehört. Das habe ich mir schon gedacht, der war auch noch nie bei Ihnen hier. Haben Sie eine Telefonnummer von dem? Wäre der erreichbar? Aktuell schläft er. Ja, dann ist schlecht. Ja. Weil ich würd mir nur gerne sicherstellen, dass dieser Peter Meier auch wirklich da ist und dass dieser Peter Meier auch existent ist. Ja. Weil wir wollen natürlich nicht, dass wir nicht wissen, was mit den Sachen passiert, ne? Ja. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, ich kann nochmal mit dem Herrn Meier dann hier hochkommen. Mhm. Das kann ich Ihnen anbieten. Oder ich kann Ihnen anbieten, ich nehme eine Waffe für mich und der Herr Meier kommt dann irgendwann mal mit mir zusammen. Ja, wir wollen einfach nur sicher gehen, dass das auch so stimmt, was Sie gerade sagen. Weil Sie könnten nur jetzt irgendwas erzählen und solange ich nicht weiß, dass es diesen Herrn Meier gibt, ist das ein bisschen komisch, dass Sie bei uns so viele Waffen einkaufen und die dann einfach futsch gehen, ne? Ja, also ich sag mal, grundsätzlich müssen Sie jetzt bei mir keine Angst haben, dass da irgendwas, sag ich mal, weitergeht an Informationen oder so, weil ich habe Ihnen ja auch schon andere Sachen gebracht, Schwarzgeld, Gras habe ich Ihnen schon gebracht, also ich verkaufe ja auch aktiv an Sie. Deswegen werde ich jetzt wohl kaum die Waffen mit irgendjemand teilen. Ja, man weiß ja nie, ne? Könnte ja alles sein, weil schon, also wir fanden es halt sehr auffällig, dass so viele Waffen innerhalb von einer Woche weggeht, ne? Das ist halt schon nicht wenig gewesen gerade. Aber was ist passiert bei einer Anhaltung, wurde Ihnen eine Waffe entzogen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, weil ich keinen Führerschein hatte, wurde dann auch eine Durchsuchung gemacht, ja. Ohne Führerschein gefahren und dann mit der Waffe erwischt. Hey, die Drift ist überfallen. Das ist schlecht. Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen, tatsächlich, ja. Okay. Herr Blackboard, ich würde Ihnen einen Vorschlag machen. Wir machen das so. Also ich habe da wirklich Bauchschmerzen. Ich würde gerne den Herrn Meier persönlich kennenlernen. Mhm. Ja.
Ich würde Ihnen jetzt tatsächlich keine Waffe mitgeben und würde dann Sie bitten, dass Sie doch das nächste Mal den Herrn Meier mitbringen. Jawohl. Genau, wir würden ihn sehr gerne kennenlernen, dass wir wissen, dass dieser Mann auch wirklich existiert und dass wir wissen, dass die Waffen auch an eine Person gehen, wo wir wissen, okay, dass das passt. Das ist kein Problem, können wir auch gerne okay. machen. Okay, ja. Super. Dann wird sich das wahrscheinlich nochmal ein, zwei Tage verschieben, aber das ist ja kein Problem. Das ist das kleinere Problem. Genau. Gut. Ich würde Ihnen mal hier noch Ihren genau, also zurückgeben. Ich sagen, ja, den hatten Sie schon liiert, der Herr Meier. Genau. Okay. Und dann würde ich Sie noch runtergeleiten. Jawohl, dann komme ich einfach nochmal hoch, sobald der Herr Meier dann auch wieder im Start ist. Jawohl, gut. Jawohl, machen wir das so. Dann machen, ne? Passt gut. Dann trotzdem vielen Dank. Gutes Gefühl. Ich auch sehr gerne. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jo. Ja, bitte. Was hast du zum Herrn Meier? Wissen Marc und Freddy schon die Sache wegen gestern? Mit dem Typen, der hier Fredel. Nee. Freddy. Noch nicht. TikTok. Muss ich irgendwo wieder einschalten oder was gerne hier? Ich würde Marc erzählen. Ah, mein Gott. Wäre ja, denke ich, mal interessant. Weil sonst, ich war soweit noch gar nicht. Ja, bitte? Ich wollte mit Marc eh mal reden, wegen dem letzten Mal Treffen mit der Pizzeria, was sie sich für Preise vorstellt. Aber mach erst mal deins, das ist, glaube ich, interessanter. Ja. Also gestern war folgendes. Jesse, also der bei uns ist, kennst du ja auch. Der war unterwegs noch ein paar Sachen verkaufen von dem Juve, den wir vor ein paar Tagen gemacht haben. Ja. Und da war dann ein Typ im Juve, hat sich verbarrikadiert gehabt und direkt, also fast auf ihn geschossen, also neben ihn. Und meinte dann Hände hoch und ja, wollte den Hops nehmen. Dann hatten wir den eingepackt und Jesse, ich weiß nicht, Karl war auch dabei mit dem Typ da vom Juwelier, der dann hier zum Gelände gekommen ist. Ja, ja, weiß nicht, hat ihm zwei Kugeln in die Kniescheiben gegeben oder sowas. Kurz darauf stand der gleiche Typ wohl hier vom Anwesen und hatte nach seinen Angaben recherchiert, wer wir sind. Und hat eine Aussage bei der Polizei gemacht, dass diejenigen, die den eingepackt hätten, wohl gesagt sind, die sind von 107 und oder haben sich für 107 ausgegeben und das wollte er uns sagen, weil sich ja Leute für uns ausgeben. Und das hatte der so auch der Polizei weitergegeben. Verstehe ja den Hintergrund nicht. Also wir haben den schon wirklich eingepackt, habe ich das richtig verstanden. Ja, das, das ist alles so passiert, was wir eingepackt genau haben. Aber wir haben uns nicht zu erkennen gegeben und er ist sich sicher, dass wir das waren, oder wie darf ich das verstehen? Nein, also er hat, ich weiß nicht, was da passiert ist beim Einpacken, er meinte wohl diejenigen, die ihn eingepackt haben, oder das, er war vorher Geisel beim Juve, die haben wohl gesagt, wir sind von 107, nein, Spaß sind wir nicht. Okay. Und das wollte er uns sagen, aber das hat er im Vorfeld auch der Polizei gesagt. So. Okay, aber was ist jetzt das Problem, dass jemand herumgeht und sich das uns ausgibt, oder was? Nee, das Problem ist, dass er bei den Cops war, der Typ, und den Cops gesagt haben, die haben sich als 107 ausgegeben und haben dann aber kurz darauf gesagt, die sind doch nicht von 107, aber ganz ehrlich, wenn ich Cop wäre und mir das einer sagt, würde ich natürlich erstmal der Verdacht auf 107 fallen, weißt du? Aber ich verstehe, also es ist wirklich so vorgefallen oder hat er das zum Spaß dem PD gesagt? Ich bin gerade so verwirrt. Ja, das ist wirklich so vorgefallen. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich, okay. Nee, also jemand wurde eingepackt, er wurde als Geisel genommen anscheinend und die Räuber haben gesagt, wir sind für 1 zu 7, haben gesagt, nee, ist nur Spaß. Und er hat das beim PD ausgesagt, dass die das halt gesagt haben. Genau. Ja, das ist die Story an der Sache. Jesse Smith. Also Jesse Smith ist ja bei uns. Ja. Und der Name ist ja definitiv irgendwie, der kann sich den Namen ja nicht aus den Fingern ziehen, so, ne? Da wollte ich nochmal mit Jesse drüber reden, ob das, wenn der Name gedroppt wurde, was das soll. Ja, darf ich dazu was sagen? Mhm. Ja. Ich saß mit dem Auto. Ja, ohne Jesse gegens Bein pissen zu wollen. Ihm war es egal, tatsächlich, ob sein Name dort getroppt wird. Er hat gesagt, dieser Pisser kann auch seinen Namen wissen und hat ihn tatsächlich getroppt. Und nicht nur sein, sondern auch mein. Dazu muss man sagen, Mike, also Jason Mike, war vermummt. Ich war vermummt. Wer war denn noch dabei? Ist das mit bei uns im Auto? Frankie, ne? Frankie, genau. Was geht denn Frankie war auch vermummt.
Und er hat im Funk meinen Namen getroppt. Da habe ich gesagt gehabt, ey, hier, ich bin Brunhilde. Und da meinte er, ist mir scheißegal, der Pisser kann die Namen ruhig wissen. Herzlich willkommen, oder beziehungsweise ich bin Jesse Smith und bin bei von 107 oder so ähnlich. Der hatte die ganzen Daten tatsächlich. Das ist natürlich dumm. Das ist wirklich dumm. Soll das, also was und soll vor das allem, denn, dass man so sagt, wo man, dass man Zivi sagt, das geht in meinen Augen gar nicht. Also man kann es dem Zivi sagen, aber nicht, wenn man den einpackt. Richtig. Nein, es ist insgesamt. Hey, ja, ich mache jetzt die Nazio. Ich bin übrigens von 107. Mein Name ist Freddy Kowalczowski. Ich kann euch auch, wenn ihr wollt, ein Bild schicken. Ich habe von ihm ein Foto gemacht. Er wurde nicht eingepackt, um Juve oder sowas zu machen. Ne? Die haben ihn eingepackt, weil er auf Jesse geschossen hatte und ihn hochnehmen wollte. Genau, richtig. Ne? Also er wurde davor wohl von irgendwelchen Geiselnehmer wäre. Juve eingepackt. Mhm. Okay. Wollte also, alleine auf die Täter warten und die hochnehmen oder was weiß ich, was er sich gedacht hat. Ja, genau. Der war beim Juve, der hat Werttransport gefahren, hat beim Juve gewartet und hat gesagt, ey, ich wurde hier beim Juve als Geisel genommen und da hat wohl Jesse von Klamotten her gepasst, ist rein und wollte Jesse Hobbs nehmen und den ausfragen. Sich eingeschlissen, wo er die Waffe gezogen hat, hat irgendwie einen Schuss losgelassen und dann haben wir den halt Hobbs genommen. Haben den gefragt, ob der noch einen Latten am Zaun hat. Und hat halt Jesse gesagt, der wäre wohl der ihn hops genommen hätte, mal bei einem Juve und jetzt die Sachen verkaufen würde. Keine Ahnung, wie lange der dort stand und gewartet hat. Okay. Da ist er. Na, aber halt nur, dass ihr das auch mal gehört habt. Dass, ja, Story. Weiß nicht, wenn das PD halt jetzt hellhörig wird oder sowas, ne? Ja, es ist halt weird, dass man gleich alle in die Scheiße reitet, weißt du? Das ist das Problem. Also er kann von mir selber, das werde ich auch nochmal, oder sagt ihm auf jeden Fall nochmal liebe Grüße auch von mir. Er kann gerne seinen beschissenen Namen ihm sagen, aber er hat dann nicht zu sagen, dass er von 1 zu 7 ist, der Vollidiot. Ich glaub, Jesse ist sogar gerade da. Jesse? Ja, wo bist du gerade? Ich wäre gleich am Anwesen. Ja, komm mal hinten zum Parkplatz. Ich habe da eine gute Idee. Jo. Ja, was? Was ist denn? Was willst du machen? Ja, nee, vielleicht benutze ich sie mal schauen. Das geht halt nicht. Der kann halt nicht alle. Also, er kann von mir seinen Namen droppen, das ist mir sowas von Latte. Wie still es auf einmal wird. Bisschen einschüchtern. Einschüchterungspunkt-Echse. Können wir vielleicht mal hier aus dem Stall rausgehen? Ja. Können wir machen. Wir würden gerne mit ihm reden. Jesse, komm mal her. Wir haben gerade eine Story gehört. Jo. Zum Dude, dem du deinen Namen gesagt hast und so. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Wieso zum Geier, zum verfickten Geier sagst du dem, dass du von 1 zu 7 bist? Weil ich dachte, dass er mein Tattoo gesehen hat. Also, ja, du kann auch, wir können auch alle am 10.7. Geburtstag haben. Wir können an den 10.7. glauben. Wir können einfach auch alle 107 cm langen Schwanz haben. Hast du recht. Ja. Weißt du, was die Scheiße ist, dass du halt alle jetzt mit reinziehst mit der Scheiße, weil der hat bei der Polizei den ganzen jetzt ausgesagt. Jetzt haben die wieder ein scheiß Auge auf uns. Und wir haben es eh schon ein bisschen schwer, weil die sowieso schon ein Auge auf uns schieben. Ja, du hast richtig reingekackt, Alter. Richtig reingeschissen. Ja. Also ich bestimmt. Hoffe, du kannst das, du siehst das auch so. Ja. Ja, du kannst deinen Namen von mir jetzt droppen, das ist mir sowas von scheißegal. Aber du kannst, verdammte Kacke, nicht uns alle mit reinziehen. War es nicht irgendwie so, dass er noch die anderen Namen gedroppt hat im Funk? Irgendwie sowas? Ich meine nicht eigentlich. Mein Jesse, hast du im Funk gedroppt, hab ich gesagt. Ja. Rein versehentlich, ja. Du musst aufpassen, was du machst, Alter. Wenn du dich in die Scheiße reitest, das kannst du machen, aber uns in die Scheiße reiten, wegen so einem, ich sag mal, wie es ist, wegen so einem Zivi, der jetzt rumheult bei der Polizei, das ist halt das allerletzte so. Ich glaube, als Entschuldigung sind 500 Kusch angemessen. In die Firmenkasse. Ach, du findest das angemessen? Na gut, dann. Ich will sowas nicht mehr sehen. Oder hören. Das geht gar nicht. Nope. Verstanden? 500 Kusch in die Firmenkasse. Übergeben an den Vize oder mach's direkt an Ivan, der ist wesentlich mehr da als ich. Oder als Marc. Alles klar. Gut. Und dann und nicht nochmal, weil sonst. Ganz unschön. Das ist geht gar nicht gut. Check. Jetzt hole ich meinen Meinungsverstärker wieder raus. Gut.
Alles klar, ja, dann kannst du dich da mal auf die Socken machen und ein bisschen Kusch besorgen. Mach ich. Ja. Schnell, schnell. Aber Marc, Freddy, ich müsste mit euch beiden nochmal alleine reden. Ja, ich. So sehr. Wir reden heute den ganzen Tag schon. Ich brauche nicht lange. Okay. Ich gebe dir 5 Minuten. Maximal. Die brauche ich noch nicht mal. Ja. Bitte. Wir stehen hier. Wegen den Preisen. Es geht. Pass auf. Wir wollen heute mit Razel reden, wenn es um die Preise geht. Es gibt richtig Konsequenzen, aber ich glaube, heute wäre ein Schuss falsch gewesen. Pass auf. Ich wollte nur ein bisschen Meinungsverstärkung machen. Ja, richtig, richtig. Ich habe mir das ausgerechnet, was Sie sich vorstellen an Preisen. Oh ja, bitte, warte, ich schreibe mir gleich mit, weil das ist wichtig. Ich finde, das ist zu teuer, was Sie haben wollen. Was Sie haben wollen und was wir von denen bekommen, dann sagen wir einfach, geht nicht. Pass auf, das ist Kusch 625, Banana 650. Warte, Kusch. 625. Banana? 650. Weiter. Blue ist 675. Weiter. Und Purple werden 700. Das ist das, was Sie sich vorstellen. Im Gegenzug kriegen wir LST für 650. Ja. Also weiß ich nicht. Ne? Ich würde bei LSD ein bisschen, mach mal 675, sind wir zufrieden mit, würde ich sagen, oder? LSD 675 anziehen, dann wäre ich schon mit einverstanden. Ja. Ich würde sogar noch sagen 680. Ich glaube, wir werden weiter noch, warte mal, aber entspann dich, wir werden glaube ich noch höher gehen können, weil die möchten ja auch gute Preise für Aufsätze haben, sage ich jetzt mal. Eben. Dann können wir noch gut mit handeln, weil eine Pizza rechtfertigt für mich keinen guten Preis von einem Schalldämpfer und einem erweiterten Magazin. So ist es. Wie gesagt, das sind die Standardpreise plus $25 Top. Mark, wo die da eben da Bescheid wissen wollten. Jawohl. Was sie sich vorstellen. Das heißt, und du hast ja auch schon durchgerechnet, dass sich für uns das auch noch rentiert, oder? Ja, ja, also es würde sich trotzdem noch für uns rentieren. Wir würden dann an Kusch noch zum allerbesten Preis $150 machen. War nicht da auch noch die Frage, wie nach nur Schwarzgeld oder so? Ja, ja, die wollen nur Schwarz dann. Nein, die kriegen Kreditgeld, wir geben kein Schwarzgeld vom Gelände, gar kein. Ey, du weißt, was ist? Werden. Ich habe letztes Mal mit denen geredet, ich habe mir was aufgeschrieben. LSD haben die Max 670 angegeben letztes Mal, wie wir im Gespräch waren. Da haben sie gesagt, maximal 670. Wir haben ja nur 650 geboten bekommen. Naja, aber wir haben gefragt, sie haben gesagt maximal 670, jetzt ist aber das, weil du meintest, wir machen 675, 680, das geht ja dann gar nicht, ne? Wir müssen dann nochmal fragen. Weißt du was? Ich mach folgendes, ich frag einfach so und tu so, als wüsste ich nicht den Preis und frag nochmal, was deren Max ist, weil die kann sich sicher nicht daran erinnern, was sie mir letztes Mal gesagt haben. Und wenn sie sich dann ein bisschen die Scheiße reiten, sagen sie den falschen Preis. Aber wie gesagt, also alleine was das Kusch angeht, also alleine Purple, überleg dir mal $700 für Purple dann. Wir haben noch $225 Gewinn machen, bei maximalen Preisen von uns, aber trotzdem, ne? Aber du darfst auch nicht vergessen, wenn wir das hier ankaufen, machen wir ja eigentlich Win-Win. Das ist ja okay so, wenn's. Ja, theoretisch. Und wir können ja wieder theoretisch das LSD ankaufen für einen besseren Preis und dann dort wieder verkaufen, weißt? Ja, aber das ist. Rein theoretisch. Ich sag nur, es steht uns offen. Rein theoretisch. Da muss er dann so sein, dass wir dann. Das ist die Gewinnspanne, aber maximal $50 dann. Mhm. Ja, ich sagte nur, wenn wir jetzt eine große Menge haben. Oder so machen, also mir ist das halt scheißegal, ehrlich gesagt. Ja. Also LSD interessiert mich eigentlich, bin ich ganz ehrlich. Das ist eher für die Leute, wenn wir den Leuten das abkaufen nochmal. Von der Firma her. Ja. Und dann können wir das auch dann die verkaufen. Genau. Weil guck mal, ich hab mir ja auch so bis jetzt die Preise angeguckt, ne? Zum Beispiel bei Meth, ich weiß nicht, ob jemand für Meth zuständig ist, aber Meth würde ich zum Beispiel sagen, kaufen für $600 an, weil der Bestpreis habe ich da die Woche gesehen bei 711. Ja, ist doch ein guter Preis für 600. Du bist der Chef der Drogen, Mann. Also wenn du sagst, 600 ist okay und es rentiert sich, dann machen wir das vor allem. Du musst auch bedenken, wir zahlen ja clean aus, das ist ja das Gute. Richtig. Ja, dann kannst du die Prozent ja auch schon mal direkt so wegrechnen, weil wir clean auszahlen. Das ist ja dann an sich immer prozentuell gescheiter, dann trotzdem zu uns zu kommen, oder? Wenn du jetzt bedenkst. Ja, grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja, dann können wir den Preis. Ich meine, du kannst ja mal durchrechnen. Was ist die normale Wäsche drüben? 25%. Pass mal auf, ich rechne jetzt mal aus. Wenn ich jetzt Bestpreis verkaufe, $700, ne? Ja. Da, wo ist mein Rechner? Wo ist er denn? Das ist ja dann diese $125 oben drauf, ne? Warte, ich suche gerade meinen Taschenrechner. Wo ist mein. Ah, da. So, warte, 700.
Minus, was haben wir jetzt gehabt? 25%? Mhm. Ich kann nicht rechnen. Warte mal. Ja, ich kann kein Prozent rechnen. Wir haben gerade 7 geoutputtet, aber es sind 100, was hast du gesagt? 125 sind es. Muss man dann nicht, warte mal, man muss doch dann 700 mal 0,75. Nee, stimmt, stimmt, so war das. 700 mal, was war es? 0,75. Genau so war das. Bist du bei 5,25, wenn du es verkaufst. Das heißt, wenn wir 600 machen, ist bei uns trotzdem besser zu kaufen, ne? Ja, dann gehen wir aber bitte aber auf 5,50, das reicht dann auch hin. Hm, stimmt eigentlich. Ja, mach 5,50 preistechnisch. Aber wie gesagt, bei denen würde ich dann, dann kriegen sie immer noch mehr als Cevi, Freddy, das weißt du selber, weil wir kaufen ja Purple für 610 an. Wenn wir dann sagen würden 6,50, machen sie immer noch 40 Dollar mehr als ein Cevi, ne? Ja. Also Meth würde ich jetzt, wenn du sagst mit dem Preis mit 700 Max, würde ich definitiv 5,50 machen. Nee, nicht mal 0,25, das ist schon richtig, mal 0,75 ist richtig, 25 Dollar mehr, weil wir dann den Preis rausbekommen, den du verkaufen würdest. Wir wollen jetzt nicht Obwohl, eigentlich sind wir dumm, eigentlich müssten wir 500 machen, weil... Warum? Dann, weil die keine Arbeit haben in Form von, dass sie auch erstmal den Maximalpreis kriegen. Aber ey, komm, scheiß drauf, mach 55, dann haben wir auch einen besseren Preis, dann kommen wir Leute. Mach 55. Weil sonst kommt einer und sagt, nee, mach ich lieber so, krieg ich mehr Geld raus. Ja, ich kann ja die Standardpreise mal sagen, weil ich hab nee, alles gut, auch, bitte nicht. Dann, ne? Ich vergesse also eben. Math ist grundsätzlich 500. Ja, aber mach 55 draus, das passt schon. 55 und dann ist gut. Ja. Ja, easy. Gut, dann haben wir's. Soll ich ja beim Gespräch mitzählen oder wollt ihr es alleine machen? Wenn's ist. Ich habe noch nicht mal einen Anruf, wir wissen noch nicht, ob wir da sind. Wenn's ist, dann würde ich dich nochmal anfunken. Wir sind ja im Funk. Genau. Weil ich weiß jetzt nicht, ob er kommt heute oder nicht, weil jetzt wurde, einer hat gesagt, er kommt, der andere wieder näher kommt nicht. Dann wurde gesagt, ja, dass Toni sagt, kommt. So weiß ich jetzt auch nicht, ob das Toni ist. Keine Ahnung. Das war, oder ich kann es auch mal, wenn, falls sie heute nicht kommen, dass ich dann mal mit Jupp rede, wann die Zeit haben, weil der immer ist ja da für die Drogen so zuständig. Lass uns da mal einen festen Termin dann machen. Ja, aber dann wären ja Marc oder ich oder wir beide am besten gern dabei. Das ja, das ist der Rechner, das war kein Problem. Du, ich hab's aber auch schon wieder vergessen mit dem 0,75. Zusammen im Notfall hat ja Jason. Es ist übelst easy, so Prozent zu rechnen, ne? Mit dem 0, irgendwas. Ja. Aber deins ist Fakt, wir geben kein dreckiges Geld raus. Nee, nee. Es gibt kein Schwarzgeld. Es ist ja scheißegal, ob die grünes Geld kriegen oder Schwarzgeld. Das ist sowieso nicht. Weil ich fange jetzt nicht noch an, irgendwo noch Schwarzgeld. Richtig, da müsst ihr nämlich Schwarzgeld zusammen, da ich ja gar keinen Bock drauf. Aber das muss nicht sein. Na gut. Haben wir das. Super. Ja, klar. Reicht ja auch. Also malen 0,75 nicht minus, sorry. Malen. Eine Stunde wieder nur gesammelt. Perfekt. Was soll ich sagen, Freddy, ne? Ja, ja. Was ist jetzt eigentlich rausgekommen hier oben, der Berg? Werden wir noch immer observiert? Mittlerweile habe ich doch keinen Kopf mehr gesehen. Ivan, okay, hast du gleich noch mal kurz Zeit für mich? Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst, Freddy. Nur Rederei. Was? Nur reden, reden, reden. Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aktuell sind keine Kopfhörer. Ich bin etwas enttäuscht von Jesse. Das hätte ich von Jesse nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Bisschen sad. Bisschen schade. Ja, ich meine, jeder baut mal Scheiße, ne? Ja, ja, aber halt so. Also eigentlich ist er immer so sehr familienfokussiert, weißt du so. Familienfokussiert, ja. Er ist halt so gut, ja, und ist immer so für uns. Vielleicht ist es da ein bisschen durchgebrannt, was ihn durchschaut. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist da ein bisschen durchgeknallt. Weil auf ihn wurde geschossen, irgendwie so. War jetzt die Story. Das Auto macht im neuen zu, aber ich glaube, wir haben nicht genug. Auch wenn genug. Jetzt ein Auto kaufen? Wollen wir mich heute noch was angehen? Das ist heute gehen wir auf jeden Fall noch was an. Heute wird nicht getalkt, heute wollen wir irgendwas machen. Juve oder Bank. Alter, ich hab. Ist das mal geil? Eine kleine Bank war mal geil. Und ich muss auch die Nummer schnell runterbringen. Warte, ich kann es dir genau sagen. Aber so viele Kennzeichen, Alter. Noch nie so viele Kennzeichen in meinem Leben gesehen. Alter, kann man die nicht irgendwie quick rüberziehen? Wie geht denn das nochmal? Im Inventory. Quick, warte, hier Informationen. Shift. Bewegen Sie den Stapel innerhalb eines anderen Inventars. Steuerung Shift. Bewegen Sie den Stapel ins andere Inventar. Steuerung linke Maustaste. Ah, Steuerung linke Maustaste ist es. Ah.
Angenehm. Bin ich ja viel schneller so. Oh ne, jetzt muss ich wieder. Jetzt mal gucken, woran das liegt, dass ich da oft freeze im Auto. Huch. Ja, also ich hätte irgendwie mal Bock, eine kleine Bank zu machen, weil ich habe bis jetzt immer nur die große Bank gemacht. Und sonst Juve haben wir schon gemacht. Eigentlich war mal eine kleine Bank anständig. Ich weiß nicht, wie der Payout davon ist. Ey, wenn ihr denkt, also warten kann man schon gemacht, jetzt ist immer so ausgezahlt. Jo, alles klar, ich stehe hier an der Seite und bin am Handy. Mark? Ja? Kannst du nochmal kurz herkommen? Ja, ich bin gerade unten im Lager. Ja, okay. Was brauchst du? Dich? Meine Frage, weiß jemand, wie groß gerade die Rubinringe verkauft werden? War das für mich? Nur 16 Stück. Gerade schauen fahren. Wäre perfekt. Wäre super, weil ich habe nur 16 Stück da. Bin unterwegs. So, gut. Kennzeichen lagere ich ein. Ach so, wobei wir haben da relativ wenig Platz. Ich lagere es bei mir ein. Oder, ne, warte mal. Ich schau mal, wie viel Platz wir haben mit dem Kennzeichen. Gelddruckmaschine. Die Gelddruckmaschine. Die haben gar keinen Platz für Kennzeichen. Ja, vergiss es. Ganz schnell vergessen. Jetzt ist echt langsam Zeit, ein neues Lager zu öffnen. Gut, ich tue das einfach da hinten rein. Korrigiere, kommt gerade an. So. Oh, warte, Steuerung. Geht ja viel schneller so. Gut, das ist das Geld vom Raub, das wir noch haben da unten. Rubinringe sind auch da, Krücke ist da, Kennzeichen sind drin. Super, alles eingelagert. Enz. Enz Auto. Also irgendwas Illegales, eine Glock 18 habe ich da, B. Passt. Alles, was ich brauche, habe ich, glaube ich, dabei. Oh, Haus. Ist doch schon eine Weile mit der Servatenkammer. Ja, aber... Das schon. Aber ich würde mal gerne was machen, was ich noch gar nicht gemacht habe. In dem Fall halt mal eine kleine Bank oder vielleicht mehrere kleine Banken auf einmal. Das wäre richtig funny. Das wäre funny. Fred, ich wäre jetzt oben. Wo bist du? Hinter den Garagen da. Okay. Der Rubinring ist im einfachen Plus bei 4063 Dollar. Ja, aber ich glaube, dann verkaufe ich ihn einfach. Ja, wenn das Servus. Also wir haben bei, also alle, die das Tattoo haben, haben am Ende ein Problem. Erstmal mal alle das Tattoo weg. Ich sage mal, was ist denn los? Noch was oder noch was? Etwas mehr sagen sollen. Was ist denn? Du kannst es, sag's nochmal bitte, Karl. Boah, weißt du, wie schwer das ist, ey. Also Frankie und ich waren mit dem Auto. Der hat nicht einfach nur meinen Namen getroppt, der hat auch auf das Tattoo verwiesen und hat das in Verbindung mit uns gebracht. Also im wahrsten Sinne des Wortes hat er gesagt gehabt, siehst du nicht das Tattoo 107, weißt du nicht, für was das steht? Du hast dich schon mit den Falschen angelegt. Ja. Sehr schlau. So, das und das dumm. Heißt, die Ausrede 107 mit Penislänge oder was auch immer ist scheiße. Und jeder im Endeffekt, der jetzt das Tattoo trägt, wird damit in Verbindung gebracht. Punkt. Und, unabhängig dessen. Mein Name ist geflogen. Ich habe halt auch das Tattoo und so viele Cars mit 107 gibt es nicht. Das heißt, ich bin ja eine umwandelnde Zielscheibe am Ende auch, wenn dieser Zivi da die richtigen Kontakte hat. Frankie kann das auch bestätigen, der saß ja mit dem Auto. Das ist so dumm. Das ist wirklich dumm. Das ist einfach nur dumm. Aber was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt über die Klippe springen lassen oder für die Aktion? Was sollen wir denn machen jetzt? So, ich meine, weißt du, das Problem ist, die Info ist schon draußen, die ist schon da. Nach, ja? Du kannst nichts mehr machen. Es das Ding ist am Arsch, spät. Auch, und zwar hilft halt ein Blatt auch nicht mehr. Nope, gar nichts. Also so gern, so dumm wie es ist und eigentlich jeder Mann dafür bestrafen müsste, aber am Ende haben wir auch nichts davon, wenn wir den Blatt outen, außer dass wir einen guten Mann weniger eigentlich haben. Richtig, bei Jesse macht er sonst seinen Job, also, ja. Er hat halt einfach nur reingeschissen. Er hat richtig hart reingeschissen, wegen so einem Zivi, weißt du?
Wie so ein Vollidiot. Das erste Mal von Jesse, dass sowas ist. Jesse hat sonst nie was gemacht. Mal, ich hätte nie gedacht, dass der mal so durch, dass er mal so. Dass er mal so durch, so abdreht, hätte ich nicht gedacht. Nee. Warte, ich hole schnell unten die Dings nochmal. Ich bin nicht dafür da. Ich würde. Verkaufe ich nämlich gleich mal mit. Aber es ist genug Geld mal unten. So, Robin 1 zu 7, danke für 90 Cent. Steven Kaiser, dankeschön. Warte, hier, muss ich auch mal, genau. Steven Kaiser, hab heute Geburtstag. Kannst du mich grüßen, bist der beste YouTuber für RPG. Was ist RPG? Meinst du RP? Folge seit 9 Jahren und feier immer noch sehr. Seit 9 Jahren oder seitdem du 9 bist, Bruder? Also, ich kann es nicht entziffern, aber dankeschön, Steven Kaiser. Auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag. Vielen, vielen Dank. So, Jan, vielen Dank. Ich bin zwar, ist zwar nicht viel, aber man kann, sagt ja klein, aber fein, aber ja, erst frisch WP Diamant geholt. Aber einen ruhigen Abend, lass deine positive Laune nie nehmen. Ah, dankeschön, Jan. Jan, Steven, ich hoffe, das ist richtig. Danke für den Zehni. Er sagt jetzt nicht viel, aber einfach 10 Euro raus hier. Das ist natürlich viel, bitte. Brie sagt es nicht viel, ey. So, 16. Den habe ich ja aufgehoben, ne? Den einen Rubinring. Hey, was los? Theoretisch, also vom Geld her wäre sogar wirklich ein Maybach drin, aber ich glaube, das Auto das hat jetzt so das System geschrieben, die machen um 21 Uhr zu. Ja, ich würde mal zusammen sowieso mal Autos kaufen gehen. Da kommen wir da dann gleich mitkaufen, weißt du, wenn wir mal einen Termin ausmachen. Na gut, das Ding, also jetzt für 3 Maybachs und noch Raptor reicht das definitiv nicht. Also wir sind jetzt gleich bei Roundabout, würde ich jetzt schätzen, was ich so höre, keine Ahnung. 7, 8 Millionen. Ja, eben so wieder ein bisschen Geld machen. Warum ist Firmenkasse eigentlich derzeit so richtig krass leer? Leer? Ja, Firmenkasse ist relativ leer. Ja, aber Ding ist. Ivan hatte zum Ankaufen einfach noch 3,5 Millionen. Ah, okay. Macht Sinn. Gut, ich würde nur ganz schön gerne meine Ringe verkaufen gehen, sind nur ein paar, weil dann kann ich endlich mal die ganzen Sachen aus dem Aserbaten-Kammerraub mal ausbezahlen. Das sind nämlich die letzten Sachen, die ich verkaufen muss. Dann müssen wir dann den Tag habe ich gelesen im E-Mail-Verteiler, ne, dass die Preise krass waren, da haben sie dich extra angeschrieben, aber ich habe jetzt nur noch die Rubinringe. Das sind die einzigen Sachen, die ich noch wegschmeißen muss. Ja, die waren da den Tag übel krass, die Preise. Ja. Jetzt sind sie aber 4000 irgendwas. Dann verkauft du doch die Ringe und ich guck mal, wer dann alles dann aktiv bei ist, hast du in der Liste gegeben. Ja, über 1,9 Millionen sind schon unten drin, ne? Muss man schnell machen, nicht, dass die Preise sich nochmal ändern. Wartet der hier schon auf irgendwas, oder? Wartet aber schon ganz lang hier für vorne, ne? Das ist, glaube ich, Mitarbeiter, oder? Mir kommt vor, der wartet auf irgendwas. Nee, ich glaube, das ist Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter? Wer ist das? Weiß ich nicht. Doch, das ist doch Dings, oder? Hallo? Howdy. Sag ich doch, das ist ein... Ach so. Frank. Mein Gott, ich denk mir, das ist ein Kunde, der wartet hier draußen mit dem Auto. Nee. Mein Gott. Den haben wir neu angestellt, den haben wir den Biker abgezogen. Ah, was hat dann angestellt? Der war einfach der einzige ehrliche Biker, der als Mann gestanden hat und Eier gewiesen hat. Ach so. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, fangen wir uns an. Wann war das? Ja, gesagt. Ha? Wann war das? Oh, wann war das, Frankie? Sechs oder sieben Tage ist es jetzt, ja. Ja, deshalb, weil ich Donnerstag war... müsste es gewesen sein. Ich war nämlich 6, 7 Tage nicht mehr da. Ich kenne sie auch nicht. Zeitlich nicht dort. Nee, ich hab zwei Leute eingestellt, aber nicht ihn. Hallo. Ja, das ist Frankie, Mark ist der Chef. Genau. Der andere Chef. Ich war jetzt wieder zurück. Also ich denke mal schon, ich kenne das Gesicht nicht. Ja, genau. Okay. Sehr erfreut. Mark möchte immer Sir genannt werden, so wie in England. Nein, will ich nicht. Sir Mark. Nein. Das bin ich aus Texas nicht anders gewohnt, ja? Ja, natürlich. Okay, dann passt. Ey, guck mal, da hinten ist eine Verfolgung, guck. Guck, da fährt er da oben. Schau mal hinter uns, guck. Guck, wie sie da hochfahren. Guck, der Raptor da oben, wie er fährt. Was ist denn da los? Das war ein Wegstern. Pass auf, Rettung. Ja, ich passe auf. Ich fahre nicht raus. Also, ich denke mir so, entweder das ist jetzt ein Kunde, der schon seit einer Stunde hier draußen wartet, oder weiß nicht. Oh mein Gott! Du hast ja Kopfschmerzen vor uns. Bist du deppert? Mit dem falsch.
Pass auf, fahr nicht so nah dran, bitte. Ja, nee, mach ich auch nicht mehr. Jetzt überholen, jetzt der Moment zum Überholen. Ach, zum Glück, ey. Oh, hält doch keiner aus, wenn er so fährt. Ich glaube, da hat jemand Kopfschmerzen. Ein bisschen. Na, und was hast du heute vor? Ja, ich habe gerade eben gesagt, die wollten eben noch den Frankie eben testen. Ey, das gibt's doch nicht. Da kommt der einfach aus dem Nichts. Hast du es gerade gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Ja, ja. Also, und zwar wollten sie den Frankie testen. Ja. Da habe ich gesagt, nee, heute nicht. Das können auch die anderen machen, weil wir sind uns so selten. Ich dachte, wir starten eigentlich noch was. Ja. Ja. Aber was wir machen, keine Ahnung. Ich habe eine lustige Idee, lass ein Polizeiauto klauen und uns als Polizisten verkleiden und so tun, dass wir mit echte Polizisten. Nee, Spaß. Nee, aber. Super Vorschlag. Und was mache ich dann danach? Dann darf ich gleich im Homeland-Gebäude vorbeigucken, oder was? Nee, was könnten wir machen? Also ich hätte Lust auf Leute ausrauben. Vergiss es, habe ich letztes Mal probiert, wir haben niemanden gefunden. Okay, das ist schlecht. Das hat, ich glaube, wir haben über 1,5 Stunden gesucht, beziehungsweise wir wollten Leute, die kochen oder anbauen, hops nehmen, wir haben keinen gefunden. Einfach niemanden. Was gibt's da für Möglichkeiten? Hätte Geiseln. Oh, das war's, mein Führerschein ist weg. Ich glaube, das war Marshall, die interessieren sich nicht für dich. Zum Glück. Nee, weil hinten war noch eine Border Patrol. Ja, die doch auch nicht. Hätte die sollen die Grenze aufpassen und nicht gucken, dass du zu schnell fährst. Na gut. Ach, warte, Grenze? Da war ich lieber hier, ne? Huch. Hab mich gestohlene Sachen dabei. Ernsthaft? Stimmt, ja, die Ringe sind ja gestohlen. Wenn ich da durch die Grenze fahre, war's das. Alter, wir haben ja angehalten, wir gehen gleich bei dem Bau. Nee, du, ich hab schon die Grenze passiert, das ist ja das Gute. Ist schon durchgefahren. Müssen nur noch auffahren hier. Richtig. Was wollte ich gerade sagen? Eine Geiselnahme können wir machen. Oh, weißt du, was krass wäre? Ha? Geiselnahme im Supreme Court. Das wäre schon cool. Viel Lösegeld. Glaubst du, wir kriegen da viel? Keine Ahnung, Alter. Ich fordere einfach 100 Waffenscheine. Ich hätte keine 100 Waffenscheinkarten. Oh mein Gott, aber ey, das war schon funny. Supreme Court Hops nehmen. Aber wir haben jetzt ja schon mittlerweile die Dings Hops genommen. Also Wartenkammer wurde schon Hops genommen, aber. Aber da hat Supreme Court eine Waffenkammer oder sowas? Nee, ne? Weiß ich nicht. Das ist halt wichtig. Halt ein Gericht, ich glaube nicht. Ja, irgendwo haben sie sicher Sachen drin, oder? Wo sie irgendwelche Sachen zwischenlagern. Vielleicht so das Dokumente oder sowas. Ja, das ist ein Richter. Ja, aber vielleicht so Dokumente oder irgend sowas. So ein Scheiß halt. Dokumenten? Weiß ich ja nicht. Ja, oh, sich aus dem Richter. Brief von der verstorbenen Mutti, den hätte ich jetzt auch gerne. Den möchte ich klauen. Oh nee. Oder den Abschiedsbrief, bevor er abgestochen hat und dann bei Gericht sitzt. Den möchte ich unbedingt haben. Den brauche ich. Ja, aber sonst wäre auch irgendwie funny, dort drin mal reingehen und mal schauen, was da so alles gibt. Könnte man machen, ne? Wäre eine Möglichkeit. Das ist der Sound auf die Spende. Schon, ja. So, gucken wir mal. Ich hoffe, ich krieg das Ding gut verkauft. Boah, das war synchron, Alter. Das war geisteskrank synchron eben. Ey, 65.000 musst du dir merken. 65? 65.000 und 8 Dollar. Willst du mal fahren? Ja, gerne. Ich fahr schon den ganzen Tag, hab keinen Bock, die ganze Zeit zu fahren. Du musst da zurückfahren, ich lager das Geld ein und dann können wir was starten. Jetzt los! Wo willst du das Geld einlagern? Ja, bei 1:7. Im Lager unten. Ach, im Lager jetzt? In meinem privaten, ja, weil dann haben wir jetzt 65.000 und 8 Dollar. Die ich noch dazu schmeißen kann. Hast du noch nichts ausgezahlt von eurem? Nein. Wir haben circa 2 Millionen jetzt gemacht mit allem. Die müssen wir auszahlen dann. Aber warum bezahle ich dir eigentlich die Pizza? Du bist safe reicher als du, ich, Alter. Ja, was denn? Warum will ich dir die Pizza bezahlen? Ja, weil du ein netter Mensch bist, dachte ich. Ja, natürlich, aber du bist halt safe reicher als ich, oder? Ich weiß nicht, wie viel Geld du hast. Was hast du für viel Geld? Ja, ich fahr ins Auto, oder? Konto. Ich habe insgesamt 60.000 Dollar circa noch. Jetzt habe ich ein bisschen mehr. Du kriegst ja davon auch noch was. Ja, klar. Oh mein Gott. Digga, der hat ein Schild umgefallen. Ja, wollte ich auch was sagen. Der hat Glück, dass er nicht hingefallen ist. Ich hätte ihn ausgelacht.
168.000 habe ich auf dem Konto. Ja, da hast du eh mehr als ich, hä? Ey, ja gut, aber wenn er 2 Millionen noch, du noch von was abkriegst? Ja, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr später, ja. Aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt brauche ich eigentlich weniger. Wir machen Nationalbank zu zweit. Boah, da weißt du eh, wie sich das rentieren würde, wenn du das zu zweit durchziehst. Das ist heftig, ne? Das ist ja richtig heavy. Also ich würde sagen, Bohren kriege ich schnell hin. Also ein Tresor baue ich hier in 10, 15 Sekunden auf. Mhm. Also ein Schließfach. Aber ich weiß nicht, wie lange ich im Tresor hinten bräuchte. Das ich glaube, wir sind zu langsam dafür. Ey, pass mal bitte auf! So, nee, lass mich kurz überlegen. Also, rein rechnerisch gesehen, was macht jetzt eine Bank? Circa 800.000, 900.000? 600.000 würde ich schätzen. Oh, Alter, wie viel Geld das einfach wäre, wenn wir das zusammen absahen könnten, Alter. Das wäre übel krass, wir beide. Ja, oder wir nehmen die Geisel halt einfach mit. Nee, aber hat schon mal jemand zur zweiten ein Ding gemacht? Ja, nee, ja. Vergiss die Geisel, Alter, die kann jetzt doch nicht aufbauen, vergiss das ganz schnell. Die kann höchstens... Das hat mir doch Ivan erzählt. Das könnten höchstens diese Gelddinger mit einnehmen. Ja, bitte. Ihr hattet doch die Bank schon mal zu zweit gemacht, hast du mir erzählt, oder? Du und. Die haben alles geschafft, außer zwei Schließfächer. Die haben alles geschafft, außer zwei Schließfächer. Alter, okay, das könnten wir schaffen, rein theoretisch. Ich war nämlich letztes Mal echt schnell. Also, Bohren kriege ich safe alleine easy hin. Kriegst safe. Du hin? Echt jetzt? Ja. Okay. Ja. Weil da haben die meisten sind daran gescheitert, dass so aufbohren. Also, ich schaffe es, also so in 10, 15 Sekunden habe ich ein Schließfach offen. Ich glaube so ein bisschen länger, ich glaube auch 20 bis 25 Sekunden letztes Mal. Aber es geht, ich krieg das hin. Also wir müssten ja eigentlich, Digga, du kannst halt mitkommen, weißt du warum? Ja, warum? Ich bohre, du nimmst die Geisel mit runter. Ja. Du hackst da auf, Alter. Ja. Du siehst den ja, Digga. Oder ich passe lange noch auf, während du hackst oder irgendwie so kriegen, wollen wir es hinkriegen. Mhm. Und dann gehst du in Tresor, soll die Geisel für dich das Geld einpacken und schon ist safe. Ah, stimmt, ja. Weil ja, aber ich muss das ja Gold, Digga, das Gold scheißen wir drauf auf die zwei auf die zwei Termit. Die können wir uns sparen, weil das ist nur ganz simples Gold, das sind halt 2.000, 3.000 Dollar, das ist halt useless so. Da brauchen wir keinen Termit für Waste. Wie viel wäre das, wie viel Dollar? Ja, das Gold, das bringt gar nichts hin. Das ist normales Gold, was du aus der Mine schmelzen kannst. Ja, aber das ist doch, du kriegst ja saumäßig viel, kriegst du 60 Stück davon, nein. Oder? Nicht? Ja, das sind 2.000 Dollar oder so insgesamt. Ach so, ja gut, dann können wir drauf scheißen. Ja gut, dann stimmt, dann mach ich den Tresor vorne auf. Oh, das wäre geil. Das Gold war doch useless, gell? Ey, wenn wir das zu zweit hinkriegen. Das Gold war useless, ne, in der Bank. Das ist doch das, auch das billig. Das sind doch nur 4.000, 5.000 Dollar, wenn überhaupt, insgesamt. Ich glaube, das waren 8.000. Ja, 8.000, Digga. Weißt du, wie ich meine? Dann doch lieber ein Schließfach oder so, wo 40.000 drin sind. Oder so ein Tisch mit Geld, wo 50.000 drauf liegt. Stimmt, ja, sonst ziehen wir das so durch. 100 bis 150.000 Schwarzgeld raus. Ja, das ist halt viel besser, scheiß drauf. Alter, stell dir vor, zu zweit, wie viel Geld dabei rausspringt. Ja, wollen wir es tryen, Alter? Ja, aber ich sag dir, das Rubelos hat Scheiße gesagt, wenn wir heute reinscheißen. Ey, die spontanen Sachen waren immer die funktioniert haben. Stimmt, ja. Nicht groß planen, Digga. Jetzt wollen wir nur noch ganz. Du fährst auf jeden Fall, such dir aus, mit was du fährst. Ja, das ist ein Kunde. Hier steht jemand unten mit Motorrad, kann sich den einer mal annehmen? Ja, ist keine Werbung geschalten worden, ne? Da steht unten mit dem Motorrad, können wir mal gucken. Keine Ahnung, der braucht was. Hat sich aber gut übrigens. Ach, funny wäre das schon, vor allem wie viel Kohle wir dann hätten. Ey, dann könnte ich mir irgendwie echt mal was Gutes Privates kaufen, ey. Ja, dann überleg dir, mit was du fahren willst und dann planen wir. Ja, ich geh nur gleich hier unten die Sachen einlagern. 65.008 Dollar. Boah, das ist lustig zu zweit. Die ganze Bank machen. Ey, das ziehen wir durch, Leute. Wisst ihr, wie viel Kohle das machen würde? Das wäre das erste Mal, wobei ich hab mal alleine eine Bank gemacht, das wäre das erste Mal, dass man zu zweit eine große Bank machen, wo viel Kohle dabei rauskommen würde. Ui. Dann sind wir reich, Leute. Dann bin ich mit Marc Rumpel, endlich habe ich da wieder Geld, weil ich war mit Marc Rumpel immer blank. So richtig blanko. Aber ey, wenn wir das jetzt rippen würden, eine Bank, dann kriegt jeder so um die 300, 400.000 plus nochmal das Geld, was hier rauskommt, dann könnten wir so vielleicht sogar Millionär werden. Mit ein bisschen Glück. Also nicht ganz, ne? Nicht ganz, aber... so, es waren jetzt 65.008 Dollar waren das, ne? Exactly. Dann sind wir bei... Ja gut, dann sind wir bei 1,991 Millionen Money. Was hier noch da ist. Gut. Red Dings haben wir, nee, haben wir nicht. Soldatverkauf passt. Handschellen haben wir da, habe ich dabei. Zwei Stück. Handschellen, Schlüssel habe ich einen dabei. Das würde perfekt passen für einen Juve. Und ich glaube, ich sage euch, wie es ist: Glock 18. Ich brauche nicht mehr als eine Glock 18. Das ist,
Ich glaube, ich brauche nicht mehr, wenn ich eine Bank mache, eine große. Das Ding hier hat mir schon so oft das Leben gerettet. Das ist das ultimative Schussgefechts-Dingsbums. Dann könnten wir endlich mal privat ein bisschen Kohle aufbauen, weil ich habe privat so wenig Kohle mit der Markgruppe. Das ist abnormal. Weil ich halt die ganzen, wisst ihr, ich kaufe halt nie an, ne? Ich müsste viel mehr in 1:7 da sein. Aber das ist für euch halt auch langweilig, wenn ich dann da stehe und dann die Sachen ankaufe. Ich müsste halt Connections wieder bünden und dann müsste ich die Sachen ankaufen. Dann weiterfahren, ne? Dann müssen wir uns was überlegen, wie wir das machen. 1,991 ist es. 1,991 Millionen. Aufteilen. Wo ist Ivan? Ivan stand doch irgendwo rum, oder? 9 durch 9. Ja, ja. Das ist halt also, so viel Geld. Das denke ich mir auch so, oder? Folgendes, ich habe jetzt geguckt, es sind 1,991 Millionen. Von der Asservatenkammer. Jetzt habe ich halt alles zusammengelegt, es ist alles verkauft, wir können also endlich mal outpayen. Ja, wie gesagt, ich habe mir die aufgeschrieben, die drin waren und die außen stehen waren. Wie viel waren es drin? Ja, 5 Leute waren drin. Wie viel geben wir denen? Das ist jetzt die Frage. Die meisten wollen ja, haben ja gesagt, sie sind damit einverstanden, dass sie weniger kriegen. Und da hat man ja gerechnet, dass wir so Pi mal Daumen, die drin waren, 250 kriegen. Und die draußen waren, dann den Rest aufteilen. Aber weil wir ja Jasmin geblattoutet haben, ist ja wieder mehr Geld da, ne? Oh. Ja gut. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, wenn wir das jetzt durch 5 teilen würden, wären es 398.000. Ich glaube, wie viele waren denn draußen, ist jetzt die Frage. Ja, das ist halt die Frage, ja, ne? Es war Jason Mike draußen, Olivia und Jesse und BMW hat uns abgeholt. Ja, aber wer war aktiv dabei? Wer war aktiv mit inbegriffen jetzt? Dann Olivia, Jason Mike, Jesse und dann wir dann. Damit BMW jetzt nicht mitzählen würden. Aber durch BMW konnten wir die ganze Beute safen, ne? Ja, ich glaube auch, ich würde es einfach durch alle teilen, dann wäre gut. Ja, wäre ich auch dafür. Weil ja, also, bei dem Betrag ist das scheißegal. Naja, wenn du jetzt rechnen, dann wären es, wie viel wären es dann im Endeffekt? Durch 10? Nee, ihr rechnet durch 9, nicht durch 10. 9, warte, 1, was war es jetzt? 1, 9, 9, 1, durch 9. Das ist 221.000. Das ist doch stark. Im Gegensatz zu fast 400.000 ist das nicht so stark. Na gut, ich krieg gar nichts davon, also voll nicht. Ja, ich hätte den Außenstehenden die Hälfte gegeben, weißt du, dass die Hälfte machen. Das könntest du weil auch die ja nicht drin waren, die haben ja keine, weißt du, die hatten ja keine Dinge, keine. Dann rechnest du alles geteilt durch 7. Echt, durch 7? Ja, oder? Hä, warum? Ich brauche jetzt schon mal, ich brauche ja einen anderen Payout als die. Aber guck mal. Nee. Du rechnest, also du rechnest alles durch. Ja, du machst so wie jetzt, also diese 200 noch was. Und rechnest das nochmal, dann deine Summe nochmal plus diese nochmal 440.000. Warte, ich bin ganz verwirrt. Also ich habe jetzt 1,991, ne? Das rechnest du jetzt durch die kompletten 9. Durch wie viel? Durch 9. Bin ich bei 221.222? Das würde jeder theoretisch kriegen, weil du aber zwei Leute bekommen ja nur die Hälfte, rechnest du die Gesamtsumme wieder plus. Was? Oh yay. Jetzt bin ich aber auch verwirrt. Ich bin grad, was meinst du, die gesamte Summe plus? Ich bin in Mathe nicht gut. Ich rechne es für dich. Ich bin gerade so hart verwirrt. Ich auch, ey, ich war so schlecht in Mathe. 1,99 Millionen. 1,991 waren es. Weil dann kriege ich einen anderen. Die Frage ist jetzt, von was ihr die Hälfte zahlen wollt. Hallo. Wollt ihr die Hälfte zahlen von geteilt durch 9 Leute oder die Hälfte geteilt durch 5 von geteilt durch 5 Leute? Schau mal, folgendes. 5 Leute sollen den Payout bekommen, den doppelten, als die Leute, die nur außenstehend waren. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist, wenn ich jetzt durch 5 rechne, kriegt ihr fast jeder 400.000 Euro. Ja, warte ganz kurz. Ich habe eine Idee. Wie viel ist, dann rechne ich, weil hey, Jungs, die ja. Macht's doch nicht euch nicht. Rechne doch einfach, keine Ahnung, für jede Person 100.000 ab. Nein, ich rechne einfach doppelt. Ich rechne uns einfach doppelt dazu, weißt du?
dann habe ich ein Payout und dann mache ich dann mal zwei. Dann weiß ich, was die einen bekommen, was die anderen bekommen. Dann rechne ich uns mal, also dann sind wir 10, verstehst du? Plus die 4 sind wir 14, oder? Das heißt, wir haben 1,991, dann, warte, pass auf, jetzt kommt der Clou in der Sache, dividiert durch. Wir machen jetzt, dass wir 10 sind, weil es wären ja 5 Leute drin. 10 und 4 ist 14, ist gleich 142, dann bekommen die Außenstehenden 142.000 und wir bekommen das Doppelte. Verstehst du? Hört sich sinnvoll an, weil wir uns ja doppelt jetzt berechnen. Ich berechne uns jetzt automatisch doppelt, weil ich ja jetzt uns... Versteht? Ach, egal. Ich schreibe jedenfalls auf. Kann jemand aufschreiben? 142.214? Kann das wer aufschreiben? Ja, mal. Bitte aufschreiben. 142.214 bekommt jemand und ich rechne das jetzt mal 2. Mal 2 wäre dann unser Payout. Das wären 284.428. Ich war zwar schlecht in Mathe, aber Logik hat gerade bei mir irgendwie Klick gemacht im Kopf. 142.240 waren das, ne? Und 284.428 ist das, was wir noch outgepaid bekommen, die hier drin waren. Also ich habe das jetzt immer noch nicht verstanden. Ich habe uns doppelt berechnet, mein Gott. Und dann kann ich ja mal 2 uns berechnen wieder, die 5 Stück. Ich weiß, dass ich eine Flasche noch bei einer Minute exen kann, Mann. Das heißt, 4 Leute bekommen 100... Irgendwas, was wir vorhin gesagt haben, und 5 Leute bekommen 284.428,5. Schmackhaft. Ja. Dann ist es perfekt aufgeteilt. Wenn du jetzt nachrechnest, würde der Betrag 1,991 rauskommen. Wenn wir das jetzt nachberechnen würden. Also im Grundsatz sind 4 von den Leuten, die drin waren, ja da. Ja. Ja, wir gehen gerade drauf. Ey, ich will echt keinen Stress machen, wir müssen auch noch ein bisschen vorbereiten, wenn wir das durchziehen wollen, gell? Ich weiß. Marc, dann zahl doch gerade aus die Leute, die dann da sind. Gib doch einfach Ivan das komplette Geld und der kümmert sich um den Rest. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ivan, komm mit. Oh Gott, Digga. Da bist du wieder der Geldeintreiber. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Ich hab ja sonst nichts zu tun, genau so ist es. Waffenhändler, Geldeintreiber, für alles ist er da. Drogeneintreiber, Entschuldigung. Ja. Ich war für Weintreiber, bist dafür die Drogen mal, zuständig. Ich muss mal die Zahl schreiben. Also ich habe jetzt geschrieben, was die Außenstehenden kriegen. Ja. Dann müsstest du mir noch schreiben, was dann jetzt zum Beispiel noch Marco bekommt. Warum Marco? Kaufmann. Der war ja mit da drin. Ja, aber er war im Knast oder was? Hast du ihn jetzt nicht mit einberechnet bei den 5? Nein, der war nicht im Knast. Der war mit in der Asservatenkammer. Ja, aber hast du ihn jetzt nicht einberechnet bei 5? Doch, der war ja mit drin. Hä, aber ich hab doch gesagt, was die 5 Leute bekommen haben. 284.000 befehlt die restliche Zahl. 284.000 war doch. Also glatt für 284.000. Schau mal, was war die erste Zahl, die du aufgeschrieben hast? 142.240. Genau, und 284.000 irgendwas, das bekommen alle, die da drin waren. Verstehst du? Ich habe jetzt 5 gerechnet, die drin waren. Also... Koffermann war ja auch drin, der zählt zu den 5 Leuten, oder? Ja, genau. Genau, dann kriegt er auch diese 284.000. Ja, easy. Alter, ich lese dich vor. Vielen Dank, Alter. Huch! Das ist was hab ich jetzt gemacht, wo? 1, 7, 9, 2, 1, 2, 3. Kann ich das Geld irgendwie zustecken? Ja, ja. Genau, das sind jetzt die 1,991158. Das heißt, es bleiben $158 übrig. Die kannst du, weiß ich, irgendwo hinstecken. Genau. Oh, warte. Das war $1. Yay. So, bist du morgen noch dran, Marc. So, bitteschön. Das kannst du mir gleich, die 100, wie viel waren das? 182.000 irgendwas? 184.000. Genau, das kannst du mir gleich mal geben. Es sind 184.500 irgendwas, keine Ahnung. Also 284.500 sind es. Kann ich aber dann die 284.500 geben? Ja, ja, genau. Super, dankeschön. Und wie gesagt, den anderen gibt es das dann auch. Ja, und die halt drin waren, bekommen halt die 142. Ja, easy. Genau.
Außer ich habe mich übelst krass verrechnet, aber ich glaube, ich habe das jetzt richtig berechnet, weil ich habe uns einfach doppelt berechnet, weil wir kriegen das Doppelte. Ja. Die kriegen halt die Hälfte von dem Betrag, der da wenn ist. Wenn ihr in die Bank wollt, ich glaube, wir haben noch einen Hacker-Laptop im Lager, ne? Ach stimmt, ich muss die noch mitnehmen. Was brauchen wir alles für eine Bank, weißt du das, wenn wir die komplett aufmachen wollen? Bora und vier, ich würde mal 6 Termit mitnehmen. 6 Termit, okay. Ich weiß gerade nicht, wie viel Termit, aber ich weiß, dass es über 3 waren. 4. 34k für die Dringgebliebenen, wie kommst du darauf? Ne, ist richtig, was wir vorhin berechnet haben. Die 284 sind die, die drin geblieben sind. 142 waren die anderen, genau. Weil wir können das ja mal berechnen. Schaut mal, ich berechne das mal. Wir haben einmal 284.000. Das rechne ich jetzt mal. Also, ihr seht ihr gerade nicht. 284.000 mal 5 sind wir bei 1,4 Millionen. Und dann haben wir noch die 100 plus 142.000. Mark, wo bist du? Warte, 142.000 mal 4 kommen wir bei 1,988 Millionen raus. Also, es ist perfekt eigentlich. Ich bin unten im Keller, ich hole gerade noch die Sachen. Also wir haben es richtig ausgerechnet. Ich habe es jetzt aber nachgerechnet. Für alle, die jetzt sich uneinig sind, dass das, was ich berechnet habe, scheiße ist, es ist richtig berechnet. Ich habe jetzt extra nochmal für euch im Chat nachgerechnet, dass wir heute Mathe-Chini-technisch gar nicht mal so kacke sind. Wir sind heute tatsächlich... Also, sorry, oh, ich bin in Mathe eigentlich eine komplette Wurst. Wie viel soll ich mit dem Hacker-Laptop? 2 oder 3 Stück? Wenn du dir sicher bist, nimm lieber 3 mit. Ich nehme 3 mit, so ist es. Dann nur. Bora, wie viele? Dann nehme ich mir 2. 6 Stück? 6 Stück brauche ich. 6 Stück, wir haben nur 4 Stück da drin. Dann müssen wir noch welche kaufen gleich. Ja, wie, brauchst du für jeden einen Bohrer oder was? Ja. Ich dachte, wir behalten, solange es kaputt geht, so kam es mir letztes Mal vor. Die brechen durch. Echt? Hoppala. Ja, die verglühen. Ach kacke, ja gut, dann müssen wir welche kaufen. Aber du brauchst sie nicht rausnehmen, weil ich brauch die ja. Ja. Warum brauchst du die? Weil ich bohre. Ja, ich würde ja auch mitbohren dann. Wir können nicht beide bohren. Soll die Geisel uns zugucken und uns abstechen von hinten? Ja, die stechen uns doch nicht ab, Alter. Wenn der. Nee, du gehst an den Tresor, Mann. Ja, schon, aber ich würde dir beim Bohren mithelfen, ist doch nicht das Problem. Und was macht die Geisel? Ja, die nehme ich doch fest, mein Gott. Oh, ey, das wird so schief laufen. Ich kann ja auch in den Schwitzkasten nehmen, wenn ich bohre. Wo ist das Problem? Oh, nicht, dass du ihn aus Versehen abknallst. Nee, den knall ich auch nicht ab. So, pass auf, du hast jetzt die Bohrer. Ne? Ich habe die Hacker-Laptops, ich habe jetzt 3 Stück dabei. Wir brauchen 4 Termit. 4 Termit. Wenn du alles probieren willst, dann brauchen wir 4 Termit. Mir wurde gesagt 6 Termit, aber ich vertraue dir, 4 Termit. Wir haben auch keinen Termit mehr, ne? Sehe ich gerade. Stark. Müssen wir das selber herstellen, Termit, oder kann man das kaufen? Müssen wir selber herstellen. Was brauchen wir dafür? Da gucke ich gleich. Dann brauchen wir nur noch 2 Bohrer. Mhm. Dann kümmere ich besorge die Bohrer, oder soll ich guckst du nach dem Bohrer im Walmart? Ich kümmere mich ums Termit. Ich hole den Bohrer, ja. Gut, ich kümmere mich ums Termit. Ich gehe aufbohren im Walmart. Ich muss aufpassen, ich habe die Hacker-Laptops dabei, ne, dass die nicht irgendwie flöten gehen. Das wäre ganz, ganz schlecht, Digga. Ich bin's Tim, der Maybach ist nicht getuned, Kurt, ich weiß. Der muss auch nicht unbedingt jetzt direkt getuned werden. Es gibt Schlimmeres im Leben. Zum Beispiel Akne. der hat mir überhaupt keinen Sinn ergeben, ich weiß. Aber genau deswegen so schön. Random Humor, der einfach keinen Sinn ergibt. Ich schwöre dir, die sieht aus wie Brot. Du musst hier Aliment an mich die schaut aus wie die alte Frau Brot, oder? Gar nichts muss ich. Guck mal. Doch, und benennt das Ding Hugo. Hab ich auch noch mit Sprachrecht, oder? Das ist Frau Brot. Ist das ein Down oder ein Upgrade, Leute? Soll man es an sie ran... Nee, ich mach nur Spaß. Uwu? Ich zumachen, danke. Uwu? So, Niklas. Ich lese mal von oben nochmal vor. Ey, Dankeschön für 10 verschenkte Mitgliedschaften von Kühls und Zwuschelbuschel. Und hier Neil oder Neil mit 100 Schweizer Franken mit Hello. Ich hau mal einen fetten Herzring raus. Leute, lasst alle mal ein Herzchen im Chat. Lasst Liebe da, lasst ein Like da im Chat. Das ist ganz wichtig. Oh, Schandl ist im Chat. Oh, das ist aber ganz schlecht. Hau mal auf jeden Fall Herzring raus. Ja. Oh, da gibt's jetzt Beef. Dass sie genau dann einschalten muss. Beziehung beendet. Die Bets wurde beendet. Nee, Leute, lasst auf jeden Fall Like und Liebe im Chat. Und like mal den Stream nach oben, dass wir in die Trends kommen. Wir wollen auch in den YouTube-Trends auf Platz 1, ihr wisst Bescheid. Wie bist du das?
Richtig und ja. Wichtig. So, ich muss ja in den Laden fahren. Ne? Mal ganz kurz. Walmart ist hier oben, ne? Das heißt aber, ich muss um die Grenze. Ne, passt schon, das ist noch nicht die Grenze. Ja, mal ganz kurz hier zu Walmart, Digga. Ich wollte mal sagen, ja, Walmart, Bruder. Weil du mir wisst, was aufgefallen ist, mein meistgeklicktes TikTok, ne? Da existiert der Sound nicht mehr. Weil Montana Black mit seinem Netzwerk da den Sound anscheinend gestrikt hat. Ich habe irgendwann eine Benachrichtigung auf TikTok gehabt mit Urheberrechtsverletzung. Da ist dieses, braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja. Bereue ich das? Nö. Und dieser Sound wurde tatsächlich von irgendeinem Netzwerk, glaube ich, blockiert auf TikTok. Weiß nicht, ob das originale Video war, was urheberrechtlich dann runtergenommen wurde, weil ich habe da diesen Sound halt genutzt, ne? Jetzt hat das ganze Video keinen Sound leider mehr. Hatte 600.000 Klicks. Bereue ich das? Nö. Haben wir schon aufgefallen, irgendwie bei Monte, da muss man übelst aufpassen. Da, also ist ja nicht Monte selber, aber der ist in so einem Netzwerk, der strikt relativ viel, beziehungsweise das Netzwerk dort strikt relativ viel. Ich weiß nicht, ob das ein Netzwerk ist, ich glaube, das ist eher ein, irgend so ein Unternehmen, was das macht, ne? Also auch so kleine Memes und so Ausschnitte, muss man übelst aufpassen, dass man keine Monte-Ausschnitte benutzt. Ja, alles im Normal Plus, außer Purple, das ist im Minus. Ist schon krass, ne? Weil ich sag mal so, ich lasse bei mir alles eigentlich ab, ne? Einzige, was ich wegmeddel, sind, wenn Leute zum Beispiel unseren Content benutzen. Ey, ich hatte einmal so jemanden, ich muss euch das unbedingt mal erzählen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Es hat einen Kanal gegeben, der meine Videos genommen hat, die auf eine andere Sprache übersetzt hat und dadurch einen komplett eigenen Kanal hochgezogen hat. Sprich, der hat mein Video genommen, hat den Sound entfernt, hat über die Hunde-Facecam in irgendeiner ganz anderen Sprache drüber geredet und der hatte, glaube ich, ein paar tausend Abonnenten schon, ne? Der wollte sich auf meinen Nacken einen YouTube-Account aufbauen, auf eine andere Sprache, bis ich einen Report bekommen habe von YouTube, dass irgendwer anscheinend meinen Content re-uploadet und der hat von mir einen Strike kassiert, da könnt ihr von denken, den Kanal gibt es jetzt nicht mehr. Da habe ich alles wegstriken lassen und der hat mich dann angeschrieben, dass es ihm leid getan hat und so weiter, da sag ich mir so, Bruder, das ist unter aller Sau. Stell dir mal vor, das ist wie wenn ich jetzt Montana Black nehme, ein Kanal mit Monte seinem Ding aufbau und dann dort einfach drüber rede, Alter. What the hell? Auf einer anderen Sprache. Das wärst du. Alter, Sir Raylan, eine kleine Spende für das FD-MLO. Habe ich mir schon angeguckt. Hallo? Es bleibt aber dann noch was über. Ich das dann was überbleibt, dann nochmal durch 5 teilen. Es sollte nichts überbleiben, ich habe nochmal nachgerechnet. Wenn, dann bleibt nur ganz wenig übrig. Ein Taui etwa? Ja, das kannst du in die Firmenkasse schmeißen. Warte mal, achso, Bora! Stimmt, ich wollte ja Bora kaufen. Nee, aber das war wirklich unter alle Kanone, als ich das gesehen habe, dass jemand mein Content übernommen hatte. Aber es ist jetzt auch schon 2 Jahre her, glaube ich. Er hat meine Real-Life-Mod-Videos genommen und die hat übersetzt auf eine andere Sprache. Wollte damit sich eine goldene Nase verdienen. Das ist schon, ich leg mich erstmal hin. Schon assi. Glück euch noch bei der Nation. Voll Charlie macht. Audi. Danke. Gut, schlaf gut. Ey, wie viele Bohrer brauchst du jetzt noch? 3 Stück, ne? 2. 2? Ja, ich hab 3 gekauft, passt schon. Wenn einer abbricht, habe ich nur einen als Ersatz. Also ein Typ, ja. Also, ich weiß auch nicht. Ich fand's auch krass, dass YouTube mir das erst übelst spät gezeigt hat, weil der hat schon, ich glaube, monatelang solche Videos übersetzt, ne? Ich würde echt gerne wissen, was nochmal für eine Sprache war. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, was das genau für eine Sprache war. Aber irgendwas war es jedenfalls, keine Ahnung mehr. Polnisch. Irgendwie sowas. Dieser Bankrott wird so schief gehen. Das Lustige ist, die spontanen Sachen funktionieren am besten. Das ist mir schon echt oft aufgefallen. Spontane Raubüberfälle sind geil. Du gehst ohne Planung so ein bisschen vor. Also du planst natürlich schon ein bisschen, aber halt jetzt nicht so, dass du übelst den krassen Plan aussägst. Weil mir ist aufgefallen, wenn wir mit 1 zu 7 so übelst die krassen Pläne hatten, bis auf, einer muss ich sagen, der Raub war geil, der Fast and Furious Raub, wo wir da in dieser Garage waren, ne? Wo sich am Ende des Tages herausgestellt hat, dass der eine, der mich verfolgt hat, auch ein Metapeter war beim PD. Der war dann ja auch direkt raus. Weil er hat sich auf mich übelst fokussiert gehabt. Aber das war eines der geilsten Räume, die wir bis jetzt gemacht haben, glaube ich. Hallo? Was ist mit mir abgehobenes Stück?
Hä, was kriege ich? Nein, ich hab im Funk antworten müssen. Ich wollte nochmal drauf eingehen. Ja, Surrailen, ich weiß, ich hab's doch gesehen. Ich wurde zweimal im Funk schon gefragt, ich musste abbrechen. Nee, warte. Surrailen. Kuss, Diggi. Ich wollte es doch gerade vorlesen. Shuttle regt sich auf, ich habe diese 107 Euro gerade nicht zu krass bedankt von Surrailen. Es ist nur gerade so, ich wurde zweimal im Funk angesprochen, soll ich die einfach ignorieren? Weil ich habe schon den ersten Funkspruch ignoriert, da dachte ich mir so, ich call gleich zurück, weil ich mit euch rede im Chat. Da kam Surrailen zu Nation und ich werde schon wieder im Funk angefunkt, ne? Ich bedanke mich bei Surrailen, auf jeden Fall. Ich muss eine Kuss-Digi machen. Ich glaube, das hilft, ne? Kuss-Digi. Er will nämlich ein neues Fire Department MLO. Für 107 Euro. Was kostet denn das? Kostet das 107 Euro, das Fire Department MLO? Weil, Surrailen, du musst schon die Steuer mit einberechnen und die Gebühren, die ich jetzt noch mal bezahlen darf, ne? Da kommt noch ein bisschen was drauf. Kuss. Ja, ich hoffe, ich habe mich jetzt sehr bei dir bedankt. Da geht wirklich Kuss raus, aber es ist ja für einen guten Zweck. Du weißt, was das Problem ist? Ich habe schon gesehen, wo das sein soll, das neue FD. Und das ist in der Nähe vom PD. Und ich glaube, das ist nicht gut. Kann also sein, dass du das Geld gerade umsonst donatet hast, aber trotzdem danke, Kuss, Digi. Kuss. Opala, das ist rausgerutscht. Ja, aber ich wollte es mir mal angucken. Das war das Ding, ich wollte es mir mal angucken. Wenn nicht, geht die 107 Euro Doni in das neue 1:7 MLO, was hier erbaut wird. Wir machen dann ein Riesenschloss draus. Nicht mal nur Spaß. Wir bauen hier so ein Riesenschloss hin einfach für 107 Euro. Off the rail in seinen Nacken. Dankeschön ans FD. So, wo ist jetzt... Ah, hier ist Friedi. Ich hab von Ivan gefahren. Hat die Sachen besorgt. Hast du Streamdeck? Ja, welches? Ihr habt das große Streamdeck, ja? Hast du viel Glück euch beiden. Ich hab alles, danke. Ja. Pass auf. Pass auf, wir müssen... Du kannst nicht bohren. Pass auf. Was? Ich hab wirklich eine Idee, wie wir das durchziehen, okay? Ja, was ist mit bohren? Du kannst nicht bohren, was? Du gesagt hast, du willst auch unbedingt bohren eigentlich. Nee, muss nicht sein. Pass auf. Ja. Ich geh direkt... Also erstmal kriegst du von mir zwei Termit. Ja. Easy. Für, hinterm Tresor hinten. Ja, wichtig ist das Geld, aber sollten wir genug Zeit haben, ziehst du auch das einfach durch und nimmst das Gold mit. Okay. Warte, was soll ich mit? Das Gold auch mitnehmen, ja? Ja, aber als allerletztes, das ist nicht das Wichtigste. Ja, das allerletzte, natürlich. Okay, pass auf. Weil ich gehe sofort die Termit und dann mache ich sofort bei mir, bohre ich sofort. Die ganze Zeit durch. Ja, du hast die Geisel dabei. Du musst ja nur, ob du dann die... keine Ahnung, hinknien lässt und dann dabei hackst. Ja. Ich hätte so eine geile Idee. Was ist, wenn wir brauchen nur eine Geisel, den Stuff hinten im Tresor machen. Wie wär's, wenn ich der Geisel das Termit zustecke und sag, du machst das auf? Ja, aber du musst ja erstmal in den Tresor reinkommen, dafür musst du ja hacken. Natürlich, das mache ich, aber schau mal, ich sag dir einen Geisel, du räumst jetzt hinten alles aus, ich gebe dir das Termit, die muss hinten auch die zwei Sachen machen, die Schließfächer. Ja. Weiß halt nicht, ob die mit Termit umgehen kann, aber das könnte ich schon machen. Genau, na das Ding ist, genau, dann lässt du die ausräumen. So ist es halt safe, dass er nicht keine Scheiße macht. Okay, und ja, ich klar. Ich bohre einfach die ganze Zeit. Ja, genau. Machen und wenn wir Zeitstress haben, würde ich dann auch mitbohren, wenn es sich nicht ausgehen sollte. Im dann Notfall, würde ich, genau, aber im aber sonst, Notfall. Wie gesagt, am Ende, wenn wir ein Ding zurücklassen, wären halt 30.000, 40.000, das wäre es halt so. Das wäre viel. Ich will nichts zurücklassen. Ich lasse nichts zurück, glaub mir. Ich zieh durch, ich bohre bis im Sauseschritt. Ich gebe mein Bestes, so viel wie möglich, aber wichtig ist auf jeden Fall, auch die Wagen sind wichtig halt. Ich bohre im Sauseschritt. Nimm mir den Freddy mit. Okay. Oder den Bohrer mit, keine Ahnung. Und ich bohre im Sauseschritt. Ne, wie geht denn der zweite Part, keine Ahnung. Aber ja, wir machen das, wir kriegen das hin. Wir ziehen voll durch. Ich fahre, ich habe eine gute Idee. Pass mal auf. Wir haben letztes Mal ja den Hintereingang benutzt, ne? Das war, da warst du aber, glaube ich, nicht dabei. Das wurde mir schon erzählt, dann wollten wir das auch machen, wo wir in der Bank standen, da waren Polizisten auf dem Dach. Oh. Ja. Dann streichen wir das gleich mal aus dem Prozedere. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen es wie folgt auf. Wir stellen dann... Ey, ich habe eine Idee. Wir stellen den Dreckshelikopter da hinten aufs Dach. Noch Paketen gehen? Was wäre damit? Ja, bitte, ihr könnt. Oder ist das zu... Ah, der ist weg. Das war Jesse, seine Jessie's Pen. Oh, okay. Ja, Jesse hätte stehen lassen können.
Dann hätte er heute wenigstens eine gute Tat vollbringen können. Das wäre mal schön gewesen. Nee, lass mich überlegen. Also wir könnten... Ich steig mal ein. Also ja, ihr könnt gerne nach dem Päckchen schon suchen. Alles klar. An welcher Grenze stellt sich hier Border auf? East Harbor. Hast du gehört? East Harbor steht Border Patrol. Ja, weil mir eh klar, dass ich den ersten gesehen habe. Deshalb, ich bin auch extra umgefahren. Jetzt, also du musst, du fährst, Digga. Ich fahr? Ja, warum also soll ich fahren? Also wenn wir zusammen in einem Fahrzeug oder Motorrad oder was? Oh, das wird so schief gehen, Freddy. Das wird nicht gut gehen. Wenn ich was? Heute fahre, ich seh mich schon im nächsten Asphalt drin. Ich auch nicht. Nee, wenn gehen wir zusammen in Bau. Dann ist es so. Okay. Dann würde ich sogar vorschlagen, wir nehmen den M5, weil mit dem bin ich echt gut unterwegs. Ja, wir gut. Ey! Warte, ich habe ja Nitro-Kits drin. Soll ich eine Nitro-Flasche kaufen gehen? Zwei Stück? Kann man die kaufen? Ja! Natürlich kann man die kaufen. Kaufen wir, ja. Also ich glaube halt, wenn es die Mechaniker nicht haben, müssen wir die herstellen. Aber ich frag mal. Kann man Nitro kaufen, Jungs, oder muss man das bauen? Muss Nitro-Kit eingebaut haben und dann kannst du Nitro-Flaschen bei Mechaniker. Ja, der M5 hat eingebaut. Bei Mechaniker. Mein M5 hat eingebaut. Weißt du, so Plan... Ja, wir haben es eingebaut, ja. Der Plan wäre halt, wenn ich gar nicht wegkommen sollte, fahren wir in die Stadt und machen so richtig mit Nitro ein bisschen Rambazamba. Kaufe ich gleich 3-4 Flaschen ein. Stark. Dann sind wir so ein bisschen Backup-Plan, weißt du? Er hat zwei Flaschen. Wo wärst du? Ich komm zum Anwesen schnell, ich bin am Samenfeld. Ja, wir sind gerade beim Mechaniker. Du, ich kauf's uns beim Mechaniker, was kostet eine Flasche? Ich hab 10.000 dabei. Ah, 5.000 glaube ich. Ja, nee, ist zu viel Geld, sonst muss ich dir 15.000 geben. Ich geh einfach zum Mechaniker, ich mach das schnell. Ich will dir die nicht wegnehmen. Okay, alles gut. Aber trotzdem, danke. Außer der Mechaniker kann keine verkaufen, dann melde ich mich nochmal. Funk durch. Fahr rein, oder? Nö, ich mach hier meinen... Was magst du eigentlich? Ja, wie halt ein richtiger Boss parken muss. Schieß ab, muss. Digga. Schieß ab, hä? Ja, hab ich doch. Nein. Doch, natürlich. Ich probier. Ich schwöre, du hast nicht abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Das hat nicht gepiept oder so. Ja, doch. Weil du schon drin warst. Ich nehme einfach Polizeiauto rechts. Was? Wo denn? Rechts. Ja, schön. Schon fertig repariert. Entschuldigung. Entschuldigung. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Verkaufen Sie Gas? Haha, ja, das verkaufen wir. Ja, cool. Dann würde ich... Braucht ihr auch noch ein Kit dazu? Oder nee, das haben wir. Jubi. Ey du, ich habe eine Frage kurz. Du, was für Liebhaber sind wir nochmal? Ja, das bringt ja nichts. Okay, ja doch, also wir haben neuen Vertrag ausgemacht. Nicht, eigentlich schon. Nein, aber nicht bei Lachgas. Ach doch, wir haben auf alles jetzt. Nein. Ich hab geredet mit ihm, natürlich ist auf alles jetzt. Ja, dann sind wir Zwiebelliebhaber. Aber weiß ich, habt ihr schon mit dem Chef geredet wegen den, Dingsi-Bumsis? Ich schau mal kurz, ob wir dazu was sagen. Sollten Viere sein, 4% Dorinus. 4%. Wir haben das nämlich, Freddy, um dich mal klarzustellen, wir haben ausgemacht auf alles, 4 auf alles, egal was. Bei AK Cooperations. Oho. Eigentlich, wenn nicht, dann hat er wieder irgendwas verkackt oder, weiß nicht. Ja, das ist ein bisschen. Ja, er hat eine Nachricht gemacht, ne? Das ist ja, um jetzt zu wissen, jetzt wenigstens. 107. Alter, der Nussknacker! Ah, tut das weh! Immer gut, dass Anwesen und sowas nicht schreibt in die Info. Ja, ich sag ihm, der Herr Konda ist ein ganz geflinktes Ding. Der hat letztes Mal auch nicht die Infos weitergegeben. Dann standen wir da im Auto aus und die haben mir das nicht geglaubt. Ja, ich weiß, der wohnt bei mir. Ja. Der Nussknacker, ich kuss den Acke. Das machen wir einfach so. Wie viele Fläschchen wollt ihr? 3. 3. Oder sollen wir gleich 4 mitnehmen? Nee, ich monke, Bruder. 4. Ich nehm 4, ja. Wiegen die viel? Nee, das geht. Okay, dann nehme ich 4. 2 Kilo, glaube ich, pro Flasche. Das ist schon ganz schön schwer. Oh, mal gucken. 2, 4, 6. Ja, gut, ihr nehmt trotzdem mit. Also pro Person 4 oder? Oh, warte. Jo, sonst, ich helfe kurz dem Kollegen hinten tragen. Sorry für den Lag. Da hat sich's ganz kurz gespiked bei mir. Sollte sich aber gleich wieder einfangen. .de.
So. Dann kriegen sie hier. Ja, war ein kurzer Spike, Leute. Mein Gott, das passiert halt ab und zu mal. Das Internet flitzt nicht 24/7 durch. Irgendwann gibt's halt mal einen Lag. Ja, muss man einmal restarten, dann geht's wieder. Sorry. Bitteschön. Vielen Dank. Schön. Wer kriegt das Geld? Also, sonst hast du das jetzt. Ja, ja. Ach so, okay. Habe ich kurz gesehen, Streamer kurz gelb bei mir. Das kann in manchen Fällen mal vorkommen. Oh, sehr schön, das freut mich doch. Ja, genau, 25,7. Steven, 25,7. So, ich guck's mal vor. Der Nussknacker, ich habe zu danken für 1,07 Euro. Der haut einfach mal raus vom Pass. Er schreibt nichts dazu, außer dass jetzt meine Nüsse wehtun. Dankeschön. Mann, ich bin seit 4 Monaten MVP. Komm noch rein, komm, österreichischen Dialekt. Ja, ich habe sogar schon ein Pad fertig. Da dürft ihr euch richtig drauf freuen. Danke fürs Kaufen, ne? Ja, bitte. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb und nett von dir. Ist ja für einen guten Zweck. Das ist die Frage. Das heißt, wir holen den M5 ab, ne? Ja. Die anderen suchen schon ein Geschenk für die Geburtstagsfeier. Genau. Sag mal, hast du wirklich geschlafen? For real, ja. Weißt du warum? Warum? Ich penne da ja in so einem Zelt noch. Also, ja. Was soll ich machen? Ich bin noch kein Haus. Ach so. Ab 7:30 haben die Bauarbeiten gemacht. Oh. Ab 7:30 ging's. Ja, bei Stadtwerken mal beschweren, das, was wir um 7:30 da machen. Arbeiten? Fragezeichen, was soll das? Und weißt du, wie lange? Denkst du mal, oh man ist Feierabend, oh man ist doch mal fertig aufgebohrt oder aufgeschliffen oder was sie da gemacht haben? Ach nein, das kann man aber mal machen bis 3:30. Puh. Ja gut, das hat's wohl gescheppert, ne, im Zelt. Ich steig gleich mal. M5E60, da ist er. Steig ein. Oh, warte mal. Sorry, jetzt ist offen. Steig ein. Das ist krass, ne? Wenn das reicht. Wir haben sogar schon zu viel Pizza gekauft, ne? Ja, haben wir. Warum? Fällt mir so. Also, 2-3 Mal reicht vollkommen hin. Du meinst am Tag? Ja, ja. Ich habe erst eine Pizza und ein Powerade getrunken. Ja, ich auch. Ich sag doch Pizza, Beste, was du kaufen kannst. Was ist Ruhe für den ganzen Tag? Fertig. Ich trinke nichts anderes, ich sag's dir, wie es ist. Ich auch. Mal schön auftanken. Blutzucker ist ganz on fleek, Alter. Wenn's Wasser nicht mehr reicht, ne? Dann trinke ich blaues Wasser. Blaues Blut. Blaues Blut? Erstmal blaues Blut trinken, ja. Guck mal, man sieht den alten Hauptplatz in der Spiegelung. Seht ihr das? Ja, das war zu heftig. Zu heftig. Hey, was denn? Ah, ich freue mich nur schon auf die Geburtstagsfeier. Hey, warum auf meine oder was? Na, auch jetzt gleich auf die Geburtstagsparty. Welche denn? Oh Mann, Digga. Ach, die Geburtstagsparty meinst du mit dem Kinderessen? Ja, natürlich. Ja, richtig. Mit dem Kinderessen, ja, was? Mit der also Benjamin Blümchentorte und mit den Erdnussflips und die Sau und Trollys, da bin ich dabei. Guck mal, der fährt Ferrari da vorne, so wird immer fragen, ob er... Oh, der will... Was denn? Ich glaube, das sah gerade übel krass aus. Ja, das ist, weil der hier viel zu schnell unterwegs war, natürlich. Nein, fahr mal zu dem Auto, rechts. Ja. Herr Officer? Ich schwöre, der hatte gerade gefühlt Fernseher vorne, die blau und rot gemacht haben. Ja, weil er was falsch eingebaut hat. Alter, sah das krass aus. Er hat die falschen Leuchten eingebaut, glaube ich. Müsste das wieder sehen, oder? Ja, nee, hat's ausgemacht. Ah, jetzt nicht mehr. Der hat doch Blaulicht noch an. Das ist halt überkrass, das aus wie so Fernseher. Ja, outfit-technisch, ne? Wie sieht's da aus bei dir? Nehmen wir was Gleiches, oder? Ja, ich würde da irgendwas. Ja, nehmen wir was Gleiches. Komm. Ziehen wir uns. Ey, wir könnten uns so wie Ärzte anziehen. Nee. Die Ärzte. Echte Ärzte. Echte Ärzte arztieren in einer Arztkanzlei. Echte Ärzte operieren die Staatsbank. Die operiert in der Staatsbank. Oh, danke. Dann kann ich dich direkt abhaken. Und dann lass so anziehen, so ein bisschen wie weiß nicht, mit Hut und so weiter, so richtig dumm. Zauberer. Hast du gerade gesagt, mit Hut so richtig dumm? Ja, mit so einem Zauberhut. Hallo? Ja. Hast du gerade gesagt, so mit Hut so richtig dumm? Ich hab einen Hut. Nein, dieser dumme Zauberhut, du weißt, welchen ich meine. Diesen Hut. Diesen Zauberhut da. Ach, du weißt, was ich meine.
Pakete eingepackt. Hier. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh ja, 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 warte, ich zieh mir schnell einen Anzug an. Ja, genau sowas. Sowas hatte ich mir vorgestellt. Mit so einem Dreckshut einfach. Ja, aber nicht mit unserem Anzug, oder? Oder wir machen Geburtstagsparty, guck mit diesem Ding da. Ja, stimmt. Nee, oder so, so einen Hut anziehen. Was sagst du dazu? Ich zieh so einen Weihnachtsgucke so dann mal Hut auf. Nee, ich zieh mir wie so einen Zylinder auf. Ich mach einen auf, dass ich, ja, ich zieh mir Zylinder auf. Ich sag, ich bin Zauberer. Und noch eine Krawatte und so. Ich zieh's mir so auf. Ich brauch eine Ohrfeige. Ich sag, ich bin unlustig. Brauch noch ein anderes Jungs, Ding. Ich hätte ein Paket für euch. Jo. Wo können wir übergeben? Dauert noch ein bisschen, ne? Also ich hau mich noch mal eine halbe Stunde hin. Später. Ey, sag mir mal schnell deinen Anzug, dass wir den gleichen Anzug anhaben. Ja, ja, warte. Soll ich euch einen Standort schicken, dann holt ihr pass auf, also, Anzug. Ja, schick schon mal, aber es dauert noch einen kleinen Moment. Warte, ich sag dir mal Oberteil, bist du, oder Untershirt, brauchst du Untershirt? Ich bin bereit. Ja, alles, komplett. Weil ich überlege, ob ich da irgendwas, ach, nimm mal sowas Pinkes, komm. Oder irgendwas, das hier. Also Untershirt, die 31. Untershirt 1, 31, erstes Fach. Ja. Untershirt 2, die 13. Wobei ich überlege, ob ich da ein dunkles anziehen soll. Komm, wir nehmen dunkles. Wir nehmen da die 2. Also Untershirt 31, 2. Ja. Oberteil 294, 0. Habe ich. Ja. Dann die Ärmel, die 22. Also die Handschuhe. Ja, ja. Die Hose, ja. Die 24. 24. Hose ist die 24, ja. Stark, wir haben nicht mal die gleiche Hose gerade. Ach so, weil meine ja eine andere Farbe gerade hat. Ja, ja, genau. Schuhe, die 10. Die hast du, glaube ich, dieselben gerade an sich gerade. Schuhe 10, ja. Und dann sind wir das mit demselben Outfit durch. Stark. Warte, soll ich noch den Hut? Den Hut musst du noch holen und dann müssen wir noch eine Maske finden, eine, die uns beiden passt. Und schon sind wir die Zauberer. Ah, dir fehlt noch, ach, warte mal, dir fehlt noch doch noch was, die Krawatte fehlt dir. Die ich vergessen. Krawatte ist unter Kette 10. Was für ein dummer Mitarbeiterladen, Alter. Ich packe einfach, wir packen eine Krawatte auf. Genau, und die in weiß, die passt. Jetzt brauchen wir nur noch dieselben Masken und dann können wir in unseren Zauberladen gehen. Das ist ja Überfall. Wir sind Schweizer. Och, können wir sagen, dass wir Schweizer Zauberer sind? Das wäre so lustig. Ich kann keinen Schock. Ach gut, Grizi. Ja, auch der Schweizer Zauberverein. Englins Lüfli, Zückli. Englins Lüfli, wir sind von der Schweizer Zauberverein. Wir zaubern sie weg. Kästchi, die Käschkästli. Die Tschutschikästli. Kommen sie ins Tschutschikästli und dann nicht. Ich kann Ostdeutsch. Mach dein Arsch zu. Ey gut, das... Ja, ich glaube, ich mache auf einen Schweizer, der gerade irgendwie auf so einer Zauber-Convention in LA unterwegs ist. Ich glaube, das ist ganz lustig. Ach du Scheiße. Ja, das werde ich machen. Da müsst ihr gucken, das Tschutschikästli ist nämlich zu. Und wenn wir jetzt Tschutschikästli aufmachen, ist einfach das ganze Taschentuch weg. Och, guck mal, der fliegt doch Taschentuch. Och, guck mal, reinschneidet in der Taschentuch. Ja. Ja, also ich finde das lustig. Findest du auch lustig? Freddy, findest du lustig, wenn ich das Zaubertuch, das Taschentuch wegzauber vor allen Leuten? Guck mal dahinter, das Taschentuch, wie schwebt. Da ist ein Flachdach in meinem Taschentuch. Ach, guck mal, ich zauber gerade ein Flachdach aus dem Taschentuch. Ach, so, oi, ja, guck mal da, im Tschutschikästli ist jetzt ein ganzes Flachdach drin. Also ich würde das fühlen. Ich wäre da voll dabei. Also ich fühle das schon, ist eigentlich ziemlich lustig, aber ich bin da leider raus. Ich kann das nicht. Ja, das ist halt, weil du kein Schweizerdeutsch kannst. Ich meine, ich kann es ja auch nicht, aber ich versuche so zu klingen in irgendeiner Form, weißt du? Ja. Du musst einfach... Du musst nur so... Und dann kannst du eh von selber irgendwie. Wie muss ich nochmal... Ja, so... Hallo? Warum wäre ich da zigiert? Weil wir Zauberer sind. Magst du mir deinen Zauberkoffer zeigen? Schau, ich bin Officer Zauberer Fox. Ich muss gucken. Guck mal so. Guck mal. Ich bin ein Zauberer Fox hier. Guck. Passt doch, guck doch mal. Ja, echt jetzt? Ey, man hört dich. Man hört dich doch im RP. Das passt halt perfekt.
Ja, warte, ich guck gerade, ich guck. Ich sehe scheiße aus, aber. Ich guck mal hier, der Zaubermann. Ja, ich suche noch. Ja, man hört jetzt alles im OP, dankeschön. Ist mir egal, ist mir egal. Der maskierte Zauberer, wer kennt ihn noch? Das ist der Sound. Boah, es wird so lustig einfach. Das wird wirklich lustig. Ich suche nur irgendeinen. So gehe ich. Ich finde das smart. Wir müssen ja nicht genau gleich, oder? Ich finde das übel cool mit dem Totenkopf. Ich habe nicht genug Geld für die Maske. Oh. Ah, Loser, okay. Einen wunderschönen guten Tag. Ich guck mich an. Hast du Geld für mich? Die Maske? Ja, ich habe $100, warte. Oh, ich habe nur 73. Du armer, du guck. Aber guck, ja. Ich finde die Maske ist ganz cool so. Müssen wir die gleiche nehmen, denn, ne? Nee, ich hab jetzt so einen Hund genommen. Guck, ich mach so. Warte. Hier, so. Ja, okay, passt. Passt eigentlich ganz gut. Ich bin der Zauberhund. Warte, ich muss Kennzeichen abkleben, ne? Stimmt, ja. Also aussteigen nochmal bitte. Ich habe nämlich extra ein Band dabei. Ich habe extra geguckt vorhin. Wir sind dann gleich unterwegs. Wir haben jetzt eine Maske gekauft. Alles klar. Oh, der Kuschkästli. Der Kretschkästli. Ich muss so viel vorlesen, ey. Es tut mir so leid. Der Vorlesehund. Bist du unten am Hafen die Richtung? Ja, genau. Wenn du da Richtung alte Geldwäsche runterfährst, in der Nähe. Check, wir sind jetzt unterwegs. Komm rein ins Auto, komm. Geht schon. Ach Mann, ne. Das war ganz schön lang heute, ne? Ne, ich wollte meine Waffe schon mal reinpacken. Ach so, natürlich. Hast du es im Navi eingegeben? Ja. Aha. Ein Ehrenmann. Okay, ich darf nicht aus der Rolle fallen. Ich muss dieses Schweizerdeutsch durchdrücken. Sobald ich die Geisel habe. Ich darf damit nicht mehr aufhören. Schreibt mir Olivia, sie versteht die Strafe von Jesse nicht. Hä, was ist denn für eine Strafe? Naja, das wegen den 500 Kusch. Der Typ. Achso, ja, weil er Scheiße gebaut hat. Der soll jetzt über ein bisschen was für die Firma machen. Wie meinst du, sie versteht die Strafe nicht? Ich fange mich jetzt nicht an zu rechtfertigen, wenn beide Bosse das entscheiden, Alter. Ja, eigentlich ist es ja du entschieden. Ich hab damit nicht. Ich hab dich einfach machen lassen. Fein. Aber du warst schon damit fein. Wir sind viel, aber sonst. Viel? Ja, Mann, 500 ist schon nicht wenig. Auch dafür, dass die Polizei gleich morgen oder uns vielleicht jetzt wieder die ganze Zeit anguckt. Ich hätte halt eher was anderes mit ihm gemacht. Ich hätte, weiß nicht, im Denkzettel verpasst. Ja, irgendwie im Denkzettel verpasst, keine Ahnung. Also abgeknallt jetzt auch nicht, ne, aber. Wie viele haben wir, Pakete? Ich komme hier gerade runter. Ja, wir sind das. Positiv. Ja, positiv. Das sind unsere Assistenten. Ach, da. Guten Tag. Ach, guck mal hier, das ist schon der. Sind Sie der Freiwillige, der heute dabei ist bei unserer Zaubershow? Gucken Sie mal, ich habe schon meinen Zaubershop dabei. Wunderschönes Ding. Wunderschön, der Assistent schaut perfekt aus. Hast du gut ausgesucht? Ja, bitte, Herr Assistanz, bitte kommen Sie und folgen Sie mir. Der Zauberer, bitte noch einmal kurz zu mir kommen. Ja, natürlich. Ja. Ich hätte noch einen Handschellenschlüssel für den Fall der Fälle. Nein, ich habe einen dabei. Ich bin ja professioneller Zauberer. Ich mache schon seit dem Tschutschikästli nicht mehr zugeht, Zauberei. So, kommen Sie mit. Handy, Funkgerät und Glock habe ich abgenommen. Jawohl, danke schön. So, unser Assistenten. Bitte schön, steigert Sie ein in mein wunderschönes Käschli. Das ist ein bisschen stinkriges Käschli, aber ist nicht so schlimm.
Sie passen Sie auf, ich nehme es jetzt mit. Bitte passen Sie auf wegen den in dem Auto nehme ich hinten. Nee, da müsst ihr aufpassen, ich schneide auch komplett aus Gas. Und nichts fliegen, oder was? Da warten Sie ganz kurz, ich muss das Auto aufsperren, da muss ich. Oh, Jesus, muss ich ein bisschen aufpassen hier. So, jetzt ist Auto offen. So, jetzt gehst du in Auto rein, ja? Perfekt, perfekt. Mhm. Einwandfrei, einwandfrei. So, dann fahren wir gleich mal ins Tschutschi-Gischti. Wo braucht man nicht noch eine zweite Assistenz? Kolleg, Zauberkolleg, braucht man nicht eine zweite Assistenz? Ist das die einzige? Ne, wir brauchen nur eine. Okay, dann sind Sie unsere eigene Zauberassistenz. Bitte schauen Sie sich hinten an, da ist ein kleiner Gurt. Da müssen Sie sich anschnallen, ja? Bitte machen Sie sich das selber. Haben Sie sich angeschnallt, der Herr? Ja, hab ich. Super, perfekt. Da können wir jetzt schon anfangen zu unserer Zaubershow. Können Sie mal Tschutschi-Gästli sagen? Das ist doch super. Bitte? Das ist doch super. Nein, ich frage Sie, können Sie Tschutschi-Gästli sagen? Kommt ganz drauf an. Ja, bitte sagen Sie mal Tschutschi-Gästli. Das brauchen wir heute für unsere Zaubershow. Wissen Sie, wir kommen aus der Schweiz, wir machen Schweizer Zaubershows. Wäre schön, wenn Sie da Tschutschi-Gästli sagen könnten, wäre sonst blöd, wenn nicht. Tschutschi-Gästli. Ja, perfekt, perfekt. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Und dann müssen Sie noch wissen, wie das Schweizer Fondue funktioniert. Da muss man dann Käse reinschneiden ins Fondue. Haben Sie schon mal Schweizer Fondue gehabt mit einem guten Käse drin? Gouda. Ach nein, gar kein Gouda ins Fondue. Da machst du einen guten alten Schweizer Stinkkäse, kommt da rein. Doch kein Gouda, kein Gouda, wach. Die scheint ein Profi zu sein. Ja, so, ja, da kommt der Schweizer Stinkekäse, kommt rein. Doch kein Gouda. Also gut, aber Sie müssen aufpassen. Ich werde Sie heute nämlich ins Tschutschi-Gästli stecken, ja? Und dann werden Sie ins Tschutschi-Gästli verschwinden, verstehen Sie mich? Weil Sie sind in meiner Zaubershow, ne? Jawohl, jawohl. So, ich fahr grad. Oh ne, der macht Umweg. Der macht Umweg. Warum macht der Umweg? Ach, der hat gesehen, dass er abgeklebt ist. Kollege, was mache ich denn jetzt? Der hat gesehen, dass er abgeklebt ist. Ja, da fahr ich nach oben. Direkt da hoch, Digga. Ja, der hat gesehen, ich hab mit Klebeband hinter Kennzeichen abgeklebt. Jetzt ist der hinterher. Fahr direkt da hoch, Digga. Ja, ich fahr schon hoch. Ich fahr doch schon hoch. Fahr direkt da hoch. Ja, ich fahr doch schon hoch. Ich probier mein Bestes. Ich probier mein Bestes. Okay, jetzt bleib noch ein bisschen gechillt. Schmeiß ich dich aufs Flachdach, ja? Ach, hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich. Ich sehe mich schon da. Schau, wir sind schon da. Was geht? Hey, Joch, ist ja weg hier, weg hier, weg hier. Weg, weg, weg. Ich komm her, du kleine Banause. Komm her, du steigst aus das Auto. Du steigst aus das Auto, du kommst her, so, du steigst auch aus jetzt da gleich. Nimm den, nimm den, nimm den, nimm den. So, raus aus dem Auto jetzt hier. Raus aus dem Auto. Ja, ich werde aber gleich die Richtung ausstellen. Warte, ich mach raus aus dem Auto, warte, ich. Links. So. Sicher. Ja, sicher. Okay. So, warte, ich stell noch schnell dich. Pass auf, ich stehst noch schnell den Kfz anders hin, ja? Pass auf, ich muss den Case schon ein bisschen nach hinten schieben. So, das ist der Case, richtig, warte, der Case muss ja nach hinten, warte ganz kurz. Ey, pass auf, ich muss nach hinten, bitte, aufpassen, bitte, bisschen weg, genau, genau. Einwandfrei. Einwandfrei. Wirst du da? Ich geh zu rechts nach oben! Händli ins Lüfti, das ist ein Überfall. Nimmst du Händli hoch, genau, das Händli oben lassen. Mitkomm, mitkomm. Mitkomm, rein da rein, komm, rein ins Stübli. Rein mit dir Stübli, komm. Ins Stübli. Och, mir fehlt gerade auf, ich hab keine Weste. Was ich auch gut. Nicht, was machen wir jetzt? Ja, warte, ich hab Weste dabei, ich hab schon Anzogen jetzt. Das sind zu viele. Ach, viel zu viele Leute hier drin. So, pass mal auf, so, du nimmst da, du bist mal hinten nach oben, ich durchsuche dich jetzt, okay? Ich tue dich durchsuchen. Jo, ja, alles klar. Ja, pass auf, wir machen nämlich eine Schweizer Zaubershow, gell? Wo uns dabei sein bei der Schweizer Zaubershow? Ja, klar, wieso nicht? Perfekt, perfekt. Ach, der war viel Fleisch dabei, ach, da viel Fleisch. Aber muss ich das aber wegnehmen hier, sonst wird's unsympathisch, das Ganze. Oh, ist ja viel Fleisch, der Herr, so viel Fleisch. Okay, was mache ich mit dir? Soll ich dir festnehmen? Ich nehme dir fest, sonst ist mir zu viel. Eine kannst du mich nehmen und dann wird er festgenommen. Der macht ja nicht so viel Probleme, weißt du? Mein tausche ich gleich ein für eine Forderung.
Ja, Bachsch, warte, ich schau noch ganz kurz, dass der gleich die Polizei ein bisschen gechillt ist. Du musst schön gechillt bleiben da draußen. Komm, wir gehen, Alle nach vorne, komm, komm. Hinterher. Ja, nichts, da noch hinten, nicht hinten raus, nicht aus der Bude raus, mit reinkommen. Reinkommen ins Gschutschigästli, genau. In, da drin spielt die Musik, da drin ist die Zaubershow, die Schweizer Zaubershow, genau. Da riecht's nach Stinkekäse, genau, da ist richtig. So, bitte rein, da kommt ein bisschen schneller. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, gell? Ja, nicht den ganzen Tag. Oh, bitte, wenn der ganze Abend ist, ja schon Abendzeit, wir machen eine Abendshow. War es schon mal beim echten Zauberer, der hat sie auch schon mal ins Gschutschigästli verschwinden lassen, gell? Ja, ja, wie, weil meine Zaubershow heißt Zauberer Gschutschigästli, lässt Leute in Gschutschigästli verschwinden. Das ist meine Zaubershow. Ja, genau. Und sie sind aus der Schweiz. Ja, so sieht's aus. So, dann machen wir gleich. Soll ich machen? Ja. Okay, aufgepasst. Ein Nach. Warte, haben wir schon gesagt, wer mitkommt? Hast du den schon durchsuchst? Ja, kann ich ihn hier behalten im Arm? Ich weiß nicht, ob ich so bohren kann. Ja, nee, pass auf, wir brauchen ja einen, der hinten macht. Der muss hinten die Sachen machen. Ja, dann nimmst du den hier noch mit. Ja, nee, tu den mal weg. Ich muss den durchsuchen, was der dabei hat. Der soll mal die Hände nach oben geben. Gib mal die Hände nach oben, was hast du dabei? Okay. Muss ich durchsuchen ihn. Hoffentlich hat er guten Cash dabei für Raclette. Schauen wir gleich mal, was der dabei hat, der Herr. Was hat er denn? Ja, das muss ich leider wegnehmen, das tut mir sehr leid jetzt. Das muss ich wegnehmen, so. Sonst haben wir jetzt noch eine Waffe oder sowas. Ach, die Spitzhacke, da muss ich aber auch wegnehmen, das ist sehr gefährlich. So sonst, aber es ist der Feinwagen. Oder ich muss nochmal, kann ich nochmal ganz schnell in die Ecke pinkeln hier vorher. Ich schwöre, ich muss seit einer Stunde pinkeln. Warum machst du nicht vorher nicht bei der Zaubershow? Die Staude ist viel zu lange. Ich muss so trinken. Ja, da geh ich schnell, komm, geh schnell in den Dreck, bisschen, okay, schnell. Wir sind in den Ecken. Ach, geh schnell in den Ecken, bisschen. Es gibt sich Blitschi mache ich so, ich kann die Hände unternehmen. Da nehme ich sie aber mit. Akzent, okay. Habe ich noch nie gehört. Bitte was? Bitte? Was für Akzent? Den Schweizer Akzent habe ich noch nie gehört. Ja, ich bin noch echt der Schweizer, ich bin Zauberer. Seit 25 Jahren Schweizer Zauberer, Nationalzauberer in der Schweiz. Was ja, zaubern. Ich zauber Leute weg. In meinem Tschutschikästli ist mich Leute ein, und wenn es weggezaubert, dann gibt es ein kleines Zaubersprüchli und dann ist der weg aus dem Tschutschikästli. Alter, ich träume heute Nacht von dem Scheißwurden, ne? Bitte was? Alles gut. Wollen Sie eine Kokosnuss weg auf den Kopf haben von mir? Da tue ich Ihnen eine kleine Kokosnuss auf den Kopf zaubern. Dann schaut es nicht mehr so lustig aus wie jetzt gerade, ne? Oh mein Gott, das wird die Tschutschigästli noch ein bisschen. Ach, tut das weh. Mir tun die ganzen Schweizer Leute, die von real Schweizerdeutsch reden und. Lass mal los, Legerli. Ja, leg mal los. Bitte schön, warte, nimmst du den gleich in die Händli? Soll ich den mitnehmen? Ja, nee, den tust du ins Händli nehmen kurz. Ganz kurz. Okay. Ich nehme den dann ja mit zu mir. Okay, pass auf, okay. Prinzessin, du, gell? Also die ich gerade in den Arm habe, gell? Du gehst mit uns bis nach hinten zum Tresorraum, ja? Ich mach dann den Tresorraum auf, ne? Und wenn ich den aufmache, rennst du rein, ja? Und dann nimmst du die ganze Beute mit. Weißt du, wie Termit funktioniert? Termit? Hast du schon mal mit Termit was probiert? Benutzt. Weißt du, wie geht? Noch nie benutzt, der Termit. Ja. Warte, das ist so eine 50-50 Chance, dass er weiß, wie das geht. Pass auf, warte, ich tu dich mal kurz weg loslassen, ja? So, ich geb dir jetzt mal Termit. Oder Kollege, gib ihm mal Termit, so viel er braucht. Ich glaube, zwei Stück. Ich brauch das Termit. Ja, warte, ich habe hier noch zwei Stück. Warte, ich gebe dir mal zwei Stück. Pass auf, hier, ich gebe dir zwei Stück Termit. Pass auf, also, wir zwei, gell? Nur wir. Die anderen nicht. Die anderen sind aber auch da. Aber wir zwei, wir gehen nach hinten in den Tresorraum. Da mache ich doch meine Zaubershow, gell? Da mache ich auf. Mit meinem Zauberspruch, weißt du so? Verstehst? Mhm. Genau, dann mache ich Schweizer Zauberspruch. Dann gehen wir rein und du räumst aus. Hinten sind Sachen. Du nimmst das Geld mit. Hast verstanden, das Geld. Und dann, wenn du Geld hast, dann sind zwei Türen. Die eine Tür machst du auf mit Termit und die andere machst du auch auf mit Termit. Und da ist dann Gold drin. Dann ist da Gold mit, okay? Okay. Hast du verstanden? Ja, ich glaube, das ist. Wenn du das falsch machst, wirst du den ganzen Tag weggesperrt ins Tschutschikästli, dass du das weißt, gell? Ja, das wäre schlecht. Nur, dass du weißt. Okay, gut, wir starten, aufgepasst. Bitte einen Meter zurücktreten, dass ich da hacken kann. Ich meine, den Zauberspruch machen kann. Bleib stehen. Boah, ist das schlimm. Oh, diese Stimme, das ist so heftig schlimm. Tut mir so an die Schweizer leid, sonst müssen wir mal hacken hier.
FA, den habe ich gefunden. Die hier. So, wir sind drin, wir sind drin. Es geht. Kommt. So, alle mitkommen. Alle mitkommen, komm. Alle rein. Genau, alle zu mir. Alle mir nach. Genau. Nach hinten. So, eine falsche Bewegung, ja, und dann gibt's zwischen die Augen, hast du verstanden, gell? Und du wartest jetzt, ich mach hier auf. Wie ging das nochmal? Ach so, warte, hier so. Oh. Mobs, den so knackt. Na, das ist das nochmal die. Erste Mal, ja. Vier brauche ich immer, ne? Okay, erstes Signal richtig. So, das Ding, zack. 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 Und welches? Das da, glaube ich, ne? Die zwei. Bitte sei richtig. Ja! Okay, doch das letzte. Zack. Zack. Das da hier, ne? Und. Oh ne, was ist das hier? Ne, das ist es nicht. Oh, kacke, was war denn das letzte? Hier, das hier. Bitte sei richtig. Ja! Ich hätte fast das Falsche ausgewählt. Okay, wir haben es geschafft. So, aufgepasst, du gehst da jetzt rein. Du nimmst da jetzt alles mit. Okay, alles mitnehmen. Schön einpacken und du schaust blöd. Du machst nichts. Du schaust einfach blöd durch die Gegend, ja? Einfach blöd gucken. Kriegst du alles hin? Ich habe jetzt schon den dritten, mache ich jetzt. Okay, auch. Perfekt, dann geht's dich aus. So, schön einfach zugucken. Und er macht leer. So, pass auf, ich mach nächste leer, ja? Und du machst dann hinten hier auch, du machst hier die Termit dran, genau, so und nicht anders. Perfekt, das ist jetzt die Zaubershow, aufgepasst. Genau, du machst auf, du machst schon richtig. Schön alles aufmachen, gell? Alles aufmachen. Bleib hier. So, ich nehme mich auch gleich mal mit dir, gleich mitnehmen. So, keiner bewegt sich, keiner macht. Ich kann noch kurz reingehen. Es funktioniert. Das Schweizer Zauberteam zaubert die ganze Nationalbank weg. Schon wenn du fertig bist, da drüben ist auch noch eine Kiste, gell? Mhm. Du machst die letzte Kiste hier drüben, ja? Glaub, auch vorne, wobei schon fertig ist. Okay. Drüben ist fertig. So gut, ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, da ist nämlich auch nichts mehr. Das habe ich gemacht, jawohl. Gut, dann wir können alle raus. Alle mir folgen bitte. Folgen. Ja, alles gut. So, pass auf. Lass Hände oben, ich nehme dir die Sachen ab, gell? So, wer hat jetzt gerade gerülpst hier drin? Ich nicht. Ich auch nicht. Irgendwer hat da gerade richtig schön gerülpst da drin. Das ist richtig unter aller Sau. Unter aller Sau ist das. Das ist der Sound auf der Spende. Gerülpst. So, die 29. So, perfekt. Ich glaube, ich habe alles. 29 Stück. Stückli. Also, das nehme ich aber mit hier. Das könnte ich ja mitnehmen. Ja, das nehme ich mit. Ist ja gut. Super. Ja, wir sind gleich fertig, Jungs. Dann macht ihr noch die letzte Sache fertig. Und dann haben wir die ganze Bank weggezaubert, gell? Die ganze Bank weggezaubert. Ist schon alles weg, hast du schon gemacht? Wunderbar, dann sind wir fertig. Schau, wir haben sogar noch drei Minutos. Oh, ernsthaft? Ja, drei Minuten ist. Wir brauchen den Guinness-Buch der Weltrekorde hier. Ja, eigentlich schon. Ach, warte, ich nehme nur kurz den Herrn da mit. Bleib's mal kurz stehen. Der Herr da vorne, der ist so schön ist. So ein hübscher. Was sie nämlich so mit. Gut, ich glaube, es ist neuer Rekord. Wir waren noch nie so schnell im Zaubern. So schnell ist das Geld noch nie verschwunden aus der Asservatenkammer. Das ist eine Nationalbank. Nein, das ist die nationale Asservatenkammer ist da unten. Da sind ganz viele Drogen drin von den ganz bösen Leuten. Deshalb sind wir hier. Wir sind ja gute Zauberer, wir sind gar nichts Schlechtes. Wir sind die guten Zauberer, wir sind die guten. Nichts böse. Nein, nichts böse. Ey, Kollege, wir können gucken, ob oben was ist. Du bist Kollege. Kollege, wir könnten oben gucken, ob oben was ist, Kollege. Ja, können wir. Können rein, Theorie, aber zuerst in die Verhandlung rein.
Wir gucken. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Tag, gute Nacht. Guten Tag, ist da irgendwo ein Tschütschigästchen zum Reden? Komm mal ein Stück zurück. Ach, davor. Guckst du, oh, da kommt er schon. Guten Tag. Wir sind echte, was, echte Zauberer. Wollen Sie sehen, wo ich denn her mit Tschütschigästchen einspiele, nicht mehr rauskommt? Bitte nicht. Ich wollen es nicht, das gell? Wollen wir ja heute nicht sehen in der Show. Nein, ich wollen es nicht. Wir machen gerade Schweizer Zaubershow, echte Schweizer machen eine Zaubershow in einer Bank. Wir haben schon das Geld verschwinden lassen. Okay. Ja, hoffentlich lassen sie die Geiseln nicht verschwinden, weil die wollen wir nämlich zurückhaben. Ja, da würden wir noch gerne ins Tschutschikästli einsperren, dann machen wir die verschwindli. Die werden dann ins Lüftli verschwindli. Das wollen wir aber nicht. Joch, wäre schon lustig. Naja, lustig ist wahrscheinlich was anderes. Also unser Schweizer Humor ist schon lustig. Der ist vielleicht lustig, ja, aber das gerade ist nicht so lustig. Wissen Sie, was ich lustig finde? Sagen Sie es bitte. So, ihr Lieben, ich leg mich hin. Also, lustig finde ich eine Mumie. Wissen Sie warum? Nein. Weil das ein Mensch ist, ein Schisslipapierli eingewickelt ist. Ach so. Ist schon lustig. Ist ja lustig. Der Gedanke ist lustig, ja. Ja, schon ein lustiger Gedanke. Ja gut, bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie schon Tickets gekauft für unsere Zaubershow hier? Nee, Tickets wollen wir heute nicht. Gleich, wenn das Ganze ohne Waffen passiert, dann können wir Tickets darüber reden. Das ist gar kein Problem, Mann. Jawohl. Ja, natürlich. Aber mit Waffen ist auf jeden Fall erstmal kein Ticket. Ja, mit Waffen ist kein Ticket. Natürlich. Wir möchten auf jeden Fall die drei freiwilligen Herren, die Sie da mitgenommen haben, wahrscheinlich für ihre Show möchten wir wieder haben. Die möchten wahrscheinlich auch ihre Freiheit wieder haben. Ja, zwei Stück waren ja schon da. Die haben schon gebucht. Die haben ja schon gewartet auf die Zaubershow. Freiwillig hat mir gefallen. Sehen Sie! Aber ich denke, die Herren möchten auch wieder irgendwann aus der Show raus, oder? Ja, natürlich. Wie gesagt, am Ende gibt es ein riesengroßes Massaker mit einem wunderschönen Tschüssi-Kästchen, wo die alle schon eingesperrt werden. Und dann verschwinden sie in der Lüftli. Aber sich können wir auch auf einen anderen Dach verschieben. Kein Problem. Ja, am besten verschieben wir ans Ende der Welt, aber heute nicht und morgen auch bitte nicht und die nächste Zeit auch nicht. Ja, auf gar keinen Fall. Da sind wir uns schon mal einig. Ja, wie gesagt, wir möchten die drei Herren auch wieder haben. Ja, natürlich. Wir möchten auch wieder eine Freiheit. Was können wir denn dafür tun? Ja, wie wäre es denn damit, dass wir damit anfangen, dass sie vielleicht darauf gucken, dass wir hier ganz normal wegkommen, ohne dass die Reifen irgendwie platzen. Dass sie kein Platzi machen, wenn wir drüber fahren. Haben Sie den Reifenluftdruck geprüft? Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Mich geht es ja darum, wenn Sie irgendwo kleine Spikes aufstellen und wir fahren drüber, dann ist problematisch. Ach so. Wir wollen eine unproblematische Problematik verhindern, der. Unproblematische Losfahrt, meinen Sie, ja? Ja, genau, wir wollen nicht, dass irgendwie irgendwas an die Reifen kommt und wir dann über Spikes drüber fahren, ne? Okay, verstanden. Auf gar keinen Fall. Gut. Dafür kriegen wir die drei Herren dann? Ja, ich wäre schon, wenn wir mal eine bringen. Wie soll man denn bringen von der, ich glaube, der Herr dahinter hat lang gefahren, gell? Der hier. Ja, wie wollen wir denn mal den hier da lassen, genau? Geht's denn allen dreien überhaupt erstmal gut? Ja, ich glaube, einer hat Grübs unter, der hat sich fast übergeben. Ich glaube, der ist für Kassgäse im Auto. Wer wäre der hier? Ich glaube, das ist eh der so lange gewartet hat. Schau, mach der hier vorne, komm, den tust du mal weg. Hast du die Schlüssel? Ja, natürlich habe ich die Schlüssel. Hast du hier kein Schlüssel mitgenommen? Natürlich nicht. Ja, aber sie haben noch einen Schlüssel dabei. Kannst du dir den Schlüssel wegmachen? Vor der Handschelle. Die Handschellen, ja. Ja, komm, du den mal rüberschieben. Ja, komm, nimm den mal, geh mal rüber hier von selber. Ich zauber dich jetzt von hier nach drüben. Ich glaube, der hört nichts. Oder auch nicht. Hallo? Ah, jetzt hört er. Ja. Du gehst zu den Polizisten da, rüber, okay? Polizisten. Rüber, komm. Gerne. Ja, komm, sag mal hier bitte durch, hinten durch. Genau. So, dann haben wir schon mal was für die Spikes. Das kann Spikes sein, das ist schon mal gut. Ja, die anderen beiden möchten bestimmt auch die Show verlassen irgendwann mal. Ja, das werden wir dann überlegen, wie wir machen, ne? Ich meine, was könnte sie anbieten für die zwei hier? Vielleicht 50.000 Millionen Dollar? Oh, ja. 50.000 Millionen. Ja, die wiegen sicher 200 Kurex. Nee. Nicht? Ja,
kriegen wir nicht hin. Ja, wie viel Kurix denken Sie, wird dann einer wiegen? Was ist denn Kurix? Ja, die Größe des Scheißhaufens. Aha. Die Schweizer Einheit, Sie wissen. 200 Kurix, 100%ig 200 Kurix. Also der Herr, der ich hier in der Hand habe, der trägt sicher 200 Kurix in sich. Was halte ich davon? Über das Umtauschen können wir richtig gut Geld machen, verstehen Sie? Boah, für die Zauberschau. $200 haben. Ja, wie? $200 können Sie von mir haben, ja. Ja, für den einen, Ihr paar Dollerchen, wie viel denn? Gebe ich, ja, 2000 für beide. Boah, ist aber schon wenig. Ist Ihnen unser Leben. Der hat so über 200 Kurix, 100%ig, das ist viel mehr wert. Das hat mit Ihrem Leben zu tun, aber ich immerhin. Ja, denken Sie an die 200 Kurix, die der Herr ausdrücken kann. Ja, der kann 100. Ich weiß nicht, was Kurix ist. Ja, das ist die Einheit von Scheiße. Sagen Sie nicht doch, wenn ich sage, ich weiß nicht, was das ist. Natürlich wissen Sie es. Sie müssen da dabei sein, in der Schweiz, wenn die Kurix ausgeschissen werden, ja? Ach, 200, das geht bis an die Wand hoch. Bis an die Knie stecken. Auch von den Nachbarn so 3 Meter hoch vielleicht. Ich besuche gerne die Schweiz. Das geht alles schneller, wenn wir hier die zwei Herren rausbekommen. Dann kann ach, schön, ach, schön, ach, schön. Ja, gut, ja, gut, ja, mach mal. Ja, natürlich, kein Problem. Ja, schauen wir gleich mal, was wir machen. Ich glaube, wir sollten uns mal besprechen wegen der Kurix. Genau. Jawohl, Grützli. Das sind mindestens 80 Kurix. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ey, warte, komm mal mit. Ey. So, sollen wir gucken, ob oben alles frei ist? Kannst du machen. Ja, willst du denn kurz dann bei dir behalten? Ach nee, ich nehme mich kurz oben mit. Ich bin gleich wieder da, Jungs, Mädels. Die 80 Kurix. Er ist von South Park. Kennt ihr die Folge? Die Schweizer, die diese Kacke berechnen, wie groß die Kacke ist, wie groß der Kackhaufen ist. Und die das in dieser Maßeinheit Kurix berechnen. Es hat gerade gut dazu gepasst, denke ich mal. Ich glaube, die Maßeinheit gibt's in Real Life leider nicht, aber ich finde es schon irgendwie funny. Mal schauen, ob die das hier umstellt haben. Was ist Kurix? Er muss das aufbauen gucken. Guten Tag. Ich glaube, da ist niemand. Ist da echt keine Sau wieder mal? Ich hab das Gefühl, da ist niemand. Aber doch, da ist einer. Uiuiui. Ich hab dich nicht gefragt. Oh, da kommt einer. Da kommt schon einer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, das ist keine gute Ausweg. Das machen wir lieber nicht. Das ist keine gute Ausweg. Ich könnte dich noch höchstens von der Terrasse runterschützen lassen. Wär schon lustig, aber da müssen ganze Leute reinkommen. Weißt du, so verschwinden lassen auf schnell. Weißt du, das ist richtig? Guck, ist immer schon richtig gegangen. Ich muss hier wieder runter mit den Tschütschigistli. Guck. Ey, auch Problem. Wir haben ein Problem. Da hinten war jemand, da kannst du nicht raus, da steht jemand. Oh. Ja, ist nicht gut, da müssen schon von vorne raus. Ich wollte nämlich einen schönen zauberlichen Auftritt machen, ne? Dass wir die rauskommen, so puff und einfach weg. Aber ohne Backstage geht nichts, ne? Das geht nichts. Ja, wie machen wir Besprechung? Sollen wir das eintauschen gegen, was sollen wir eintauschen? Gegen Geld oder soll man sagen, eine Forderung? Weil der hat sicher 200 Kurix in sich. Wie schnell ist dein Auto? Das sage ich jetzt nicht. Es ist okay. Pass auf, da sind Kameras da hinten. Guck, nicht, dass die gerade zuhören. Aber wir müssen. Komm, ich hab eine Idee. Ja, guten Tag. Ah, schönen guten Tag. Wo sind Sie denn? Ich bin hier links von Ihnen. Herr Kurix, ach, hier sind Sie. Bitteschön. Also, ich habe mir noch mal überlegt, wegen den 200 Kurix für den Herrn hier. Ja. Ich würde mir gar nicht wünschen, dass ich da irgendwas für bekomme, ja. Okay. 200 Kurix stehen dann Ihnen zu. Ja. Folgendes Problem nur. Ich hätte sehr gerne, ich weiß nicht, dieser Porsche, der da steht. Ist das Ihr Porsche? Ich kann mich jetzt erstmal hinlegen. Nein, das ist nicht meiner. Warum steht denn der hier so nah an meinem Auto? Guten Abend. Guten
eine Frage. Ist das von einem Kollegen, das Auto? Das kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Müsste ich mal eben fragen. Ja, könnte ich mal fragen, dass ich mal das Auto wegschiebe. Ein bisschen, ich will, dass Sie ein bisschen Platz machen. Hier vorne das Auto steht viel zu nah an mir dran. Guck es mal, guck es mal. Das ist viel zu nah, viel zu nah. Der ist auch viel zu nah dran. Der Kollege macht schon weg. Ich den mal wegmacht, weil kann ich Ihnen geben für 200 Kurix. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was Kurix sind. Ich habe noch nicht auf Google. Der Porsche Panamera, der hat natürlich Spritkosten hohe, ne? Da möchten wir jetzt natürlich auch den einen Herrn, den sie da vielleicht in der Hand haben, für wieder haben. Was hat das mit den Spritkosten zu tun? Ja. Na, ich finde, dass das Auto vorne ist auch ein bisschen zu nah dran, schon nah dran. Ja, da vorne, der SUV, der große schwarze SUV. Der schwitzt nah dran, der schwitzt nah dran. Schon ein bisschen schieben. Bisschen schieben, also ein bisschen aufmachen, ein bisschen mehr Platz. Der bleibt. Also der fährt sowieso nicht los. Ja, das sagen Sie jetzt, das sagen Sie jetzt. Ja, wer soll das denn sonst sagen? Ach, weiß ja nicht. Ich meine, ich bin ja derjenige, der hier was sagt. Ach, Sie sind derjenige. Ja, wir sind ja die beiden, die hier gerade am Kommunizieren sind. Ja, dann schieben Sie ein bisschen zurück, ein bisschen zurückschieben, 5 Meter, 10 Meter nach hinten, nach links, bitte. 5 Meter können wir uns einigen, ja. Ja, machen Sie 5 Meter zurück, ein bisschen, 5 Meter. Dann können Sie mir den Herren in die Hand geben und dann kümmere mich um das Auto, ja? Ja, das mache ich so. Okay, das ist ja gut, das ist gut. Lass mich, ich weiß, ich hatte der Herr noch was dabei. Nicht, dass der, weißt du, ich gucke noch ganz kurz, ja? Ich schaue, ob der Herr was dabei hat, was ich nicht dabei haben sollte. Vielleicht noch mal ein paar Kurix dabei. Drehen Sie sich um! Weil der hat ja was noch dabei davor. Der hat ja was dabei. Aber stecke ich jetzt nicht Ihnen ein, gell? Ja, Sie müssen Hände hoch tun, das Handy in die Lüftli. Muss ich ja durchsuchen, ja? Na, das ist gut, das ist gut. Ist gut, ist gut. Ja, ist gut. Okay. Dann kannst du abmarschieren. Gut, dann einmal her. So, stehen Sie bitte das Stützigästchen nach hinten, gell? Oh ja, nach hinten Schiebli. Kasten da. Ja, genau. Genau, nach Schiebli, Schiebli. Ja, schieben nicht, aber ja. Na Schiebli. Was? Kopf mit Unterhose auf dem Fahrrad? Wo denn? Hä? Söhne. Eine Verfolgung dabei. Oh ja, das wäre eine Forderung, die wäre lustig, was darum geht. Fred, hier keine Zaubershow. Ah, das darf ich nicht sagen. Misfit, danke für die Donation. Ich lese alle Donations noch vor. Ich habe auch sehr viele Donations vorgelesen. Leute, ich lese jede einzelne Donation vor. Ihr wisst Bescheid. Bei mir wird keine Donation ausgelassen. Kuss geht raus. Ey, Leute, wir sind 9773 Leute. Leute, lasst ein Like da. Hauen wir mal ein Like halt raus. Come on, let's go. Haut auf den Like-Button. Wichtig, wichtig. Auf den Stream. Auf die 50 Millionen Likes. Ja. Haut da drauf. Wichtig und richtig. Auf den Like-Button pushen. Was für ein Geräusch gerade. Oh, die sind auf jeden Fall gerade einen Schlüssel am Basteln. Das hat ein sehr komisches Geräusch. Können wir denn sonst schon weitermachen? Der eine Herr möchte ja auch die Show verlassen. Nein, danke schön. Alles gut. Wir können auch weitermachen. Wie gesagt, das Fahrzeug ist gleich weg. Wir können ja auch sonst. Ich glaube, wir sind soweit. Ja, wenn schon alles bereit sind, dann ist gut. Ich weiß nicht, ob ich nochmal auf Toilette gehen. Sie auf Toilette gehen? Ja, ich muss noch vielleicht bissen, dann kannst du kurz nach drinnen ein bisschen Lulu machen. Ja, dann bitte, ich halte sie nicht auf. Ja, geh ich kurz Lulu. Ich noch zurück. Ich muss nochmal Lulu. Du, ich muss ganz kurz Lulu, ich bin gleich wieder da, ich geh schon hier pinkeln. Könnte ich noch schnell ein Powernap machen, ich hab Mist durch. Ja, dann machst du noch ein Powernap und ich mach noch schnell hier. Ich brauch Schlüssel. Ey, warum denn? Ja, der hat Handschellen an, wie soll er das machen? Ach so, Powernap stimmt, machen, stimmt, dann? warte, komm her. Bitteschön. Danke. Der war Lulu. Warte, ich muss noch ganz kurz zum Herrn sagen, ist ein Powernap ist. Entschuldigung, bitte. Der Herr da drin, unsere Geisel, die muss auch noch mal kurz auf Toilette. Ja, ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Okay, alles klar. Wir waren schön Lulu. Ich bin gleich wieder da. So kurz was anderes. Ich hab da ein ganz komisches Geräusch bei mir. Was ist das denn ein Geräusch, Alter?
Da muss ich mal angucken. Und ich muss mal Pipi. So, aua. Da bin ich wieder zurück aus der Jutschi-Kistli. Da bin ich wieder. Servus, servus. Grüezi. Du hast ganz lange jetzt gebraucht, bis die Lulu rausgekommen ist. Das war sicher 50 Urix. Was ist das? Das erzähle ich dir dann, wenn wir hier weg sind. Ja, warte, die Geisel ist noch. Aua, Nepali! Ach, schau doch, der hat schon einen Helm auf da. Oh, guck, das sind sie von der Polizei. Sind sie von der Polizei, oder was? Nee, nee. Super, super, da gehen wir raus jetzt. So, meine Damen und Herren, wie wär's denn mit der Tschutschi-Gästli? Ja. So langsam wird es Zeit, es wird Zeit. Ja, das, Wann wollen wir uns treffen hier? Das ist eine gute Frage jetzt. Wann wir uns treffen wollen? Ja, nee, wann was losgehen, das ganze Treff hier? Wir wollen ja fertig werden mit der Show. Ja, von mir aus um 34. Um 34? 34? Ja. Was ist jetzt für Uhr gerade? Was ist denn gerade überhaupt? Wir haben jetzt 22.32 Uhr. Das ist ja auch 2 Minuten. Das sind 2 Minuten unter den Umständen, dass wir den Herren gleich bevor sie einsteigen auf die linke Seite übergeben bekommen. Jo, das ist kein Problem, Dafür lasse ich sie in Ruhe einsteigen, können sie ihn anschnallen in Ruhe, Radio anmachen und dann kannst du losgehen. Ja, okay, da kann ich jetzt schon einsteigen. Sie jetzt schon einsteigen, das wäre nicht so günstig, ne. Warum ist jetzt auch nur 1 Minute, bitte? Ja, sie können von mir aus die 1 Minute draußen verweilen und dann gleich wirklich einsteigen. Ja gut, dann machen wir das so. Ich war jetzt schon eingestiegen, ein bisschen. Ja, nee. Ja, warum nicht? Damit wir auch wissen, dass sie nicht einfach direkt losfahren. Ich meine, sie können einsteigen von mir aus, der eine Kollege muss aber dann draußen bleiben noch. Ja, der bleibt draußen, natürlich bleibt er draußen, ich steig rein. Ja, natürlich, der bleibt doch draußen, ich meine, gut. Ja, wir nehmen die Geisel mit. Ja, nee. Weißt du, ich komm nicht ins Auto rein, das ist schon wieder so ein Problem. Ach, jetzt ist es drin, Ey, sag mal, hast du noch was zum Auftanken dabei? Ist ein bisschen leer, das Ganze. Ich habe einen Kanister dabei. Ja, warten Sie, können wir schnell aufkanistern? Ja, dann tanken Sie auf. Ja, weil wir haben für den noch keine Forderung eingenommen. Dann nimmst du mal, gib mir den mal her, dann machst du den Tank. Magst du auftanken? Super, super, dann machst du erst schnell den Tank. Wissen Sie, ich habe jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass wir noch einen Kanister dabei haben. Wir haben einen Zauberkanister. Ich habe gehört, wenn man den einfüllt, wird das Auto wieder voll. Ja. Tut mir sehr leid, es ist sehr unvorbereitet, der Zaubertrick gerade. Ja, sehen Sie gerade die Backstage-Einheit, die dürfen sich gar nicht sehen, kann ich da. Ja, ich guck weg, gekonnt. Ach, schön, Dankeschön, weil unsere Tricks, die kosten viel Geld. Ich kann nicht danken. Ja, was spät bist! Muss schon richtig danken. Komm, ich rein damit die Kanister. Kriegst nicht hin.
Ich glaube, du bist blöd für Kanister. Seins, das ist das, der Kollege, der ist zu blöd, um die Kanister zu tanken. Der kann den Zaubertrick nicht. Ich kann nicht. Weißt du was, ganz kurz, komm, ich tue den ganzen weg, ja? Dann gibst du wieder den blöden Kanister, gibst du jetzt mir. Gibst du wieder den blöden Kanister, du bleibst schlecht dahinter, gell? Dann kriegst du wieder den blöden Kanister, dann probiere ich aufzutanken, gell? Ja. Was, wie kann man so blöd sein? Das ist doch dein Zaubertrick. Das ist mein Zauberkasten, natürlich. Wenn ich nur einsteige, aussteige, nehme ich den Kanister in die Hand. Das ist unglaublich, muss ich noch mal zeigen, wie der Zaubertrick funktioniert. Versuchen Sie mal auf der anderen Seite. Ich glaube, der Tank. Doch, funktioniert doch! Wo ist der Problem? Funktioniert! Ich konnte dich danken. Ja, was so blöd bist, du bist so blöd für den Kanister-Zaubertrick. Einfach zu blöd. So, der Kanister ist eigentlich noch mal eins. Guck, ist voll. Ist voll, super, ist voll. So, lass mal nochmal die Waffe aussteigen. So. Ich nehme eine Waffe, nehme ich nochmal. Geht's los? 3 Minuten haben wir dann. Ja, okay. Du stehst schon mal ein, warte ich da drin. 36. Ah, so sieht's aus. Ich kann dir nur gerne nochmal Bescheid geben, falls sie keine Uhr dabei haben. Jetzt werden sie aber frech. Ah, ich weiß nicht, ob sie eine Uhr dabei haben. Ist ja nur nett. Ja, natürlich. Sie nicht, jetzt müsstest du nicht bumpig werden, gell? Ja, jetzt haben wir 36 daher. Bitteschön. Ja, mal zu mir durch. Wir sind draußen aus der Bank. Also wir sind jetzt am Tor. Wäre cool, wenn wir einen Backup-Plan hätten. Das wäre cool. Backup. Wenn so schief geht, ich merke das jetzt schon, das ist nicht gut. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Mit was flüchtet ihr? BMW M5. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Soll ich euch was bereitstellen oder? Ja, am besten abholen wäre am besten. Außer du kannst nicht fahren. Das ist schlecht. Jetzt konzentrier dich erstmal, chill. Hat leider nur ein Zweisitzer, der schnell ist. Das ist gerade das Problem. Ich glaube, sonst ist niemand mehr da, außer ich und Amelie. Die alle schlafen. Du hast aber noch Nost, denk dran im Notfall. Oh, du hast weiten Abstand, Digga. Einmal. Oh, hinter dir. Schade. Aber hätte fast geklappt, wäre das umgedreht. Ey, krass, Alter. Das wäre so geil. Eine 10 Sekunden, 5 Sekunden länger wären wir weg raus gewesen nach hinten. Warum haben wir eine Highspeed hinter uns? Gibt es da einen Grund wieder für? Ja, stimmt, warum ist eine Highspeed hinter uns? Keine Ahnung. Was war denn jetzt? Du sollt eigentlich nicht mitfahren, also sie dürfte nicht mitfahren. Digga, wir haben verschissen, gell? Warum? Ich hab mir das Nitro nicht gegeben. Ja, du kannst es reinlegen in die, Dings drüben. Leg's rein. Kannst du dich nur vollkommen mal bereit machen? Ja, das ist. Ja, das Handschuhfach ist zu klein. Oh, dann ist blöd. Also du kannst es mir auch so geben. Nee, geht nicht. Okay. Frag mich schon, was die Highspeed hinter uns wieder macht. Die sollte gar nicht mitfahren dürfen. Also, langsam pisst mich das wirklich an, ne? Weil ich glaube, ich habe es jetzt 50 Mal kommuniziert, dieser Drecks Highspeed, weil wir fahren halt mit dem Ding. Was ist seine Intention gerade gewesen? Einfach mitten auf die Straße stellen? Lecker. Weil das mit der Highspeed, das pisst mich wieder übelst an. Chill. Ja, was sollen wir denn machen?
Ich bin nicht mal auf dem Highway oder so. Da fahre ich jetzt aber langsam hier. Dürfte halt hinten gar nicht mitfahren. Rein theoretisch, laut Fahrzeugklasse. Dass das Problem immer noch da ist, obwohl wir das im PD erstmal gesagt haben. Ja. Ach schau, das bringt sich nichts, was willst du machen? Also wir könnten jetzt natürlich da auf Nitro zünden, aber ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Werde ich aber wohl machen müssen. Was ist das dahinter? Keine Ahnung. Oh, nein, Highspeed. Nicht dein Ernst. Warte, lass mich gucken. Doch. Zwei. Wir haben zwei Highspeeds hinter dem M5. Highspeed fährt 330, mein M5, 340 oder so, und meiner fährt 300. Just saying. Was soll man denn machen? Wobei zwei Highspeeds hinten dran. Könnten nur Supersportwagen flüchten. Und selbst da fährt die Highspeed ja schneller als unseren Wagen, ne? Oder wir schießen. Einzige Möglichkeit. Sonst gibt's keine. Hast du einen schnellen Viersitzer? Was? Du einen schnellen Viersitzer, also einen Viersitzer, der schnell fährt. Ich hab Raptor und M50S. Ist er getuned? Ja. Wo also steht denn der? Ey, wärt ihr bereit zu schießen? Wärt ihr bereit, euch irgendwo aufzustellen? Wäre das möglich? Ja, musst du uns aber einen kurzen Moment geben. Ja, wir haben noch über die Hälfte voll, aber wir haben halt zwei Highspeeds hinter uns. Wir kommen da sonst nicht weg. Wir müssen auf den Fehlerhaufen, Digga. Wie viele? Eine oder? Ja, wir haben zwei Highspeeds hinter uns und wir fahren mit dem 5. Wir fahren 300 maximal, die können 330, 340 fahren. Ja, viel schneller als wir. Gibt's was wir vielleicht auch noch probieren könnten, wenn du East Highway hochfährst, morgens, dass wir Licht machen, die Schatten nach Highway. Licht machen oder die Reifen zerschießen. Ja, entweder das oder halt die Reifen zerschießen, anders kommen wir nicht weg. Und ich würde, das heißt, ich würde Vollgas draufballern, wenn ich ihr werdet. Ich würde irgendwo eine Dings aufbauen und dann Vollgas drauf auf die Highspeeds. Andere Möglichkeit haben wir gerade gar nicht. Müssen aber schnell machen, wir haben noch über die Hälfte voll, aber ihr wisst, man weiß ja nie. Jo, check. Ihr versucht bitte auf Reifen zu schießen, die müssen... Was ist Ihre Intention, sich mitten auf die Straße zu stellen, Sie Vollhorst? Wirklich, er stellt sich schon das zweite Mal... Pass auf, der Nächste! Ja, stell dich mitten auf die Straße, genau. Was ist das? Wie soll ich dich mitten in den Weg stellen? Ja, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Stellen sich mitten auf die Straße und denken, sie bewirken was, weißt du? Zum Kotzen. Was ist seine Intention? Ich stelle mich quer auf die Straße, wobei man links und rechts eh nur vorbeifahren kann, weil ich ganz toll... Ich fahre ja nicht mal schnell, Alter. Ich fahre ja extra langsam und gediegen. Was erwartet er sich? Dass mein Fahrzeug doch kaputt geht, wenn ich Vollgas reinfahre? Noch der einer. Nächste. Schon noch und einer. Ja, oh, okay. Was ist halt, schau, was ist die Intention? Ich verstehe die Intention nicht. Ich will die Intention wissen. Tank ist noch über die Hälfte. Pass auf, der Nächste. Also ich fahre eh schon extra langsam, ich hole mal ein bisschen auf. Aber weißt du, ich will jetzt safe fahren, weil, Alter, den Ball haben wir jetzt in den scheiß Schädel weg, würde ich sagen, oder? Wie weit bist du? Ja, komm mir aus. Vollgas. Wir sind in der Juve-Ecke hinten. Wo macht ihr das? Wo baut ihr euch auf? Das Parkhaus oben drüber und ihr fahrt unten durch. Wollen wir das so machen? Ja, lass machen. Highway gesagt, for real. Ja, können wir auch machen. Ich
hätte lieber Highway gesagt, Jungs. Ja, kommt drauf an, wie ihr gerade stationiert seid, weil ich fahre gerade in die Nähe vom Roten Parkhaus. Ja, wir sind am Anwesen, wir können auf Highway machen. Okay, mach dort, ja. Ist gescheiter. Weil ich halte die gerade so ein bisschen in der Stadt ein bisschen auf. Mach Highway und sagt, wenn ihr da seid. Haben wir Nagelbänder? Amelie, schau unten kurz. Ihr müsst halt schnell machen, Hälfte des Tankes leer. Und noch Hälfte. Jo, kriegen wir noch hin. Chill. Keine Chance. Kleben halt. Ich fahre jetzt auch nicht besonders schnell, aber ich sehe auch gerade Sinn dahinter, meinen ganzen Tank dafür zu leeren, ne? Ich fahre ein bisschen langsamer. Schneller leer, wenn du schneller fährst, ja, ich glaube. Was ist seine Intention schon wieder? Was ist denn das? Was ist seine Intention? Das macht doch keinen Unterschied so. Weißt du, was ich glaube? Die versuchen das mit Absicht zu machen, dass du irgendeinen Unfall oder so baust. Eine andere Intention kann das doch nicht bezwecken, oder? Außer, dass du einen Unfall baust. Aber das Problem ist, danach beschleunigt es ja ewig. Nagelbänder habe ich jetzt keine gesehen. Alles gut, dann positioniert euch bitte. Und wichtig, auf die Reifen, ganz, ganz wichtig, oder auf die Fahrer. Nee, scheiß drauf, wir können auf beide schießen, auf Reifen und auf die Leute da drin. Die müssen stehen bleiben danach, die dürfen nicht weiterfahren danach. Aber auf jeden Fall besser Reifen, weil es einfach zu treffen. Und dann hast du noch Nitro, ne? Positiv. Dann stehen wir. Was? In einer Minute, dann stehen wir am East Highway. Okay, dann fahren wir uns in die Richtung. Wie viel seid ihr? Anwesend. Wir sind nur zu zweit. Oh. Jetzt los. Okay. Wir sind nur zu zweit. Ist auch kacke. Verteilt euch einer links, einer rechts und dann auf die Reifen, auf die Fahrerkabine. Aber wichtig wäre Reifen eigentlich, dass die im Auto stehen bleiben müssen, also nicht mehr weiterfahren können. Oh, pass auf, mach keinen Scheiß, bitte. Pass bitte auf. Gebt gleich Bescheid, wenn wir stehen. Soll ich langsam durchfahren? Ja, nicht zu langsam, dann sehen sie zu schnell. Nicht unbedingt mit 200 oder so. Ja, okay. Also, ja. Ja, ja. Wie viel Tank hast du? Wisst, wo, oder? Nur die Hälfte. Weniger als die Hälfte. Stell dich einfach auf die East Highway Brücke. Wobei auf der Brücke kannst du schwer auf die Reifen schießen. Halt links und rechts einer dann. Wir fahren einfach an East Highway hoch. Blitzer, genau wo die Brücke dann angeht, da positionieren wir uns links und rechts. Okay. Sagt halt bitte wann, ich bin gleich, also ich bin über die Hälfte leer. Ja, wir stehen jetzt. Ja, los, fahr langsam hin. Also wir stehen parat. Steht ihr schon? Ja, ja. Macht euch bereit. Wir sind der schwarze BMW als Info. Wir kommen jetzt. Direkt ein orangener Highspeed. Und es kommen noch zwei Highspeeds hinten, glaube ich. Zwei sind es noch. Eine schwarze fährt auf jeden Fall noch mit. Wohin? Ich dachte, noch weiter oben. Am Blitzer seid ihr, ne? Wir kommen durch den Blitzer. Hä, an der Brücke. Vollgas. Das war gut. Sieh! Das war gut. Da hinter uns ist Auto, auch wer. Ins Auto. Zieh. Mach Licht aus, ja. Wir haben immer noch jemanden hinter uns. Alles voll hier? Ja, aber nur ein. Weiß nicht, ob es gereicht hat, Jungs. Fahr nach Palito, wenn nicht, steige ich aus und schieße. Oh, Scheiße. Das ist jetzt ein Scherz. Oh, erster Wohnfall. Gib Gas. Digga, fährt uns jetzt die Border. Ich geb so schnell ich kann, aber sie sind immer noch hinter uns. Was willst du bei den Highspeeds machen? Wir kommen halt nicht weg. Unmöglich. Die Highspeeds sind, glaube ich, raus. Nein, der ist immer noch hinten. Guck, hinter uns. Alles noch blau. Digga, aber das ist übel weit. Oh, da kommt ja, aber die holen auf, weil sie Highspeeds sind. Wir sind nicht so schnell wie die. Die fahren 340, 330. Wir fahren 300 max. Ich fahr grad 280, Alter.
Überleg doch mal, schau mal, was willst du denn machen? Können höchstens die rausballern aus dem Auto, die zwei. Ja, anders geht's nicht. Ja, geht ja nicht anders. Wie willst du das machen? Ey, könnt ihr nochmal einen Punkt aufstellen? Geht das? Ist noch da, hallo? Ja, ja, wir sind noch da. Wir verpissen nicht gerade, weil wir hatten gerade was hinter uns. Ja, aber wir bräuchten nochmal einen Punkt, weil wir noch eine Highspeed hinter uns haben. Du kannst aber nicht nochmal denken an die Border Patrol, die machen dazu. Tank wird halt langsam knapp. Das ist das Problem. Wir sind halt leider zu wenig. Ich weiß, aber unser Tank ist gleich aus. Wir können nur rausballern. Ich schwöre, es geht nicht anders. Was willst du machen? Können wir uns positionieren? Ja, wo könntet ihr schnell? Ich schaffe vom Tank nicht, glaube ich nicht. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, geht nicht. Könntet ihr West Highway irgendwo entgegenkommen? Das probieren, ja. Ja, aber wir fahren West Highway gerade. Am schlimmsten Fall. Wenn an, wenn ich aussteige? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber er sagte ganz klar, wie es ist, eine faire Verfolgung ist das auf gar keinen Fall mit diesen Highspeeds, weil der M5 kommt auch hinten hin. Aber wir haben die ganze Zeit diese Drecks-Highspeed hinten, die viel zu schnell ist. Was willst du halt viel machen mit der Highspeed hinten dran? Wir können höchstens hier langsam rumgurken und warten, bis sie abgeballert werden, oder wir steigen aus und ballern die halt ab. Anders geht's halt nicht. Sind jetzt gleich, Walters Oceans. Ja, dann kommen wir dort vorbei. Wie hast du Tank? Wo seid ihr? Bisschen noch. Wir sind gerade an der Grenze, West Highway, sind wir gerade durch. Viele Einheiten. Zwei, drei Stück, aber ey, wir haben die Highspeeds hinten dran und die musst du wegballern, das ist das Wichtige. Wir müssen da voll draufheizen. Ich fahre da sonst langsam vorbei, dass ihr voll draufheizen könnt, weil es geht nicht anders. Wir kriegen die nicht weg. Unser Tank ist nämlich gleich leer. Ja, wir stehen genau gegenüber von der Tanke und... Das ist der letzte Versuch. Du meinst da, wo die Taxi sind? Ach, vorher, genau an der Kreuzung. Ja, ja, da meint er, da meint okay, er. Okay, jawohl, dann, wir sind gleich da, nicht mehr lange. Oh, warte, sie sind weg. Sie sind weg, sie sind hinter uns weg, oder? Freddy, kannst du gucken? Fahr, ja, ja, fahr. Die müssen verunfallt sein. Warum haben wir eine R1 hinter uns? Jetzt kommt's schlecht. Ich hab ne Idee. Was dran oder nicht? Wir haben eine R1 jetzt noch? R1 ist über uns. Cops, komm. Fahr. Das geht. Jungs? Ja? Wir fahren weiter, die R1 fliegt auch weiter. Seid ihr weg? Was hat er gesehen? Ich glaube. Was hat er gesehen? Der ist umgedreht. Warte, ich return, aufpassen. Ey, was ist mit der R1 noch oben? Scheiß die Wand an, Alter. Wir können nichts machen. Warte, ich komm bei euch nochmal vorbei. Digga, ist das jetzt die Border? Seid ihr unten? Jetzt habe ich alles gesehen. Seid ihr noch, steht ihr noch immer unten? Ja. Ja, ballert ihn weg hier. Wo seid ihr? Hier, jetzt da. Schieß drauf. Einfach drauf laschen. Ich hab einen Knochen. Fahr. Ja, wir haben einen zusammen. Oh. Ja, hoffentlich kommt ihr weg. Ich hab einen Knochen. Wir haben auch einen Platten. Wir haben auch einen Platten. Aber ey, wir haben alles hinten dran. Wir haben eine R1 hinten dran. Wir haben zwei Highspeeds hinten dran. Wir fahren einen fucking M5, der 300 fährt. Ich könnte kotzen. Hol doch gleich noch Militär und vielleicht noch 5 Panzer hinten dran, Alter. Kann irgendwer von euch, seid ihr beide los? Könnt ihr uns abholen mit dem Auto? Oder uns ein Auto irgendwo hinstellen? Ja, wir haben nämlich Platten. Wir kommen nicht weg. Wir brauchen ganz schnell irgendwo was. Wir haben selber Einheiten nachher, ja, das war's für uns. Ja, okay, dann ist es das auch gleich für uns. Aber wir können nichts machen, wir haben Highspeed, wir haben
Heli hinten dran, wir können nichts machen, Alter. Jetzt nicht mehr, wir haben jetzt gerade nur noch Heli dran. Ja, die stellen sich gerade komplett auf, wir haben auch alles hinten dran. Ja, was willst du machen, Alter? Digga, halt an, ja, halt an, wir nehmen Kopflosen, wir nehmen Kopflosen, wir nehmen Kopflosen. Irgendwas. Wir sind zu viert, was willst du da rein? Oh Mann, wo sind die? Wir brauchen ein Auto. Zwei. Unter die Brücke, Mark. Lass sie bleiben, lass sie bleiben, lass sie bleiben. Wir bleiben hier. Ich kann euch so viel sagen, für uns zwei war es das gleich. Komm an die Wand, komm an die Wand. Der hat doch gesehen, dass wir da unten sind. Vergiss es. Komm, lass verschwinden. Sehen es nicht, wir sind weg. Jungs, wie sieht's bei euch aus? Nicht funken. Jungs, wir sind raus. Der sieht uns jetzt, 100 pro. Er hat uns jetzt gesehen, der fährt jetzt hoch, oder? Nee. Okay. Ey, das war so eine unfaire Verfolgung wieder, ich schwöre. Also, mit heute, mit der Verfolgung heute, schreiben wir das ins Regelwerk. Fahrzeugklasse, da Fahrzeugklasse verfolgen, sonst nichts mehr. Das war so eine hart unfaire Verfolgung. Wie willst du da nur wegkommen? Mit der Ding hinten dran. Wie willst du da nur wegkommen? Gar nicht. Aber die werden uns finden, dann wird es nochmal Schussgefecht geben und wir landen im Krankenhaus. Ich predikte es einfach. Ich predikte.
Sind wir weggekommen? Nee. Sind nicht weggekommen. Aus dem Busch. Beide die Hände hoch. Du links, ich rechts. Er kommt weg. Ich habe jetzt mein Leben dafür geopfert, dass er wegkommt, wenigstens einer. Aber ich, wie ich euch gesagt habe, die werden runterkommen und werden dann direkt in den Busch da reingucken. Aber wie ich euch gesagt habe, ich habe es euch predicted. Die werden kommen und wir werden dann hier nochmal einen Schusswechsel haben. Ich habe es gewusst. Ist auch Safe Meter, ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass die Verfolgung mehr als nur unfair war gegenüber uns, weil wir einen M5 hatten. Einen M5, wir hatten zwei Highspeeds, eine R1 oben. Also das ist halt echt unter aller Sau. Am liebsten hätte ich wirklich angehalten und hätte gar nichts mehr gemacht. Ich bin will wirklich kein schlechter Verlierer sein, aber mich wundert es nicht, wenn alle nur noch mit einem Supersportwagen gefahren sind. Also so war es halt auf 2-0, dann haben die Cops immer geholt, alle fahren Supersport wegen. Und wisst ihr, was wir dann machen werden? Wir werden es dann einfach so machen, Polizeifahrzeuge werden gleich limitiert wie die anderen Fahrzeuge. Und dann haben wir den Salat, dann fahren beide Fahrzeuge gleich schnell und dann kann sich auch keiner mehr beschweren. Weil es ist das dritte Mal, dass wir von der Highspeed verfolgt wurden, obwohl wir nicht dieselbe Fahrzeugklasse hatten und im Regelwerk von dem PD steht halt, sie dürfen halt nur die gleiche Fahrzeugklasse verwenden. Es hält sich keiner dran, leider. Homeland rufen. Nee, es ist ja kein Homeland-Fall, es ist ja PD intern. Wir haben es nicht im Regelwerk stehen, das ist nur die interne Regelung. Eigentlich müssen die Leute dann ja entlassen werden beim PD, wenn sie sich das richtig machen. Aber vielleicht saved Freddy noch die halbe Beute. Ich würde es mir jedenfalls wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass er wenigstens die halbe Beute mitnimmt und wegkommt mit der Scheiße. Aber der Handy hat ganz schön, aber ich hatte eine Glock 17 jetzt dabei. Ich dachte, die hat eine 18er. Habt ihr gesehen, wie der Handy gedrückt hat noch schnell? Aus dem Nichts, der Handy? Der war schön. Guten Tag, Grüße, Schussrunde. Alles klar. Ich liege hier auch. Ich hoffe, der sieht das, was ich hier lege, weil der Notsignal senden. Na, hoffentlich sieht er das. Ah, ich hoffe, Freddy kommt durch. Wir können nur hopen, Leute. Wir können nur hoffen, dass Freddy durchkommt. Wir belieben. Wir belieben einfach, dass Freddy durchkommt. Ah. Ich muss mal das Bild updaten. Das lädt nicht mehr, ne? Das triggert mich übelst hart. Das ist, weil wir haben das mal hochgeladen auf Imager. Wir müssen das mal selber hosten. Weil das Bild lädt nicht. Das sieht richtig kacke aus. Also, ja, das, ich hoffe, die rallen das nicht, dass ich hier hinten lieg, so irgendwie. Weiß man ja nicht. Das ist der Sound of a Spende. Aber Freddy hat den auch ganz schnell weggeknallt, ne? Aufstehen. Ja, ich würde gerne aufstehen, ne? Ja, gefunden. Ja, okay, ich wurde gefunden, schade. Also, wir haben den zweiten Täter gefunden. Ja, positiv. Hast du nicht die Beute? Ja, ein Teil davon. Frage, wie viele Bewusstlose sind hier gesamt? Drei müssten es sein, weil Freddy den anderen auch abgeknallt hat. Ich kann es schwierig zu sagen gerade. Ich sehe keinen. Ich würde erstmal vorschlagen, wir haben hier mittlerweile. Ist der andere weg? Nee, der muss ja hier auch noch wohl liegen, weil Freddy hätte den anderen auch weggeknallt, so wie es ausgesehen hat. Also ich sehe hier auf jeden Fall schon mal drei. Oh, ich hoffe, er kommt weg mit der halben Beute, weil ich glaube, Freddy hat die meiste Beute, ne? Ich habe ja nur einen Bruchteil davon. Ich habe ja nur das, was hinten drin war. Freddy hat ja die ganzen heftigen Sachen dabei. Boah, ich hoffe so sehr, dass er durchkommt. Leute, drückt die Däumchen auf ein Like. Däumchen drücken. Aber das Rubbellos hatte recht, aber in einer anderen Form, in einer anderen Art und Weise. Guten Tag, das ist AMR.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum wir das so durchziehen mit Highspeed und so weiter, weil, Alter, du glaubst gar nicht, wie oft wir das Thema schon hatten, faire Verfolgung machen. Wie oft wir dieses Thema schon aufgemacht haben und immer wieder läuft es leider darauf hinaus, dass das PD nicht fair ist gegenüber den Crimes. Und aus dem Grund muss ich auch ganz ehrlich sagen, wird das nie so sein, dass das alles richtig funktionieren wird. Es funktioniert halt nicht. Man sieht's ja. Also, das ist der lebende Beweis dafür. Ihr kennt ja meine Streams. Und wie oft sind wir da gesessen und haben auch on-stream noch diskutiert, dass eine Verfolgung unfair läuft, ne? Bevor wir schon überhaupt down sind oder sonst was. Ich will jetzt auch nicht heulen, weil ich jetzt tot bin oder so. Es geht wirklich nur darum, eine faire Verfolgung ist wichtig für beide Seiten, finde ich halt. Damit auch beide Seiten mal ein Ding haben, wo sie sagen, okay, ist cool. Man muss ja nicht auf Krampf immer versuchen zu gewinnen und das macht das PD leider. Auf Krampf immer versuchen, oder ich sag mal die da wieder mitfahren mit ihrer Highspeed. Deshalb, ich bin schon langsam gefahren, dachte mir so, ich habe keinen Bock mehr, weil ich will einfach eine geile Verfolgung haben, wo einfach auch das Ding ist, dass die auch mithalten können. Deshalb, wir haben die Autos jetzt so eingestellt, das habe ich auch öfters jetzt gesagt, dass wir die so eingestellt haben. Da muss halt keine Highspeed hinten rein, die 340, 330 fährt, wenn ich 300 fahren kann maximal. Das ist halt das Ding, ne? Und leider, wie oft wir dieses Thema schon hatten, es bessert sich leider nicht. Wir sind hier völlig offen. Ich meine, was wir machen können, ist, jeder, der halt eine Highspeed auspackt bei sowas, bann. Aber dann heißt es wieder, wir sind die Bösen und wir sind die Schlechten, wenn wir sowas machen, aber anders geht's ja leider anscheinend nicht. Deshalb werden wir das wohl ins Regelwerk übernehmen müssen. Weil das haben wir ja schon letztes Mal im Stream geredet. Wisst ihr noch, wo wir gesagt haben, dass wir das ins Regelwerk einbauen müssen, weil die Leute sich nicht dran halten? Das ist halt scheiße, ne? Weil, Alter, wir hatten drei Highspeeds oder zwei, drei Highspeeds hatten wir dran und eine R1 bei einem M5. Wir waren ja nicht mal mit fünf Autos unterwegs. Wir hatten einen M5. Was willst du dann noch machen? Außer die Leute wegballern. Und dann ändert's darin, dass wir irgendwie wieder umschießen müssen. Wir wollen ja die Leute nicht umschießen. Wir haben ja eh schon 50 Autos hinter uns, wisst ihr? So ist ja nicht. Aber ich glaube, wir müssen das halt wirklich ins Regelwerk übernehmen, weil sich sonst nicht dran gehalten wird, leider. Wie man sieht, schon das dritte oder vierte Mal so passiert. Das Schlimmste war ja bis jetzt das, wo wir diesen einen BMW da hatten, der maximal 170 gefahren ist und hinten Highspeed dran war. Wisst ihr noch den einen Ding? Ich glaube, das war unser erster Bankraub, wisst ihr den noch? Ich sage, es ist ohne Abholung mit Supersportler, kannst du nichts machen. Außer du hast richtig Lack. Naja, Direktkündigung im RP rein theoretisch müssten die alle gekündigt werden, ja. Also rein theoretisch, weil es eine Fahrzeugeinteilung gibt. Aber ja, was will man so machen? Man hat dich im Hintergrund gehört. Wo denn? Wo habe ich denn im Hintergrund gehört? Ich finde es halt schade. Wenn du Ablöse brauchst, sagst du ja. Die Fraktion ja, rausnehmen. Nee, aber wirklich, ja, die Leute rauspicken, die halt Scheiße bauen, weil... Bis auf drei, okay? Ist halt schon assi irgendwie. Ja. So, servus. Aber sei mir nicht böse, ohne Konsequenzen ändert sich da nichts. Ja, ich so, weiß, aber ich denke mal an das gute Menschen, weißt du? Ich habe dreimal mit dem PD-Leiter darüber gesprochen. Bitte haltet das ein. Letztes Mal erst gestern oder vorgestern habe ich mit Scotty geredet. Bitte haltet das ein, Fahrzeugeinteilung. Bitte nehmt die Fahrzeuge, die ihr auch verfolgen dürft. Wurde auch wieder abgesenkt, ja, machen wir. Fazit, es funktioniert nicht. Es gibt im IC keine Regel dazu, es gibt Empfehlungen. Wir haben, aber Scotty, wir haben doch gestern erst darüber geredet. Und das wurde ja so kommuniziert, denn das wird halt nicht kommuniziert anscheinend. Es ist immer dasselbe. Und das schon seit, wir haben das jetzt schon mittlerweile seit 3 Monaten so und es bessert sich nicht. Aber Scotty, du kannst mir jetzt, guck den Stream an und sag mir ehrlich, das war komplettes Reinscheißen vom VD, weil es war überhaupt keine Relation zu dem, was wir geflohen sind. Wir sind mit einem M5 geflohen, hatten zwei Highspeeds hinten dran und einen Heli dann am Ende. Den Heli kann ich noch verstehen, weil der halt dann nach dem Schusswechsel war. Aber Bruder, zwei Highspeeds bei einem M5, das ist ja reinscheißen. Oh, ich muss mich da pass-outen. Können Sie mich hören? Ich hab einen Headshot kassiert. Eigentlich müsste ich jetzt Braindead sein. Ein Highspeed ist für den M5 okay. Ich hab den schon selbst verfolgt. Nein, ist es eben nicht. Der M5 fährt 300, eine Highspeed fährt 340, 330. Du kommst nicht weg. Wir haben ja letztes Mal gesagt, hinter M5 würde ein Civic und ein M5 hinten herfahren. Das haben wir letztes Mal besprochen sogar.
ein M5 und ein Civic darf einen M5 hinterher fahren, weil der auch 300 fährt. WZW, die fahren ja eh 13. Aber weißt du, was wir machen werden? Wir werden einfach alle Autos auf gleich drosseln und dann kann sich auch keiner mehr beschweren, dass irgendwo was mitziehen kann. Und dann darf sich das bei dir auch nicht beschweren, dass das dann wieder unfair ist. Aber so ist dann für alle fair, weil dann fahren alle Autos gleich schnell. Und dann ist es halt, kommt es am Fahrer drauf an, wer schneller ist. Kann ich halt auch machen. Oder dann machst du einen Alkama schneller statt 10 drauf. Weil ich verstehe, 10 km schneller ist ja cool, weil der Civic und der M5 fährt ja schon 10 km schneller als meiner. Aber dann 30 km schneller, das ist halt die Scheiße. Du kommst halt nicht schneller. Das fahren selbst und Civic M5 hat nicht jeder das. Ja, aber dann sollen, ganz ehrlich, ist nicht unser Problem, wenn die Autos nicht haben. Das habe ich dir aber auch schon gestern gesagt. Wenn die sich die Autos nicht kaufen, weil wir haben das seit 2-3 Monaten so geklärt gehabt, mit was sie verfolgen sollen, wenn die sich die Autos dafür nicht holen und dafür nicht ausgestattet sind, dann ist es ja nicht unser Problem, das ist Crime. Dann kann ich ja auch nicht sagen hier, warum haben wir jetzt keine M5s oder keine Civics? Weißt jetzt halt nicht, was mit der Person ist, ne? Ja, Alter, ich hab einen Headshot kassiert. Das ist halt das Dumme jetzt. Darf ich nicht Pass-Out sein, wenn ich einen Headshot kassiert habe? Er hat mir in den Kopf geschossen. Warte. Sieht das nicht? Warte. Wound. Nee. Kurze Frage, dürfen Kollegen andere Kollegen. Oh, man sieht's nicht. Das ist natürlich scheiße. Hätten sie ja vorher gucken sollen. Einfach alle gleich und fertig, würde ich auch sagen. Dann kann keiner mehr rumheulen. Aussage vom AMR, wenn es. Dauert 2 Minuten, das zu kommunizieren, naja. Anscheinend ist das seit Monaten nicht kommuniziert worden. Weil, Alter Bruder, wir haben seit Monaten das Problem. Das ist ja nicht das erste Mal passiert. Ich habe seit 3 Monaten, wo wir das machen, immer dasselbe Problem. Aber ich merke das leider nur, wenn ich zocke. Wenn ich mal in der Verfolgung bin, ich bin ja nicht so oft in der Verfolgung. Aber immer, wenn wir in der Verfolgung sind, kommt einer mit der Highspeed hinten dran, mit einem Auto, was nicht in die Fahrzeugklasse ist. Es ist immer dasselbe halt. Es ist halt nicht fair gegenüber den Crimes, muss ich dir sagen. Und das ist der Scheiß. Und sorry, aber es ist halt deine Arbeit, das mit den Leuten zu kommunizieren. Und wenn sie diese Autos nicht bekommen, wenn sie diese Autos nicht gekauft haben, weil es nicht kommuniziert ist, dann ist es ja nicht mein Problem so. Das ist ja der Scheiß. Und seit Monaten haben wir das Problem. Wollt ihr mich jetzt hochhebeln oder was wollt ihr jetzt? Shit. Wir kriegen die Netze halt auch nicht rüber, ne? Ja, doch, klar. Doch jetzt. Ich dachte, die wollen meine Wunden checken. Die sagen die ganze Zeit, sie sehen die Wunden nicht. Ich hab doch zugehört. Der hat doch gesagt, er findet meine Wunden nicht. Brain dead. Ja. Hallo, können Sie mich hören? Border Patrol finde ich cool, dass sie dabei war. Das muss ich sagen, das finde ich cool, wenn die mitverfolgt, weil ich durchgefahren bin. Kriegst du die weg? Das ist ja okay, das haben wir auch so besprochen, die darf das. Ich finde auch die R1 jetzt am Ende, wenn es einen Schusswechsel gegeben hat, auch noch okay. Aber Alter, die Highspeeds hinten dran, was willst du machen? Das ist halt der Scheiß. Ja, warten Sie, bevor Sie mitnehmen, müssen wir nochmal ganz kurz. Kommst halt nicht weg. Weil der Herr Täter also, steuert. Heute hat man es gesehen, dass man nicht wegkommt. Außer wir haben Wunder. Also, die müssten sich rein theoretisch aufstellen oder sich überschlagen, so wie letztes Mal. Könnten Sie vielleicht gucken? Jemand hat mir ja mal mega Luck. Wir haben den Namen auch noch nicht. Ja, ich habe einen dabei, aber so kann ich mir eigentlich angucken. Ich finde es gut, wie hier die Leute versuchen zu diskutieren, die null Ahnung von der gesamten Thematik haben. Naja, ich kann es nur verstehen, dass die Leute halt auch mittlerweile schon angepisst sind, weil es seit Monaten nichts ändert. Das ist halt der Scheiß. Also, wenn auch die Leute mir schon schreiben, ich soll mal irgendwie Konsequenzen draus ziehen, weil die selber sehen im Stream, dass unfair gespielt wird und wir das seit Monaten, dass sich das seit Monaten nicht ändert. Und wir halt schon das dritte Mal in einem Talk sitzen und gesagt wird, ja, das wird sich ändern, wir schauen da drauf, das wird so gemacht. Dann wird sich so gemacht, was willst du dann halt machen? Wenn dann der Chat halt schreibt, dass sie das scheiße finden, bin ich halt auch bei und muss sagen, das stimmt halt. Ich find's auch scheiße. Gucken, wenn er es mir nicht hinhält. Wir haben keine genaue Liste, wie viel die fährt. Ja, aber du siehst ja, dass der M5 nicht wegkommt. Der fährt ja nur 300. Und sorry, dass ich das sage, aber jeder mittlerweile weiß, dass der M5 300 fährt. Das weiß jeder. Das hat sich ja rumgesprochen, wie schnell die Autos mittlerweile fahren. Also ich weiß mittlerweile circa, wie die Fahrzeugklassen fahren. Und eine Limousine in ganz GTA fährt nicht schneller als 300. Das ist das Maximal, das ist der M5. Und erst die Supersport-Sportwagen fahren über 300.
Da kann mir keiner sagen, dass es daran liegt. Weil, ey, genau dasselbe Thema hatten wir letztes Mal. Was war das nochmal? Was ist immer da gefahren? Auch ein M5 oder sowas? Oder irgendwas mit 280? Da bin ich irgendwas gefahren mit 280 und hat eine ISP hinten dran. Die 330 fährt. So auf die Art und Weise. War ja wieder dasselbe Problem. Und an der Zeit ist es halt, weißt du, wenn sich nach Monaten nichts ändert, verstehe ich auch, dass die Leute sich im Chat bei mir beschweren. Weil es halt einfach keinen Spaß macht. Also, als ich gemerkt habe, dass ich zwei ISPs hinten dran hatte, hatte ich einfach keinen Spaß, weil ich bin einfach nur eine Scheiße gefahren. Nee, ist dringend, sorry. Also, das ist halt das Ding. Weil, Alter, ich rede ja nicht dreimal darüber, dass wir das ändern und das ändert sich nichts. Das ist halt das Problem dran. Weil sonst hätte ich, ganz ehrlich, sonst hätte ich Folgendes gemacht. Sonst hätte ich einfach diesen Limiter rausgenommen oder ich hätte es so gemacht, dass alle Fahrzeuge gleich limitiert sind. Dann hast du das Problem erst gar nicht. Weil dann kannst du sagen, ja gut, dann kann ich mit einer Highspeed auch in deinem Golf hinterher fahren. Dann ist das maximal auf 300 oder auf 280. Alle limitieren auf 280, dann fährt die Highspeed auch gerne in Golf hinterher. Ich kann den Leuten halt nicht vorschreiben, dass sie... Aber, Scotty, wir haben das doch beredet dreimal. Das ist ja das Ding, du kannst es nicht vorschreiben, aber wenn das PD die Fahrzeuge nicht zur Verfügung hat, dann müssen sie eine Klasse darunter nehmen. Das habe ich aber auch gestern gesagt. Wenn die PDler die passenden Fahrzeuge für das nicht haben, dann dürfen sie trotzdem nicht mit einer Highspeed, dann müssen sie halt mit einem Crown Vic mitfahren. Wenn sie die Fahrzeugklassen nicht gekauft haben, warum auch immer. Aber das haben wir doch letztes Mal erst beredet. Das habe ich dir vorgestern erst gesagt oder gestern. Und dass wir nichts dafür, als Crime kannst du nichts dafür, dass das PD die Autos nicht gekauft hat. Weil ich sag's dir nochmal, als PDler verdienst du dich dumm und dämlich. Und das habe ich im letzten PD-Stream gemerkt, als ich 3-4 Stunden gezockt habe und direkt $40.000 auf meinem Konto hatte. Das ist halt. Also, das ist halt das Ding. Und das PD kann sich die Fahrzeuge leisten. Du machst ein paar Stunden PD und hast relativ viel Kohle, um so ein PD-Auto. So ein M5 kostet ja auch nicht die Welt dann. Aber deshalb sage ich, wir werden es einfach jetzt, so hart wie es klingt, wenn wir das irgendwie reinschmeißen müssen ins Regelwerk, weil es sich seit 3 Monaten oder 4 Monaten nicht ändert. Seitdem wir mit RLO da sind, ändert sich es leider nicht. Aber ich komme hier nicht runter. Ich finde es halt schade, weil ich mir denke, es ist traurig, dass man sowas überhaupt aufstellen muss, damit Fairness irgendwie da ist. Weil wozu limitieren wir sonst die Autos? Ja, ist halt kacke. Vielleicht soll ich das später in Ruhe bereden. Nee, ich habe ja noch gestern Abend gesagt, dass wir es höchstwahrscheinlich hart coden in dieses Regelwerk, weil sonst sich die Leute einfach nicht dran halten werden. Weil es ist, das Problem gibt es ja schon die ganze Zeit und ich weiß auch nicht. Also beim PD kommt mir vor, wurde sehr viel nicht kommuniziert. Ja. Ich bin gestern draufgekommen, dass das PD nicht weiß, dass sie DNA-Spuren von Leuten nehmen dürfen, wenn sie den Ausweis nicht dabei haben. Das habe ich gestern erfahren. Das PD wusste das nicht. Das wurde nicht kommuniziert. Das PD weiß anscheinend sehr vieles nicht, weil sehr vieles nicht kommuniziert wurde. Deshalb, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber ich glaube, Kommunikation beim PD ist gerade sehr problematisch. Weil wisst ihr noch, wie das war mit dem Ausweis? Das habe ich ja on-stream so gesagt, ne? Und gestern war dann das Ding nochmal mit dem, genau das Thema, ne? Das wussten viele nicht. Die Kommunikation war einfach nicht da. Aber ich weiß, dass wir es besprochen hatten. Mit den Ausweisen. Also es war ja besprochen, dass wir die Ausweise deshalb so machen, ne? Ich mach mal die Maske runter. So. Wir sind gerade noch bei einem Patienten. Was soll ich denn machen, wenn ich einen Catch-Shot bekommen habe? Ich muss mal gucken, dass das Urteil aussehen kann, um die Hose auszuziehen. Ich probiere es, warte. RP mitmacht. Ja, aber ich bin braindead. Alter, ich habe einen Kopfschuss bekommen. Was soll ich da RP-technisch ausspielen jetzt? Ich kann halt höchstens machen, wenn sie mir was reinschießen mal irgendwas. Ich habe noch kein Schmerzmittel, kann gar nichts bekommen. Die müssen mir irgendwas reinschießen, volle Kanne. Aber das Problem ist, sie sehen es halt auch nicht, dass ich einen Headshot bekommen habe. Das finde ich schade. Das muss ja noch gemacht werden, dass man sieht, was der für eine Wunde hat. Geben, aber ich brauche erst seinen Ausweis, nicht, dass er eine Allergie oder so hat, weißt du? Warte, ich bin kurz vor oben. So. Und ist abgeschnitten. Guck mal, ob du den Ausweis findest. Warte mal. Ja, warte. Mein Gott, dieses Menü macht mich so fertig. Person, Fahrzeug, Job, Wunden. Kleidung, Oberteil und Oberteil, Untershirt. Ich komme damit nicht klar. Hast du den Ausweis?
Nee. Finde ich absolut gerade nicht. Ja, das ist der Scheiß. Dann macht diese Drecksanimation wieder. Oh. Gib mir das auf den Sack. Und was da? Oh. Ein Herr Rumpe. Ja, ich will MI nicht verwenden, aber weißt du, wie willst du einen Headshot sonst ausspielen, außer dass du halt da leblos am Boden liegst? Ich habe noch keine Behandlung bekommen. Gut, ich gebe ihm dann mal jetzt Schmerzmittel, er hat keine Allergien. Oh, endlich! Ich werde behandelt. Ach, zum Glück, ich krieg ein Schmerzmittel. Scotty, aber ich muss dir sagen, wenn die Handlings nicht passen von den Autos, die einen M5 verfolgen sollen, dann müssen die angepasst werden, aber dann bringt es sich trotzdem nichts mit der Highspeed hinterher zu fahren, und das geht's halt. Nee, wir müssen an Schwesterwerte übergehen. That's it. Mehr Dispatches rein. No. Ja, zum Thema RP, sorry, ich bin gerade ein bisschen, ich hab sie vor der Tür gestellt. Ich guck da gerade so sehr auf den Chat, tut mir sehr leid, dass ich sehr abgelenkt bin. Ich mache gerade sehr viel Mimimi, ich brauche wieder sehr viele Taschentücher, aber es ist halt, warum ist es immer dasselbe Thema, was mich ankotzt? Mich hat es ja schon angekotzt, bevor ich erwischt wurde. Es hätte mich auch angekotzt, wenn wir durchgekommen, und das, ich glaube, das verstehen viele nicht. Hat nichts mit dem Verlieren jetzt zu tun, weil die Leute immer so sagen, Mimimi, der kann nicht verlieren oder so, habe ich auch schon mal gelesen. Es pisst mich auch an, wenn ich dann wegkomme und dann sehe, dass das PD mich trotzdem damit verfolgt hat, weißt du, um das geht's halt, ne? Wir müssen jetzt erstmal einen Berg übergeben, weil jetzt... Das regt mich so dermaßen auf, dass man das schon so oft kommuniziert und es einfach nicht durchdringt. Aber wie gesagt, Regelwerk ändern. Geht nicht anders. Bitte Taschentücher. So. Einfach rüberlegen. Immerhin kriege ich das jetzt hin mit dem Rüberlegen. Also, der letzte kam gerade vor 2 Minuten. Ach, zum Glück habe ich jetzt endlich mal ein Medikament bekommen, dass ich mal langsam aufwache oder so. Weil ich bei solchen Schmerzen, wenn ich einen Headshot kassiere, was soll ich denn dann für Schmerzen simulieren? Weil ich muss an Schwesterwerte übergeben. Nee, ich hab eine offene Wunde, Alter. Ich hab eine offene Wunde am Kopf. Das ist ja der Scheiß. Wie soll ich das ausspielen im RP? Das ist das erste Mal, dass ich einen Headshot bekommen habe, by the way. Also wo ich das weiß, dass ich einen Headshot bekommen habe. Weil der hat ja die Waffe auf mich gerichtet gehabt anscheinend und der hat ja direkt abgedrückt. Und wie soll ich das jetzt ausspielen, ist die Frage. Soll ich jetzt einfach... Hast du gerade auf deinem Konto? Meinem Konto. Ich bin halt eigentlich leblos jetzt, bis die mir irgendwas Minus. Machen. Aber die wissen auch nicht, dass ich jetzt einen Headshot kassiert habe. Das macht mir so mit. Ah, oh, die sehen das nicht. Warum wurde ich hier rausgeschallert? 1, 2, 3. Ah. Uni. Ach so, die Bertha ist da, die macht das. Da ist ja ein Herr, den habe ich gar nicht gesehen. So. Ich auch nicht. Ich hab mich gerade gewundert. Ich möchte nochmal. Was soll ich jetzt hier machen? Ich geh einmal rüber. Ich guck mal jetzt, das ist so ein Flo oder so. Soll ich mich so, jetzt behandeln? Ich bin gerade so verwirrt, soll ich mich jetzt behandeln lassen? Ich bin ja nicht, ich bin ja schon behandelt. Hab ich jetzt hä? Wenn sehe ich hier gerade. Alter, ich hab jetzt gar keinen Bock da, das Geld zu zahlen. Was sind denn jetzt tolle Krawatte um den Hals? Weißt du, das Minus auf dem Konto. Ich bin gerade so hart verwirrt, was die für ein RP mit mir machen. Immer noch die 1990. Bertha ist da, aber das ist AMR, hä? Karre kaputt gemacht. Das minus 14.000. Ich verstehe gerade for real nicht, was ich machen soll. Soll ich mich jetzt behandeln lassen von Bertha? Dafür habe ich keine Rechnungen mehr. Wo sind die ganzen Dispatches? Ich geh zum Supreme Court und frag, ob die mir bezahlen. Alter, mein Gläubiger ist pleite, Alter. Du hast einen. Ich bin gerade so mega verwirrt. Die sind ja da, aber die haben mich jetzt mitgenommen. Warum soll mich jetzt Bertha behandeln? Ich bin gerade so verwirrt. Du schuldest mir. Stand jetzt 2000. Die machen tolles Amerika. Nee, ich weiß gerade nicht, um was es geht, weil ich habe jetzt ein Schmerzmittel bekommen. Jetzt soll ich da runter, aber er sagt nicht, dass ich mich von Frau Bertha behandeln lassen soll. Was soll ich machen, hä? Bertha, sie haben zu viel Dispatches. Okay, soll ich mich jetzt behandeln lassen? Ich bin ja schon behandelt. Ich habe ja gar nichts mehr. Ich bin gerade verwirrt. Irreführend, ja, das meine ich gerade. Ich habe dir 1000 Dollar geliehen. Ich habe dir 1000 Dollar. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Dann habe ich noch eine Werkstattrechnung. Ja. Ich meine, das verstehe ich mit den Dispatches, ja, aber die haben nicht gesagt, ich soll mich bei Bert jetzt behandeln lassen. Ich habe mich einfach hier runtergetan. Soll ich jetzt einfach hier drücken? Ich mach's uns einfach. Geschenkten Gaul schaut man nicht. Aber Alter, ich habe einen Headshot bekommen. Das war nicht geschenkt, das war geliehen. Also, ja gut, wenn sie so viel zu tun haben, klar, ne? Dann macht jetzt Bertha alles mit mir, vielleicht meinen sie das. Das habe ich sehr wohl gesagt. Ich bin halt so verwirrt, Alter, ich muss mich da hinlegen. Ich leg mich hier hin. Mit Pass Out. Das habe ich sehr wohl gesagt. Liegen bleiben und chillen, ja. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Bei den Headshot kassiert. So, können Sie mich hören? So, ich behandelt. Jetzt kann ich ja wieder reden. Können Sie aufstehen? Ich glaube, das ist genauso. Wir können Ihnen auch helfen. Du dabei.
Ich hab über das Gesicht geschossen. Aber sie wurden doch von den Herren im MD behandelt. Ja, auch ganz im MF dabei. Soll ich ihn auch mal ins Gesicht schießen und dann sagen, sie wurden dann nach Etoy behandelt? Ich habe Schmerz des Todes. Ja, das weiß ich ja nicht, deswegen frage ich sie ja. Wer wurde ins Gesicht geschossen? Können Sie einen Rollstuhl oder sowas holen für mich? Ja, das wird der Kollege einmal helfen, wen sich da reinzusetzen. Ja, dann bringen wir sie ins... Ich glaube, ich kann nicht gehen. Ja, deswegen haben wir den Rollstuhl. Oder nur sehr schwer. Ah, die Frau Berda hat mich schön behandelt. Brauchen Sie auch irgendwas Schmerzmittel oder so? Die hat mir schön die Kugel aus dem Kopf geschmissen. Wollen, was zu essen, was zu trinken. Ja, ich habe zwar Schmerzmittel bekommen, aber ich wurde gerade behandelt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist gerade. Ich weiß nicht... Nimmt mein Gesicht eine riesen Wunde. Sieht aus, als wäre mir ins Kopf geschossen worden. Ja, ich sehe es gerade. Na, hoffentlich ist da alles richtig frisch noch drin. Ich bin gerade hier aufgewacht. Ich war ja die ganze Zeit weg. Ich hoffe, die haben einen Rollstuhl für mich. Ihr Wert hat einen schönen, kühlen Salbe aufgetragen, ja. Oh Mann. Wir brauchen unbedingt Medics. Es ist so schwer, Medics zu finden. Die sind total... Schau mal, wir haben jetzt 3 Medics noch, ne? Es ist so schwer, Medics zu finden, die halt Bock auf Medic-AP haben. Das ist so schlimm. Fire Department funktioniert einwandfrei, so, ne? Aber Medics, haben Sie schon mal keine Ahnung. Haben Sie einen dabei, wissen Sie das? Ja. Hinten nirgends eingefunden. Ja. Ist jemand vom Arm Erde? Den könnten wir fragen. Ja, oder schreibt nochmal ein Dispatch. Kann uns auch einmal nachschauen, wenn sie jetzt sagen, dass sie es das nicht schaffen. Mir hat was gezeigt. Ich hab keinen bekommen. Yeah. Ja, okay, alles klar. Dieser Schmerz. Oh, bin ich unter dem Ding. Oh, Schmerz, lass nach. Ich hab einen gefunden. Der bringt einen. Okay, super. Digga, das Medic mitmachen. Auf jeden Fall bewerben. Für alle, die sich bewerben wollen, das Medic, bitte kommt am 4.4. Bewerbungsphase. Bitte. Bitte, ich bitte euch. Ich flehe euch an. Ich schmeiß mich auf den Boden für euch. Haben Sie einen Rollstuhl? Ja, wie gesagt, ist auf dem Weg. Ja, Leute, ich flehe euch wirklich an, seid ihr mindestens 16 Jahre alt. Wollt Medic-RP machen. 4.4. bitte schreibt es in eure Bewerbung, in eure RP-Bewerbung, dass ihr Medic sein wollt. Bitte, ich flehe euch an, ich gehe auf die Knie dafür. Wirklich, wir brauchen Medics. Wir brauchen Leute, die kühlende Salbe an Leute verticken. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ja, er braucht den Rollstuhl. Okay, alles klar. Bitteschön. Ich muss mal schauen, wie teuer der nochmal ist. Ja. Oh je. Kann ich ihn helfen? Hallo? Ich muss gleich auch zu Bertha, glaube ich mal. Ich habe solche Schmerzen. Waren Sie schon bei Bertha, oder? Ja, ich war schon bei Bertha. Okay, hat die Ihnen Schmerzmittel gegeben? Ja, natürlich nicht? Hat die mir Schmerzen gegeben, aber mir wurde ins Gesicht geschossen. Ich glaube, ich habe so Brühe im Kopf. Ja. Ja, wenn nicht, geben Sie ihm noch irgendwas, das er wenigstens transportfähig ist. Das wäre ganz gut. Ich bin nicht transportfähig, aber mir geht's komisch, weil mir wird es dir nicht komisch gehen, wenn ins Gesicht geschossen wird und die dann ihre Patrone rausnimmt oder so. Weil mir ganz schwummrig. Weil ich davon ausgegangen, dass sie Schmerzmittel bekommen hatten. Ja, hab ich doch. Aber mir ist schwummrig. Mir geht's nicht gut. Und ich habe trotzdem Schmerzen. Also leichte Kopfschmerzen. Also, weiß nicht. So gewesen gegen so ein Waschbrett gerannt. Dann bringen wir sie jetzt vorsichtig ins PD. Achten auf ihre Gesundheit. Ne? Ich denke, Handschellen können wir das auch sparen. Und dann denke ich, kriegen wir das. Ja, bitte sparen Sie sich die Handschellen. Das ist auch wichtig. Haben Sie noch was von Ihrer Seite aus? Ich würde noch eine Rechnung von $700 ausstellen. Oh ja, top.
Für den Rollstuhl oder was? Ja. Auch der kostet extra, wirklich? Ja. Boah, ist das scheiße. Ist vom Chef so vorgegeben. Boah, nee. Also, ich habe jetzt schon viele Rechnungen zu bezahlen, oh Kacke. Behandlungskosten. Gute Besserung. Valentin. Ihn auch. Tschüss. Tschüss. Mit drückt mein rechtes Bein. Ich glaub die waren vor mir hier, wie ich sehe. Ja. Ja, dann mach erstmal die zwei an. Er hat mir aufs Maul gehauen. Schaffen Sie das, ja? Mhm. Ich merk's ja. Kann man Ihnen dabei helfen? Nee, geht schon. Nee. Okay. Mal schön langsam. Oh, geht denn das so langsam, das Ding? Ja, da bremst du. Also, ja, vorwärts ist vielleicht ein bisschen schwer. Ja, irgendwie geht das. Ach so, warte. So. Ah, ja. Ah, sehen Sie doch. Ah, was. Ja. Jetzt, ja. Hey! Au. Richtig. Ist das erste, was ich Rollstuhl fahre? Mein Gott, da geht's. Oh, jui. No. Oh, hier lang einmal, genau, perfekt. Dann machen die Kollegen einmal die Tür auf und dann helfen wir ihnen darüber, ja? Wir packen alle. Ja. Ich mach mal hin die Tür auf. Hui. Aua! Oh yeah. So, dann nehme ich sie einmal so auf drei. Dann muss ich sie mitnehmen. Ja, wir heben sie jetzt einmal aus dem Rollstuhl raus. Perfekt, und dann mal hin rein. Oh, so. Nö. Noch anschneiden. Super, scheiß sie noch an. Perfekt. Aber endlich war es erstmal im Knast, Alter. Ich hoffe, Freddy jetzt hat's geschafft, ey. Hab ich hier meine Sachen noch? Die kann ich ja mal ganz schnell. Adam 55, 1015, 1076 ins VPD. Rechte schon vorgelesen? Oder kennen Sie ja Rechte? Mhm. Ich gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne mit mir. Wenn du einen PC spendierst, bewerbe ich mich gerne. Hab sogar Notfall. Was? Eine Notfall-Sabine-Ausbildung? Was? Eine Notfall-Sabine? Aber leider mein Laptop zu schlecht für Rello. Grüße an Blacky. Oh. Du hast eine Notfall-Sabine. Meinst du Notfall-Sanitäter-Ausbildung? Weil irgendwie hat eine Notfall-Sabine draus gemacht. Ich hab eine Notfall-Sabine-Ausbildung. Ui, die Autokorrektur hat zugeschlagen. Notfall-Sabine-Ausbildung. Aber keine Frau Bertha mehr, dann brauchen sie eine Frau Sabine. Ja, die sehe ich schon auf RLO. Notfall-Sani-Ausbildung. Ne, ist die Notfall-Sabinen-Ausbildung. Sabine die Biene? Na, da sehe ich mich. Och nee, sieht schlecht aus. Ich glaube, Freddy wird gerade abchauffiert. Hat er sich gestellt? Nicht dahin. Ey, ist das Freddy? Ich sehe es nicht, Oh mein Gott, ich glaube, es ist Freddy. Ich sehe es aber nicht. Bitte sei nicht Freddy. Bitte sei nicht Freddy. Bitte sei nicht Freddy. Bitte nicht Freddy. Bitte nicht Freddy. Bitte. Nein, ich glaube, das ist Freddy da hinten, oder? Ich sehe es nicht. Ich bin zu weit weg. Die Schuhe würden aber passen. Ich glaube, der Anzug aber auch. Ich glaube, das ist Freddy. Ich glaube, sie haben ihn bekommen. Sie haben ihn aber lebend bekommen. Das ist der Unterschied. Deshalb ist er viel schneller abgearbeitet worden. Och nö. Oh nö, Freddy. Oder? Nee, warte, da ist eine Dame gerade eingestiegen. Ist das Freddy? Ich sehe es halt von dir aus nicht, ob das Freddy ist. Das okay, macht mich gerade mürre. Wir machen es über drin. Ich glaube, ich bin mir unsicher. Ich bin unsicher, dass es Freddy ist. Ich glaube, es ist nicht Freddy. Jetzt vom Seitenprofil sah es jetzt gerade nicht mehr so aus. Wir werden es herausfinden, sobald wir im Knast landen. So. Dann
machen einmal hier raus. Hoppala, ui. Auf was? Alles gut, kein Stress. Oh nein, ich bin noch nie damit gefahren, das ist mein erstes Mal. Okay, ein bisschen langsam, wir helfen, ja? Achtung. Ja, bitte helfen Sie. Also ich probiere rückwärts. Ich glaube, man muss da rückwärts hoch, so mit den Großen, wissen Sie? Ja. Ah ja, das klappt. Oh ja, wie das klappt. Sie müssen helfen. Ich versuche ein bisschen hinten anzupacken. Versuch von vorne zu re. Ich klemm fest. Ja, sonst warten Sie sich, müssen Sie mir hochhelfen. Oh nee. Wollen Sie mein Rollstuhl klemmt gerade beim Auspacken. Jetzt aber. Okay. Oh nee, die Tür. Ich nehme die Tür auf. Ist das eine. Oh, danke. Oh nee. Oh nee. Oh nee, tut mir leid. Oh nee. Achtung. Warum ist das so schwer, durch die Tür durchzupassen? Ist das so schlimm oder was? Das ist aber unser. Wollt ihr den anderen? Oh nee! Ich probiere mal rückwärts. Jetzt müsste es gehen. Ach so, ich war. Ja, guck. Nee, es klappt nicht. Sie müssen durch, wenn ich durchfahre. Oh, okay. Geht schon, ja? Ja, geht. Ja? Ah. Nein, du bist durch. Oh nee. Oh, jetzt. Geht sie durch. Geht sie durch. Ah, ich hab's geschafft. Jetzt. Aufhalten. Lass mich durch. Durchlassen, bitte. Ich hab die Tür offen. Durchlassen, bitte. Bitte lassen Sie mich durch. Bitte lassen Sie mich durch. Oh mein Gott. Ja. Die große. Oh, die hier, ja. Ja, genau. Perfekt. Dann, Okay. Mal sie auf. Denken Sie, dass. Schaffen Sie es, dass Sie da. Ich schaff das da rein, ja. Ah, okay, gut. Ja. Upsala, ui. Upsala, ui. Ja, warten Sie, ich komme da nicht rein, so. Das Ding hat einen Kofferraum. warten Sie, lassen Sie offen, so, ja? Nochmal aufmachen. Nein, ich komme gleich rein, ich bin gleich drin. Wir haben es gleich. Wir haben es geschafft. So, super. Also, halten Sie jetzt nochmal einen Ausweis für mich. Ich weiß, dass Sie einen dabei haben. Ja. Warum wissen Sie, dass ich einen dabei habe? Weil ich Sie vorhin durchsucht habe. Oh ne, hier haben Sie bekommen. Herr Rumpe, super, Dankeschön. Hast du mir gerade den Namen, dann haben wir eigentlich alles schon fast fertig. Ja, Mark Rumpe haben wir. Mark Rumpe ist der Vierte. Der Vierte. Ich glaube, Sie haben Freddy doch bekommen. Ja, am besten so ruhig wie möglich, ja, nicht... Ja. Ich freue mich damit gerade selbst um, dass ich eine Gehirnerschütterung bekomme. Hören Sie auf, die Reifen zu bewegen. Warum? Irgendwie klemmt da was im Rollstuhl. Irgendwas stimmt da nicht. Lass dir einfach mal die Hände da weg. Ja, Marco. Ja, jetzt geht's. Sie ein bisschen zu viel schmerzmäßig gekriegt. Haben Sie Hunger oder Durst im Moment? Oder geht's im Moment? Ich werde es lassen nach. Ich wurde, wissen Sie, ich wurde in den Kopf anscheinend geschossen. Ich habe so richtig Schmerzen. Das ist für mich wie Brei im Kopf. Geht's mit Essen und Trinken im Moment? Ja. Danke für alles. Es juckt. Der Rücken juckt. Oh, wie juckt der Rücken. Ich dachte schon. Was ist denn? Haben Sie Essen und Trinken oder haben Sie Durst, Hunger? Ja, habe ich. Ich habe Essen, Trinken. Ja, okay. Der Rücken juckt. Soll ich Sie ein bisschen kratzen? Also, ja, alles gut. Soll ich Sie ein bisschen kratzen? Ist so schön. Ich mach das selber. Ist mir auch lieber. Danke. Sonst melden Sie sich, ne? Mhm. Gut, der gehört euch.
Also bei mir ist er drin, ne? Ach so, ja. Ach so, ja. Schicke Schreine. Herr Ruppe, wollen wir uns vielleicht hinlegen? So eine Scheiße! Ich hab mein Kissen schon da, alles gut. Okay. Ich beruhig mich. Melden Sie sich. Ja, ich habe mein Kissen da. Manchmal ist weniger mehr, Herr Rumpe. Mhm. Ist der Ärmel ausgefahren? Das ist aus dem Epileptischen, ja. Gut gesehen. Sie muss alles vorlesen. Huch. Günther Hartang von Euro, Maximilian, Mr. Crazy, danke fürs VP an Justin. Wie lange bleibt die Burgstars offen? Am 4.4. 48 Stunden ist geplant. Kann auch länger sein. Shadow, machst du jetzt, dass du von dem Raub nichts mehr weißt? Nö, ich weiß es natürlich noch. Wenn du mir ein PC spendierst, das habe ich ja vorgelesen hier mit der Sabine-Ausbildung. Sind zu alleine mit dem Euro. Dankeschön. Tobi, Lukas und Mike sind VIP geworden. Darius, Lasershow. Ja, ja, aber das hier mindestens ein Beleid. So, Mario R, danke für 5 Euro. Seidel. Deine Pedila ist trotz Headshot normal gewesen. Wie normal? Wie meinst du normal? Jetzt auch kurz einen Morgen. Scott hat das zweite Mal resubbed, hat er sich einen Sub geholt. Jetzt, ei, Darius, meine Nachricht wurde nicht angezeigt. Darius, das tut mir sehr leid. Also, er nochmal Herzregen, der will einfach alle einblenden durchprobieren. Ich muss von den Fingern nehmen. Ja. Möglichst ohne, dass sie mich überfahren. Ja. Ja, ich glaube, müssen sie irgendwann mal. Ja. Sonst ist das schwierig. Ja, genau, perfekt. Den auch kannst du ihm auch gleich haben. Ja, danke, ich hab schon. Wann sie. Okay. Ich kann nicht lang stehen, ist das Problem. Das ist alles. Ja, wann sie. Nee, ich brauch nochmal ganz kurz. Ja. Ist gleich vorbei, alles gut. Super, dankeschön, Herr Rumpel. Ja, richtig gut. Es ist anstrengend. Vielen Dank fürs SIP werden. Ich bin's Team, danke fürs SIP werden. Du hattest Zeit, du Nelly von Anfang an dabei, von Marcel. Das machst du umso besser. Chaster P, hey, ich feiere dich mega. Mach weiter so. Dankeschön an Chaster P. Mach weiter so. Günther Hart, danke fürs SIP werden. Johannes Griefe, danke fürs SIP werden. Kuss geht raus. Ja. Das Met-Kommando war schon irgendwie Power-P, weil ihr ja keine Chance. Naja, Power-P war es nicht, weil no fair play. Wir wollen ja eigentlich Fair Play machen, dass du auch wegkommen kannst und das PD hat auch fair. Es war das PD vor 10 Kammer immer schneller. Ich komme rein, nicht, dass sie da wieder rausgeben müssen. Mm-mm. Kian, danke für 2 Euro. Ich verstehe sie nicht. Ich würde ihnen einmal den Waffenschein entziehen. Ach, können sie mir das Marsch ziehen. Ja, das kann ich machen. Ich hab den nur, wissen Sie, ich hab nur die Hose an, den müssen sie wirklich aus dem Arsch ziehen, der ist hinten am Arsch drin. Das ist gut. Ja, ziehen dann raus aus dem Arsch. So. Also dann haben sie heute wenigstens einen Arsch. Das ist doch schön, eine Arschkarte. Alles gut. Alles gut. Wir würden sie für 200 Monate in State Prison überstellen für versuchten Mord. Oh, warum nur versucht? Das ist aber traurig. Bitte? Haben sie denn jemanden? Ich habe ihn doch ins Gesicht geschossen, diesem keine Ahnung. Blöden Typen da. Ja, ins Gesicht geschossen, Typen der muss tot sein, oder? Ist der nicht tot? Ja, sperren Sie mich doch ein, wenn ich jemanden umgebracht habe. Sperren Sie mich doch ein, oder? Ja, ich habe ihn ins Gesicht geschossen, der muss tot sein, der gehört unter das Grab. Sehr gut, dann fahren wir gleich los. Das Gesicht habe ich ihm geschossen, der soll tot sein. Nicht überfahren, bitte. Ja, nee, aber Sie müssen aufmachen. Nee, Sie müssen nur ganz kurz warten, bitte. Ach so. Leon, ich mag Füße, ich auch, Leon. Gladiator, Axel, danke fürs CP, wir haben das Med-Kommando. Da stehen schon hart Zielstrebe auf euch zugelaufen. Sicher Meter? Oh, keine Ahnung. Du ist in dem Fall auch schon heute egal gewesen. Wir hätten so oder so von Anfang an keine Chance gehabt mit einer Air One und 2 Highspeeds hinten dran. Da war eh alles schon zu spät, wie wir da losgefahren sind. Ich würde Homeland rufen, ist ja übelst unfair. Naja. Wir müssen halt die Regeln anpassen, wenn Leute nicht verstehen, was Fair Play heißt. Das ist halt das Problem. Das Med-Kommando. Was Serverregel, dann waren die ganzen Unfallleute rausgebannt. Nein, wenn dann, die werden ja nicht rausgebannt, wenn wir das neu machen. Ich würde so ins Regelwerk rein implementieren, dass es dann eine Regel ist, dass sich die Leute endlich mal dran halten, weil es kann ja nicht sein, dass wir das schon seit Monaten sagen und es passiert nichts. Dann musst du es halt leider ins Regelwerk nehmen, weil eigentlich ist es so, wir wollen mal auf beiden Seiten ein Fair Play haben und wenn das nicht stattfindet, dann macht es ja keinen Spaß mehr.
Ich bin nicht im Funk 1 und wo. Und jetzt haben wir einen Polizeistart-Server. Und die Autos fahren eh schon 10 km/h schneller, also von den Klassen her, ne? Wenn du dann noch mit einer Highspeed fährst, die sowieso viel zu schnell fährt und du maximal 230, 280 oder 300 fährst und die Highspeed fährt 340, ja dann gute Nacht. Alle Like habt, dankeschön Masi, Luca und Kian, danke fürs Mitwerden. Frümmel mit bestes Stream auf der Welt, dankeschön Leon, danke für den Euro. Sächsische Zockerbande, was für Schuhe tragen. Was? Bildkreaturen-Skandal, was ist das denn für ein Flachwitz, Alter? Matis wird geworden, Misfit 200 SX, Freddy, keine Zauberschau. Xyns Monobrau, Servus, willst du mich mal rasieren? Nein, die bleibt. Black Gamer, danke für den Euro mit Servus, Sören. Grüß dich, Kuddel, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Black Gamer, danke für den Euro nochmal. Der Duki ist auch nochmal dabei. Als ein Kind in der Schweiz im Urlaub war, habe ich es falsch verstanden und zu jeder Krätze miteinander gesagt, anstatt Grüzi. Die dürfen einmal rauskommen. Das ist Kacke. Bringen wir das hin oder müssen wir helfen? Irgendwie geht das nicht mehr. Haben sie, ja, sie haben es geschafft. Das kommt davon, wenn man damit die ganze Zeit gegen irgendwelche Türen fährt herum. Dann geht der Rollstuhl kaputt. Oh, das ist blöd. Warten Sie. Ich glaube, ich kann wieder gehen. Wunderheilung, ja? Nee, irgendwie ist mir jetzt besser. Dann... Aber ich habe mir schon gewünscht, dass ich den einen da schon um ein Dings gebracht hätte. Das hätte er mir schon gewünscht. Das macht mich jetzt schon traurig in irgendeiner Form. Dann dürfen wir hier mal einsteigen. Gucken Sie mal die Tür schon. Ja. Helf ihm beim Anschnallen. Perfekt. Fährst du hiermit? Kann ich tun, ja. Gut. Sag nur drüben im Funk bei uns Bescheid. So. Der Killer. Jetzt zaubert die Bank leer. Dome, meine erste viel Erfolg beim Raub. Dankeschön. Frage, muss man als Frau bei euch als Frau spielen? Ja, wenn man das auch, als dass du dich identifizierst, kannst du spielen. Eine Frau bist und nicht als Mann identifizierst, kannst du ja auch einen Mann spielen. Ja, oder eher nein, hallo? Ich bin aus dem RP und schau auf entspannt noch ein bisschen im Stream. Dankeschön, Grandma. Warten Sie, ich mach grad Gedankengänge. Achso, ja, okay. Natürlich. Und ja, sie wollen sicher auf irgendwelche Sachen anstoßen, was ich eh schon weiß, oder? Ja, ich muss sie trotzdem abfragen. Ja. Sie kennen die Regeln des State Prisons mit dem... Ach ja, das war immer schon dasselbe mit dem nicht auf die Dächer, bla bla bla. Es gibt eine Neuerung. Sie können jetzt von der Kantine bis zum Besucherraum. Super, so der Nussknacker. Danke, falls Sie es mal vorgelesen. Der Tunnel wurde zu. Manni, bin seit 4 Monaten VIP. Kommt noch ein Kopf in Österreich Dialekt, das habe ich schon geantwortet sogar. Mann, du das echt, danke von Euro. Mann, ich liebe deine Streams und freue mich jedes Mal drauf. Klasse, was du geschafft hast. Gratuliere, ich liebe dich. Liebe Grüße aus Tirol. Dankeschön, Manni. Da machst du ein Flachdach im Büro mit 1,7, ja sowas von. Aber 100%ig. Kleine Spende für den Server von Lost Strengers. Killer Johnny macht den Bankraub über den Notausgang, hat ja nicht funktioniert. Der Bankraub wird so schief gehen. Das Rubbellos hat reingeschissen, aber nicht nur das. So, Dankeschön an Manuel Rost für den 10er. R5, mach einfach durch 5 und den Rest teilen sie. Jawohl, das haben wir zum Glück ja gemacht. Let's Play Passi, danke für den Euro. Auch Pascal Wangson wollte mal fragen, warum der Wuppel-Kanal schon seit einem Jahr inaktiv ist. Keine Zeit dafür. Lukas die Junge, danke fürs Infibian. Küsens linker Dinges Bart hat, danke für den Euro. Ich bin's Tim. Der Maybach ist nicht getuned. Das haben wir auch vorgelesen. CSN Army, Hexön, bist der Beste. Mach weiter so, vielen Dank. Niklas, ich möchte mich bedanken, dass ich zu meiner Bestellung eine Autogrammkarte bekomme. Ja, geht raus. Kratzenfahrer, ich liebe deine Streams, PS, kannst du mich Emily und die, meine Katzen grüßen, Emily und die Katzen grüßen. Mr. Ape, wolltest du Grüße aus, was, Grüße aus Jeddah, ich schaue dich schon seit 300.000 Abos. Ich feiere dich sehr, kannst du bitte Nina grüßen, grüße Nina. Claudilal, Kevin, Zanderhorn raus, kannst du mich und meine Frau grüßen, Franziska wird auch gegrüßt, jawohl. Folge dir seit 9 Jahren von Steven Kaiser, Manuel Schmidt bitte mit 20 Euro, dankeschön, Robin 107 für, danke für 90 Cent, Steven Kaiser mit 10er. Das ist mit dem Geburtstag so vorgelesen, gell? Ich glaube, das habe ich erst vorgelesen. Als Police Car, ein Ford Expedition. Ich glaube, das hatten wir sogar schon. Dankeschön, Saarländer. Engels Live 2003, Pfeiler des Streams, bist der Beste. Inspirierst mich, im IP zu spielen. Kuss geht raus. Torben 240 und André auch nochmal raus. Wann kommt 4-0? Niemals. Schön, dass Dark Flash, kommt wieder die Maybach-Flotte. Vielleicht.
Karl ist bei der Feuerwehr. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, Karl ist bei der Feuerwehr. Vanessa Strübig, Dankeschön für 5,15. Enges Live 2013. Vielen Dank für deine Doni. Servus. Und wann kommt wieder Sons of the Frost? Weiß ich nicht. Das haben wir sogar vorgelesen, ne? Ja, dann habe ich das vorgelesen unten. Das saßen doch auch. Habe zwei Weisheitszähne bekommen. Morgen bei mir. Nee. Eine Bombe in Schärfe. Was ist das denn für eine Doni, Alter? Komplett weird. Xinslinker. Nee, kratze ich nicht. Lennox sank für 200 Euro. Und damit würde ich sagen, machen wir für heute aus. Kurz vor 4 Stunden. So muss das. Ich bedanke mich, Tschüssikowski, haut rein und...